Ein ganz herzliches Willkommen an alle 200 Leute, die jetzt gerade online sind und sich Zeit nehmen, mit mir über eins meiner Lieblingstrainingsformen, nämlich die zirzensische Gymnastik, zu sprechen. Ja, das Thema liegt mir sehr am Herzen. Ich habe damit so viel coole Erfolge schon gefeiert. Auch als Therapeutin tatsächlich früher. Ihr wisst, ich war rasende Pferdetherapeutin. Ich stelle mich ganz kurz vor dann auch noch, weil einige neue dabei sind. Und heute ist eben unser drittes Live-Webinar von meiner Advents-Live-Webinar-Serie. Ich mache noch einen kurzen Hinweis. Es wird ja noch ein viertes Webinar geben. Und zwar ist das, also der Sonntag wäre ja der 24.12., weil heute ist ja der 17.12. Deswegen machen wir das vierte Live-Webinar am 28.12. Also aufgepasst, nicht am Sonntag, sondern was ist das dann? Der Donnerstag, glaube ich. Genau, am 28.12. wie gewohnt um 19.30 Uhr. Und es wird ein super cooles Thema geben. Und zwar ist es für euch, es geht um eure Gesundheit. Also es ist ein Human-Gesundheits-Webinar. Und wenn ihr jetzt denkt, oh nee, das interessiert mich nicht, halt, stopp, ganz, ganz wichtig. Unsere Fitness, unsere Gesundheit, unsere innere Mitte ist so wichtig für unsere Pferde. Deswegen seid dabei, Donnerstag, 28.12. Ich freue mich mega drauf. Es wird super ultra cool. Und wie gesagt, unsere Gesundheit hilft auch unseren Pferden in alle Richtungen. Unsere Energie, unsere Präsenz im Training, aber natürlich auch, dass wir überhaupt zu den Pferden fahren, weil wir eben nicht zu müde, nicht zu fertig, nicht zu laschig sind. Also seid dabei, 28.12. 19.30 Uhr wie gehabt. Ihr bekommt den Link wie immer über den Newsletter. Und ja, ich freue mich mega, wenn ihr dabei seid. So, jetzt aber zu unserem heutigen Thema. Oh, es geht schon los mit der Technik. Ich muss nämlich hier ohne Maus arbeiten. So, also ich freue mich riesig, dass ihr dabei seid. Ihr werdet heute auch ein bisschen meine eigenen Pferde. Links die Fiola, meine Isländerstute, mittlerweile 20 Jahre alt. Und rechts meinen Lusitano Wallauch, früheres Wildpferd tatsächlich. Mittlerweile 18 Jahre alt, aber beide fit wie ein Turnschuh. Kennenlernen und auch einige Sachen von ihnen lernen. Und irgendwie spinnt mein Cursor noch ein bisschen. Unser Reiseplan heute, ich habe es gleich geschafft. Kleine Technik-Fauxpas am Anfang, gehört irgendwie dazu. Also, unser Reise, ich verrate dir heute, warum die zirzensische Gymnastik, ich versuch's nochmal, warum die zirzensische Gymnastik so unfassbar wertvoll ist und wie meine ganzheitliche Erfolgsmethode bereits über 2000 Online-Teilnehmer, also es sind, ich weiß nicht genau wie viele, aber ziemlich genau 2000, zu viel besserer Balance, Koordination, mehr Vertrauen und Motivation verholfen haben. Unser Reiseplan ist, ich stelle mich ganz kurz vor, eine Minute, warum ist dieses Webinar für dich wichtig? Ich will auch auf das Thema falsches Wissen rund um das Thema zirzensische Gymnastik eingehen. Über das Thema Pferdeleben natürlich versus domestiziert reden. Und das ist auch der Grund, glaube ich, warum so viele Pferde einfach so viele Probleme heutzutage haben. Warum die zirzensische Gymnastik so wertvoll ist, ist mein Hauptthema. Und es wird auch zwei Praxisübungen geben. Genau. Und wer bis zum Schluss dabei ist, kann mir nicht nur noch Fragen stellen am Ende, sondern es gibt wirklich, ich bin echt aufgeregt, eine ganz, ganz großartige Weihnachtsüberraschung. Ich freue mich selber wie ein kleines Kind, weil ja, schenken ist manchmal fast schöner als selber etwas geschenkt bekommen. Und ich schenke euch heute etwas, was, glaube ich, sehr wertvoll ist. Und ich bin der Meinung, dass sich ganz, ganz viele Leute auch extrem drüber freuen. Ja? So, also seid bis zum Schluss dabei. Ich stelle mich ganz kurz vor, ich bin die Sandra, ich bin ursprünglich aus Österreich, ich komme aus dem wunderschönen Salzburger Land, aus den Bergen. Ich habe da früher mit meiner Familie Isländer gezüchtet, wobei meine Familie lebt immer noch da und sie haben auch immer noch im Moment 8 Pferde dort. Zwischen 6 Jahren ist die jüngste Isländermaus, die auch im Gangpferde-Online-Projekt zu sehen ist. Nee, 5 ist sie, die jüngste ist 5, sorry.
bis zu, jetzt muss ich kurz überlegen, mein ältestes Pferd ist aktuell 36 Jahre alt. Genau, der Bansi, wohlauf, bestens aufgelegt, 36 ist er, genau. Und ich habe eben in meinem ersten Bildungsweg sozusagen den Trainerschein Islandpferd gemacht, habe aber dann sehr, sehr schnell mich, ich sage jetzt mal, ein bisschen alternativ und ganzheitlich entwickelt, bin eben Center Driving Instruktorin geworden und auch Humangesundheitstrainerin, ein ganz wichtiger Punkt, mir ist Menschengesundheit auch immer sehr wichtig. Trainerin klassisch barock bin ich. Ich bilde heute Pferde bis zur hohen Schule online aus. Und ja, das geht und funktioniert. In meiner Advanced Online-Ausbildung sind die drin. Ich bin ganzheitliche Pferdetherapeutin, also habe wirklich ungefähr alles Mögliche an Therapieformen gelernt, also Osteopathie in allen Varianten, Physiotherapie. Bin aber auch sehr, sehr futterbewandert, habe Kräuterkunde gelernt, TCM-Lehre, bin Ergotherapeutin, bin Hufpflegerin und Pferdedentistin aus Verzweiflung, wobei ich die Zähne mittlerweile nicht mehr selber mache, habe diverse Coaching-Ausbildungen sowohl im Pferdebereich als auch im Menschenbereich gelernt oder gemacht, bin schon seit sehr vielen Jahren Pferdejournalistin, bin auch Fotografin und habe auch irgendwann mal internationales Management studiert. Also ich habe relativ viele Ausbildungen tatsächlich absolviert in meinem Leben, weil ich einfach Freude am Lernen habe und Freude daran habe, selber auch besser zu werden für meine Pferde und vor allem für euch, meine Kunden und möglichen Kunden und Kundinnen. Und hier relevant ist, ich bin Schülerin von Eva Wiemers, die sozusagen die zirzensische Gymnastik erfunden hat. Die zirzensische Gymnastik, das ist mir auch sehr, sehr wichtig, unterscheidet sich von dem, was andere unter Zirzensik oder Zirkustricks verstehen, maßgeblich, nämlich in unserer Philosophie, also Eva Wiemers und meiner Philosophie, ist immer die Gymnastik, die Gesundheit, die Pferdefairness an erster Stelle. Und das ist mir wirklich ein ganz wichtiger Punkt. Und deswegen ist der Weg manchmal vielleicht auch ein Ticken länger, weil wir sehr genau, sehr detailorientiert arbeiten. Und das, was andere machen, ist oft schnelles Tricktraining, wo man zum Beispiel mit einer Beinlonge die Pferde auch irgendwie schnell, manchmal vielleicht sogar auch umwirft, auf dem Boden knebelt, keine Ahnung was. Also es gibt diverse Trainer, die das immer noch so online wie offline praktizieren. Und da möchte ich mich ganz, ganz klar unterscheiden und möchte euch das an dieser Stelle auch sagen. Deswegen, ihr werdet heute einen ganz, ganz umfassenden Einblick in diese Trainingsform erhalten. Ihr werdet verstehen, warum ist das so unheimlich wertvoll, wenn man es richtig macht. Ihr werdet auch praktische Tipps für zu Hause mitnehmen. Und wie gesagt, auch zwei Praxisübungen zeige ich euch auch als Videos direkt aus meiner Online-Ausbildung. Könnt ihr euch das auch mal ein bisschen anschauen, wie das da drin so ausschaut. Und könnt dann auch direkt in die Zirzensik starten. Aber das Wort und das Verb, das ich verwende, ist starten. Wer also denkt, dass er in einem Webinar spanischen Schritt, Komplemente und idealerweise auch noch steigen und liegen lernt, not possible. Also das wird es nicht sein. Nur um hier gleich mal vielleicht klare Verhältnisse zu schaffen, falls jemand noch einen anderen Programmpunkt wie Adventsmarkt zum Beispiel als Option hätte. Also, warum ich tue, was ich tue, das bin ich auf meinem ersten Pferd. Das ist die Heidi Heidrun auf Isländisch. Und ich habe sie mit, also ich war 9 und sie war 7 bekommen. Also sie war relativ jung und ich war auch relativ jung. Und warum ich tue, was ich tue und mein Hashtag ist, weil Wissen schützt ist, weil ich über die Heidi gelernt habe, alles, was wir selber wissen, ist im Endeffekt für unsere Pferde schützend. Also je mehr du weißt, desto bessere Entscheidungen kannst du für dein Pferd treffen. Liebe Sonja, wenn du immer noch die erste Seite siehst, fürchte ich, dass du entweder mit Tablet oder Handy dabei bist oder deine Internetverbindung schlecht ist. Weil ich glaube, alle anderen können alle Seiten sehen, oder? Ich habe nochmal eine E-Mail rausgeschickt mit den Techniktipps. Also verwendet bitte, vielleicht wiederholen wir das nochmal ganz kurz, verwendet bitte idealerweise PC oder Laptop, weil wie gesagt, Tablet und Handy ist leider nicht zu empfehlen, weil es immer Internetschwankungen gibt.
Punkt 1. Punkt 2, wenn ihr habt, idealerweise unbedingt LAN-Kabel verwenden, weil diese Webinare, dadurch, dass ich Videos streame, brauchen schon einiges an Internet. Das ist auch der Grund, warum wir nicht gerne Handy und Tablet verwenden, weil ich Videos streame und dass die dann meistens nicht schaffen, okay? Das heißt, PC, Laptop, gerne mit LAN-Kabel, alle anderen Anwendungen zu. Als Browser idealerweise Chrome oder Firefox geht auch, aber Chrome ist meine Empfehlung, benutzen. Und wenn ihr ein Problem jetzt habt, vielleicht einmal den PC neu starten, alles andere zumachen, alle Handys aus dem WLAN auch raus und dann die ganze Bandbreite fürs Webinar nutzen. Das wäre jetzt meine Empfehlung an dieser Stelle für die Technik Probleme haben. So, und was ich von der Heidi gelernt habe, erstens, Geduld und Konsequenz sind super wichtig im Pferdetraining. Und das Zweite, was ich eben gelernt habe, ist, also viele von euch kennen die Geschichte vielleicht, aber ich erzähle sie immer wieder gern, weil es mich einfach in meinem, ja, in meiner Entwicklung so geprägt hat. Die Heidi hat, obwohl wir immer angeblich super Hufschmiede hatten, Hufrollenentzündung bekommen und hätte mit circa 18 Jahren, war sie, glaube ich, eingeschläfert werden sollen, weil alle Fachleute in Österreich der Meinung waren, das wird nichts mehr. Und ich habe sie damals, und das empfehle ich immer, ich spreche ja immer so mit meinen Pferden und ich kriege auch immer Antworten, auch wenn sich das komisch anhört, aber ich habe sie damals gefragt, Heidi, ist es jetzt soweit, willst du jetzt gehen, willst du, dass ich dich einschläfere? Und sie hat mich so total mit großen Augen angeschaut, so oft, ja, geht's noch, bin viel zu jung. Und so habe ich es zumindest verstanden. Und daraufhin habe ich eine Hufpfleger aus Verzweiflung Ausbildung gestartet und habe ihr dann selber die Hufe umgestellt von Eisen auf Barhuf und habe sie tatsächlich selber rehabilitiert bekommen. Also im Endeffekt nur durch diese Ausbildung hat sie überlebt und nur dadurch, dass ich mir selber Wissen angeeignet habe, weil wie gesagt, alle Profis waren der Meinung, das wird nichts mehr. Und sie hat, nachdem ich ihr das alles umgestellt habe, sie hat wirklich sehr, sehr gut sich rehabilitiert. Also sie war lahm, also wirklich schlimm lahm, ehrlicherweise. Aber ich habe eben auch alles Mögliche ergänzend, schmerzreduzierende Therapien und so weiter gemacht. Also ich habe wirklich alles versucht, um sie wieder zu rehabilitieren. Und sie ist wirklich gesund im 39. Lebensjahr gestorben. Also 20 Jahre, nachdem man sie eigentlich hätte einschläfern sollen, wollen, müssen angeblich. Okay? Und das ist einfach so, warum ich sage, mein Hashtag ist, weil Wissen schützt. Ich habe noch viele mehr Geschichten zu erzählen. Also hier zum Beispiel, ich zeige euch mal ganz kurz, das ist der Nöckwi. Der hatte auch mal eine Kolik-OP, als er fünfjährig war. Der hat leider von einer Schafweide auf der Hengstalm Bandwürmer mitbekommen, die ihm über den Sommer seinen Blinddarm zerfressen haben. Unter 5% Überlebenschance, ist jetzt 26 Jahre alt. Und das ist der Bansi, der ist jetzt eben 36 Jahre alt. Also das ist mein zweitältestes Pferd. Und das ist die Heidi. Auf diesem Foto ist sie, ich glaube, 37 oder 38 schon. Nee, 38. Genau, sie ist, genau, ich weiß, es war in dem Jahr, wo sie gestorben ist. Aber sie war wirklich bis zum Schluss bumperig gesund. Genau. Also was ich sagen will ist, je besser wir uns auskennen, desto bessere Entscheidungen können wir auch treffen. Manche von euch wissen, ich hatte leider auch eine Kolik-OP, bedingt durch eine Eierstock-Einblutung bei meiner Stute Fiola. Der Tierarzt wollte sie in der Operation einschläfern. Ich habe dagegen gestimmt. Ich habe 5 Minuten mit ihm am Telefon diskutiert, weil er wollte sie eigentlich nicht, also er wollte sie einfach direkt am OP-Tisch einschläfern, weil das alles nicht sehr gut ausgesehen hat. Und das ist auch schon, ich glaube jetzt im März sind es 2 Jahre her. Und sie ist wieder, bis auf einen kleinen Hängebauch, das wird jetzt immer so bleiben, weil einfach die Naht so ein bisschen nicht so gut zusammengewachsen ist damals. Aber sie ist extrem fröhlich, sie kann alles machen, sie wird auch wieder geritten, sie springt und tobt und flitzt über die Wiese und ist komplett unauffällig von der Verdauung. Ja? Also je mehr wir wissen, desto bessere Entscheidungen können wir für unsere Pferde treffen und ja, desto besser können wir sie natürlich auch trainieren. Warum ist dieses Webinar so wichtig? Ich möchte dir einfach so ein paar Punkte zeigen, wie viele Trainingsmethoden, und das ist nicht nur Zitzensik, wirkliche, nicht nur Mist, sondern Mistkommunikation sind. Ich möchte dir auch zeigen, wie du wirklich mehr Spaß, besseren Trainingsfortschritt, mehr Vertrautheit mit deinem Pferd eben bekommst. Ich will einige wichtige Punkte aufzeigen, wie du gesundheitliche Schäden bei deinem Pferd vermeiden kannst
Also das ist wirklich ganz, ganz wichtiges Wissen. Die, die mich schon kennen, einige Sachen werden sich für euch wiederholen, wie die natürliche Schiefe, das kennen viele schon von mir. Aber das ist einfach ein ganz wichtiges Thema für alle, die, die neu sind. Ja? Und ich möchte dir auch zeigen, wie man ein wirklich hundertprozentiges Vertrauensverhältnis zu und mit seinem Pferd entwickelt. Weil nur das macht Reiten und alles mit dem Pferd wirklich sicher. Ja, keine Kandare, keine Ausbinder, kein ehrlicherweise auch kein Protektor. Das, was für mich Pferdetraining 100% sicher macht, ist, dass ich mit meinem Pferd zu 100% eins bin. So, also ich mach's ganz kurz. Du bist hier richtig, wenn du jeden Tag dein Pferd selbst schöner, stolzer und gesünder machen willst. Das ist das, was ich immer sage. Wenn du dein Pferd vor gesundheitlichen Schäden schützen magst, wenn du, wie gesagt, mehr Vertrauen und Sicherheit mit deinem Pferd möchtest, wenn du vielleicht auch Angst hast, aus Unverständnis oder fehlendem Wissen heraus beim Pferdetraining Fehler zu machen, wenn du davon träumst, dass dir dein Pferd blind in jeder Situation vertraut oder du vielleicht auch mit deinem Pferd das Ablegen lernst oder andere schöne Zirzensik-Lektionen, bist du hier richtig. Und wenn du dir ein ganzheitliches Konzept wünschst und wirklich dein Pferd biomechanisch korrekt trainieren möchtest, für noch mehr Freude und noch mehr Leichtigkeit im Pferdetraining. Ja, das mal so im Groben. Und ganz wichtig ist, wer ist hier nicht richtig? Und ich sage es gerne an dieser Stelle nochmal. Du bist hier nicht richtig. Erstens, wenn du dein Pferd als Sportgerät siehst, ist nicht meine Philosophie, bist du definitiv bei mir generell falsch. Wenn du nicht an dir selbst arbeiten möchtest, ist ein auch ganz wichtiger Punkt, ja, wenn es immer heißt, ja, mein Pferd ist aber so und so und deswegen kann er dieses und jenes nicht, nicht meine Philosophie. Jedes Pferd und jeder Mensch kann immer besser werden. Und wenn wir daran glauben, dann können Pferde und Menschen gemeinsam unfassbar viel erreichen. Aber wenn wir uns selber Handicaps im Kopf und Handicaps für unser Pferd im Kopf fixieren, dann werden wir auch diesen Handicaps entsprechend nicht weiterkommen, als unser inneres Bild eben auch das hergibt. Also, wenn du der Meinung bist, dass dein Pferd einfach funktionieren muss, ist es auch nicht richtig. Wenn du nach Ausreden suchst oder eben dein Pferd immer schuld ist, wenn du einfach schnell deinem Pferd ein paar Zirkustricks beibringen möchtest und hierfür eine Anleitung suchst, ist nicht unser Webinar. Ich möchte euch ganzheitliches Wissen vermitteln und das geht nicht schnell, sondern ich gebe euch zwei wichtige Übungen mit an die Hand, die ihr dann zu Hause als Start für die Zirzensik-Ausbildung eures Pferdes einfach verwenden könnt. Wenn du keine Muße hast, um deinem Pferd Lektionen und Abläufe kleinschrittig zu erklären, weil Pferdetraining ist immer Arbeit an uns selbst. Wir müssen eben selber auch manchmal an unserer eigenen Geduld, Muße und Ausdauer arbeiten. Ganz wichtiger Punkt. Und wenn dir der Weg egal ist und du hauptsächlich einfach schnell zu deiner Ziellektion kommen möchtest, dann bist du auch nicht richtig. Dann sage ich trotzdem vielen Dank, dass du da warst und wünsche dir noch einen wunderschönen Sonntagabend. Genau. So. Für alle, die jetzt noch da sind, mach es dir bequem. Ich liebe dieses Bild, ist eine Online-Schülerin von mir aus meiner Online-Zirzensik-Ausbildung, ist ein Norika. Ich komme ja daher, wo die Norika gezüchtet werden. Also, nimm Platz, mach es dir bequem, gerne auch kleingeschrieben bequem und nimm dir ein Wasser. Also ist ganz wichtig, ausreichend zu trinken, weil sonst leidet irgendwann die Konzentration. Ausreichend immer wieder auch mal kurz das Fenster aufzumachen und vielleicht, wie gesagt, ein Blatt Papier und einen Stift. Haben jetzt noch irgendwelche Leute Technikprobleme und geht jetzt bei allen alles? Die Gabi bleibt. Super, Gabi. Vielleicht sind wir zwei die Einzigen, die bleiben. Läuft, okay. Geht alles, super. Also, ich möchte dich kennenlernen und das möchte ich wirklich und zwar auch heute, auch wenn wir nicht so viel Zeit haben. Ich möchte wissen, wenn du dir eine Sache zu Weihnachten wünschen dürftest, auf dich und dein Pferd bezogen, was wäre es? Ich würde das so gerne wissen. Schreib das mal ganz kurz hier in den Chat bitte rein. Was ist die eine Sache, wenn ich dir als kleine Weihnachtsfee heute einen Wunsch erfüllen dürfte.
Was wäre dein Wunsch? Die Zertifizierungsausbildung. Alleine ausreiten. Okay, cool, Carola. Bessere Kommunikation. Oh, eine Halle ist schwierig. Also eher aufs Pferdetraining bezogen. Eine wunderschöne Vertrauensbasis. Oder bist du richtig heute? Mein Pferd immer und überall ablegen zu können, das geht. Dauerhafte Gesundheit, wunderbarer Wunsch. Kann ich auch leisten. Dass mein, jetzt sind es viele. Freiarbeit ausbauen. Okay, auch ein schöner Wunsch. Angst beim Aufsteigen verlieren. Okay, Tanja, schön, dass alle gesund bleiben. Ja, Kopfkino aus. Okay, ich sehe, einige sind dabei, die sozusagen ja einfach an ihrer Bindung noch weiter arbeiten wollen. Mehr Ideen, wie ich meinem Pferd was beibringe, tolle Beziehung, abwechslungsreiches Training. Cool, da haben wir viele tolle Sachen, die wir heute bearbeiten. Und ja, da will ich euch gerne heute weiterhelfen. Also, erster Punkt, was mir ganz wichtig ist, und das ist mir wirklich ganz, ganz wichtig, falsches Wissen zur Zertifizierung ist, das ist unnatürlich. Das ist etwas, was ich immer wieder höre, das stimmt aber nicht. Zertifizierung ist etwas ganz Natürliches. Das sind Lektionen, die Pferde beim Spiel, beim Imponierverhalten eben nutzen, so wie hier diese zwei Isländer, die ich auf Island fotografiert habe. Der eine geht gerade ins Knien, da links sind sie am Steigen, was klassische Zertifizierungslektionen sind. Der spanische Schritt, hier seht ihr aus meiner Heimat vom Hengst, vom Norica-Hengstauftrieb. Ich komme ja aus Rauris, da ist immer der Norica-Hengstauftrieb. Die sind im Sommer alle zusammen auf der Alm. Und hier seht ihr einen wunderbaren spanischen Schritt von dem Norica-Hengst. Und rechts seht ihr kleine Ponys beim Spielen, Jungpferde, beim Knien. Ja, also es sind schon viele Lektionen einfach, die wirklich ganz natürlich sind. Und manche nutzen zum Beispiel auch ein Kompliment. Die Fiola kann das auch wunderbar, um auf das noch bessere Gras auf der anderen Seite zu kommen. Das Lustige ist, wenn die Pferde zirzensig gelernt haben, werden sie viel kreativer mit ihrem Körper. Und das ist echt witzig, weil ja, es ist einfach lustig zu beobachten, wie das Training einfach die Pferde auch nicht nur viel selbstbewusster und balancierter macht, sondern ihnen viel mehr Möglichkeiten auch gibt für ihre Körpernutzung. Ja. Was vielleicht auch ganz interessant ist, geschichtlich gesehen, ist, dass Zirzensik oder Zirkuslektionen ja manchmal so ein bisschen so einen negativen Beigeschmack bei uns haben. So ein bisschen, okay, ich muss ganz ehrlich sagen, bei mir war das auch so. Ich sage auch gleich meine Geschichte zur zirzensischen Gymnastik, aber bei mir war das tatsächlich auch so. Ich habe immer gedacht, so dieses Zirkuszeug, das ist nichts für mich, weil das ist ja irgendwie so kindisch und Spielerei und ja, das machen halt die, die irgendwie nicht gescheit Pferde trainieren. So. Und tatsächlich ist es aber so, wenn wir uns geschichtlich beschäftigen, die Leute, die früher im Zirkus aufgetreten sind, war die Elite der Pferdeleute. Das waren die Leute, die die allerbesten der besten Pferdeleute waren. Und früher gab es ja nichts anderes. Da gab es ja kein Fernsehen, kein YouTube, kein Internet, sondern es gab einfach nur Theater oder Zirkus. Und der Zirkus war vom Stellenwert noch größer, weil den gab es halt nicht so oft, ja. Also so müsst ihr euch das früher vorstellen. Und wenn der Zirkus da war, dann gingen da natürlich alle Leute hin. Und die Leute, die mit den Pferden aufgetreten sind, waren die bestbezahltesten Akteure, weil das war die größte Kunst, vor einem großen Publikum mit seinen Pferden eben aufzutreten. Und das vielleicht nur am Rande. Also Zirkuslektionen hat nichts Negatives oder so. Ganz im Gegenteil, wie gesagt, ich bin auch der Meinung heute noch, Leute, die wirklich gute Zirkuslektionen können, meine Schüler zum Beispiel, das ist wirklich die Elite in der Pferdeausbildung. Ja. Ihr werdet am Ende des Webinars wissen, warum ich das sage und warum zirzensische Gymnastik, wenn man es wirklich richtig macht, so auch detailreich und damit auch wirklich delikat ist.
So, wie ich zur Zezensee kam, die Geschichte möchte ich trotzdem kurz erzählen. Es gibt dazu auch eine Podcast-Folge, hör sie dir gerne an. Aber die Kurzversion dazu ist, ich war Therapeutin, ich war ziemlich erfolgreich, ich war im deutschsprachigen Raum die bekannteste Pferdetherapeutin. Ich habe ja ziemlich früh angefangen mit allem und unter anderem vor knapp 10 Jahren mit dem Online-Unterrichten im Pferdebereich. Auf jeden Fall habe ich als Therapeutin so ja ganz Österreich, Deutschland und so weiter abgefahren und habe dann irgendwann ein Pferd kennengelernt, das wirklich in einem ganz, ganz schlechten Zustand war. Und ich hatte eine Kundin, die eben eine Tour organisiert hatte. Also ich hatte mehrere Pferde von ihr und ihren Schülern. Sie war selber Profi und habe eben ihre ganzen Pferde gemacht und auch von ihren Schülern einige Pferde gemacht. Und ich gehe an diesem Pferd vorbei, es war ein Friese. Und dieses Pferd war einfach nur ein Häufchen Elend. Und ich war immer schon ein relativ sensibler Typ, was so Pferde anbelangt. Und ich habe sofort so ja, in meinem ganzen Körper auch irgendwie dieses Leid von diesem Pferd gespürt. Und es war einfach so ein Häufchen Elend. Und ich gehe an diesem Pferd vorbei und ich schaue dieses Pferd an, was eigentlich so gar kein Leben mehr in sich trägt. Und die Susi hieß sie. Die Susi schaut mich an und ich schaue das Pferd an und sie sagt zu mir, Sandra, ich habe es ihr 5-mal gesagt, also der Besitzerin, dass du heute kommst und habe ihr gesagt, es wäre so wichtig, dass du dieses Pferd behandelst. Und sie wollte das nicht. Und mir hat das so leid getan, ich hätte dieses Pferd auch kostenlos behandelt, aber ich kann ja nicht irgendwelche fremden Pferde behandeln, wenn der Besitzer nicht mal da ist, also ist ja auch nicht legal. Also, so habe ich dieses Pferd eben gesehen, was mich auch wirklich lange noch beschäftigt hat, weil es mir einfach so leid getan hat. Und es war aber total lustig. Ich bin 2 Jahre später ganz woanders, auf einem ganz anderen Hof, in einem anderen Bundesland, bei einer Kundin gewesen und komme zu diesem Hof und ich werde es nie vergessen, die Kundin kommt her mit ihrem Friesen und sagt zu mir, erkennst du dieses Pferd? Und ich schaue dieses Pferd an und schaue das Gesicht an und denke mir so, nee, das kann jetzt nicht wahr sein. Ich sage zu ihr, ist dieses Pferd vor 2 Jahren in diesem Stall da und dort gestanden? Und sie sagt zu mir, ja, genau. Und dann war dieses Pferd, dieses Häufchen Elendpferd, was ich vor 2 Jahren in einem anderen Bundesland, in einem ganz anderen Stall eben gesehen habe, aber nicht behandeln durfte. Und sie hat zu mir gesagt, ja, ich wusste, dass du da bist, aber ich war einfach nicht so weit, dass ich an Pferdetherapie geglaubt habe, ist mir schwer gefallen. Und ich war so, ja, ist total okay. Jeder hat so seine Entwicklungszeit und passt. Und jetzt bin ich ja da und jetzt kann ich helfen. Und das Witzige war, ich habe dieses Pferd komplett durchbehandelt. Ich habe immer sehr ganzheitlich behandelt. Und also wirklich vom Kopf bis Huf, alle Gelenke, die gesamte Wirbelsäule, die Kiefergelenke, das Zungenbein, alles einfach. Alle Muskeln, wirklich alles habe ich mir angeschaut. Die Zähne, also es hat auch echt immer relativ länger gedauert. Und am Ende dieser Behandlung war das eines der 3 fittesten Pferde, die ich jemals in meinem ganzen Leben behandelt habe. Und ich sage zu ihr, wer hat dir geholfen, dieses Pferd zu therapieren? Weil ihr müsst verstehen, dass Pferde, die so ein Häufchen Elend waren wie dieses Pferd, eine maximale Schonhaltung meistens auch haben, weil die einfach im ganzen Körper verspannt, schmerzhaft und damit bewegungsgestört sind. Und diese Schonhaltung wieder rauszubekommen und wieder ein normales Bewegungsmuster hinzubekommen, ist sehr schwer. Deswegen gibt es ja Therapeuten in diesem Webinar heute, gibt es Therapeuten. Also wenn es hier Therapeuten gibt, ich kann euch nur empfehlen, lernt auch irgendwie was über Bodenarbeit, über Zirzensik, über Pferde, Ergotherapie, weil es ist so wichtig, den Leuten, wenn ihr solche Schonhaltungspferde habt, Übungen mit an die Hand zu geben, dass sie, wenn ihr weg seid, das Pferd weiterhin aus der Schonhaltung raustrainieren können. Das ist so wichtig. Statische Therapie mit Bewegungstherapie muss kombiniert werden, zumindest wenn wir Pferde haben, so wie dieses, was so lange so blockiert und schmerzhaft war. Und wisst ihr, was diese Dame zu mir gesagt hat?
Diese Dame sagt zu mir, Sandra, du bist die erste Therapeutin, die dieses Pferd anfasst. Und ich war so, was? Ich weiß genau, wie dieses Pferd ausgeschaut hat vor 2 Jahren. Es war so arm. Es hat echt, glaube ich, überall rundum Blockaden, Verspannungen und so weiter gehabt. Und dann sage ich zu ihr, wie hast du das gemacht? Wenn kein Therapeut dir geholfen hat, wie hast du das gemacht? Und sie sagt zu mir, ich habe nur zirzensische Gymnastik gemacht. Und in diesem Moment habe ich entschlossen, okay, das, was sie mit diesem Pferd gemacht hat, das muss ich auch lernen. Als Therapeutin, weil ich gerne den Pferden noch ein besseres Bewegungsgefühl, noch eine schnellere Möglichkeit geben möchte, aus ihrer Schonhaltung rauszukommen, aus ihrem fehlerhaften Laufverhalten. Und dann hat sie mir gesagt, ja, wenn, dann musst du das bei der Eva Wiemers lernen. Und die Eva Wiemers wollte mich erstmal nicht unterrichten, aber wer mich kennt, weiß, ich bin sehr hartnäckig. Da ist die Eva Wiemers bei mir zu Hause. Das ist unser Hof mit den Bergen im Hintergrund. Manche kennen die Bilder von früher auch von den YouTube-Videos. Und die Eva Wiemers, ich bin sozusagen ihre letzte offizielle Schülerin. Die Eva Wiemers hat mich dann unterrichtet, weil ich so hartnäckig war und weil wir gemeinsam eben auch Videoprojekte gemacht haben. Und es war, ja, es war mir eine große Ehre und ich möchte mit diesen Online-Ausbildungen, die ich jetzt eben auch anbiete, ihr Wissen in Ehre halten und ihr Wissen weitergeben. So kam ich also zur zirzensischen Gymnastik. Und warum ist es eigentlich so wichtig, dass wir unsere Pferde ganzheitlich schulen? Wenn wir uns mal anschauen, wie Pferde eigentlich leben, das ist jetzt ein Bild von einem wildlebenden Mustang. Schaut mal, wie der hier über diese Steilwand, ja, eigentlich schon direkt klettert. Die Stuten sind so, ah, nee, jetzt macht er wieder auf Macho. Das sind die Stuten hinten dran. Aber der Hengst ist so, schaut mal, wie der die ganze Zeit fröhlich grinst. Schaut mal in sein Gesicht, wie er fröhlich ist, ja. Und das ist das, die Pferde in der freien Natur jeden Tag ihren Körper fördern, fordern und Bewegungsschulen. Und das ist auch der Grund, warum die sehr alt werden. Also Wildpferde sterben normalerweise meistens, indem sie verhungern. Und zwar verhungern sie, weil sie irgendwann nicht mehr so gute Zähne haben, die Zähne ausfallen, die Oberflächen der Zähne so glatt wie eine Muschel Innenseite sind und deswegen können sie einfach das Futter nicht mehr richtig zermahlen und nicht mehr richtig aufspalten und dann verhungern sie oder ja, sterben manchmal einfach aus Altersschwäche. Aber diese Pferde sind fit und wenn wir jetzt mal vergleichen, wie Pferde bei uns so leben, dann sieht es beispielsweise so aus, ja. Und das ist auch der Grund, ich habe in einem anderen Webinar, habe ich einen Screenshot aus Instagram gezeigt, wo ein super bekanntes, erfolgreiches Dressurturnierpferd sich am Weg vom Reitplatz zum Stall so vertreten hat, dass es komplett ausgefallen ist. Was denkt ihr, wie groß ist die Chance, dass solche Pferde sich im Schritt vertreten? Was denkt ihr? Von 1 bis 10? Was ist, wie groß ist die Chance? Von 1 bis 10? 0. Von 1 bis 10? 0. Ihr seid ja lustig. Okay. Okay. Also ich würde sagen, wir einigen uns auf irgendwas zwischen 0 und 1. Würde ich sagen. So. Und jetzt schauen wir uns mal dieses Pferd an, was jeden Tag vielleicht auf einen Paddock kommt, vielleicht auch nur alleine, also ohne andere Pferdekumpels. Vielleicht ist es auch ein Hengst, das weiß man jetzt nicht, ja. Und ansonsten steht es einfach in seiner Box und wird dann einmal am Tag rausgenommen, um zu reiten. Wie groß ist die Chance, dass sich dieses Pferd, vielleicht ist es auch schon so aufgezogen worden, aber wie groß ist die Chance, dass dieses Pferd sich vielleicht irgendwann mal vertritt? Die Chance ist ziemlich hoch. Und das ist auch der Grund, warum Tierärzte ununterbrochen im Sehnenschaden, Fesselträgerschaden, Arthrose-Problematik und alles, was da diffuse Lahmheiten, Blockaden, Verspannungen, alles, was da so dazugehört, warum die ungefähr im Dauereinsatz sind. Es ist wirklich der Grund,
warum ich euch ganz, ganz dringend empfehlen würde, intensive Bewegungsschulung mit eurem Pferd zu betreiben. Ich habe im Moment 2 Pferde hier in München. Ja, das eine Pferd ist 20, das andere Pferd ist 18. Beide waren noch nie lahm wegen Vertreten, wegen Überlastung, wegen, keine Ahnung, Hufbeinprellung, alles, was es da so gibt. Die galoppieren mit mir durchs Gelände über Stock und Stein. Die springen, ja, das Kleine ein bisschen weniger hoch wie das Große, aber beide freispringen unter dem Sattel. Die machen alle möglichen lustigen Übungen. Die sind Tag und Nacht auf hangigen Koppeln, auf nasser Wiese. Und es gibt nie ein Problem. Warum nicht? Weil sie bewegungsgeschult sind. Und deswegen sage ich immer, wenn ihr in euer Wissen investiert, ihr könnt so viel Tierarztkosten sparen. Das ist wirklich so. Was sind die Folgen, warum ich heute dieses Webinar so aufgebaut habe, ist, ich möchte euch einfach so ein bisschen auch einen Blick in die Pferdeköpfe und in die Pferdekörper geben. Ich habe Tausende von Pferden als Therapeutin behandelt und das sind immer die gleichen Probleme gewesen. Psychische Probleme sind, Pferde sind zu Tode gelangweilt. Ja, Pferde sind Abenteuertiere. Sie lieben es, Abenteuer zu haben. Sie lieben es, Dinge zu sehen. Sie lieben es, neue Dinge auszuprobieren mit ihrem Körper auch. Sie lieben es, einfach auch abwechslungsreich gefordert zu sein. Ja, denkt immer, dieser Mustanghengst hätte nicht über diesen Berg klettern müssen, aber er fand es witzig. Also vielleicht habt ihr das Gesicht nicht so gut gesehen, aber in jedem dieser Fotos lächelt er. Pferde können lächeln, das ist so. Wenn ihr es noch nicht gesehen habt, dann schaut mal genauer hin. Aber Pferde können lächeln, da bin ich so 1000% sicher. Also Problem Nummer 1, viele Pferde sind gelangweilt, weil sie einfach zu wenig Abwechslung haben. Problem Nummer 2, wenn sie lange genug gelangweilt sind, dann werden sie häufig verhaltensauffällig. Wer hat in seinem Stall ein verhaltensauffälliges Pferd? Also nicht zwingend sein eigenes, aber oder wer kennt ein verhaltensauffälliges Pferd? Weben, Koppen, andere Pferde piesacken ist auch verhaltensauffällig. Das heißt, eine unnatürliche Aggressivität von Pferden, wenn die ständig andere Pferde rumscheuchen oder piesacken, ist ein Zeichen für Langeweile, ist ein Zeichen dafür, dass sie unausgelastet sind. Ja? Und also in dem Stall, wo meine Pferde stehen, gibt es auch verhaltensauffällige Pferde, alle Arten, Koppen in alle Richtungen, Weben, ja, diverses, aber meine sind nicht auffällig. Anne, krasse Zahl, die Anne schreibt, von 8 Pferden sind 6 verhaltensauffällig. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Von 8 Pferden sind 6 verhaltensauffällig. Ja. Aber das ist das, was ich Tag ein und Tag aus als Pferdetherapeutin gesehen habe. Und deswegen habe ich irgendwann meinen Pferdetherapeutenjob an den Nagel gehängt und habe gesagt, okay, es braucht mehr Wissen. Und das ist das, was ich heute tue. Ich vermittle Wissen online. Online deshalb, weil ich mehr Menschen erreichen kann. Ja. So, und dann, wenn man das alles nicht so richtig versteht, dann werden Pferde zu sogenannten Problempferden. Ja, Problempferde sind immer Pferde mit dem Problem, dass sie nicht verstanden werden. Also es gibt keine natürlichen Problempferde meiner Meinung nach. Und ja, das ist das eine. Problempferde können natürlich diverse Formen annehmen, von Aggressivität den Menschen gegenüber, über, keine Ahnung, Bocken, durchgehen, steigen, alles, was es da so gibt. Ja. Und manche Pferde haben mehr Potenzial, ein Problempferd zu werden als andere. Das ist mein eigenes Jungpferd, der Rufino, der tatsächlich für mich ein ganz anderes, neues Kaliber von Pferd war. Ich habe schon viele, viele Pferde über, ich weiß gar nicht, wie viele Jahre, also ich habe ihn bekommen, da war er 3,5 als Hengst und jetzt ist er 18. Also ich habe ihn als Jungpferd bekommen, da konnte man ihn nicht mal führen. Und damals, wie alt war ich? Moment, 15, jetzt bin ich 44. Also gut, ich habe damals schon 15 Jahre Pferde ausgebildet. Also ich habe mit 14 begonnen, Jungpferde anzureiten, also sehr früh, damals eben in unserer eigenen Zucht. Und mache das jetzt also seit 30 Jahren, Jungpferde auszubilden. Aber wie ich ihn bekommen habe, war das auch eine ganz neue Liga. Und ich habe so viel von ihm gelernt und das ist das, was ich heute an meine Schüler weitergebe, weil ich glaube, es gibt kein sensibleres und gleichzeitig kein temperamentvolleres Pferd als ihn. Und das ist wirklich eine coole Sache, weil ich mich in jedes Pferd reinversetzen kann
und deswegen glaube ich auch jedem wirklich gute Praxistipps mit auf den Weg geben kann. Wenn die Pferde nicht ausreichend gymnastiziert werden, und das ist ein ganz wichtiger Punkt, Gymnastik ist essentiell, um Pferde gesund zu erhalten, dann haben wir unkoordinierte Pferde, dann haben die wiederkehrende Blockaden, Verspannungen, dann haben sie Unwohlsein, dann können sie so wie dieses Pferd, das übrigens aus dem Profiberitt kam, bevor ich es in den Reha-Beritt übernommen habe, dann können sie eben trageerschöpft sein. Also dieses Pferd ist eindeutig trageerschöpft gewesen. Und es gibt dann eben sowohl physisch als auch psychisch ruinierte Pferde. Also das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Nur weil ein Pferd im Profiberitt ist und dieser Profi Geld dafür bekommt oder Geld dafür nimmt, was er tut, heißt es nicht, dass er es richtig macht. Ja? Wenn wir mal ganz kurz einmal hier hinschauen. Also dieses Pferd ist ganz klassisch trageerschöpft. Das heißt, der Rumpf ist abgesagt. Hier haben wir auch ganz klassisch die schon hervortretenden Blutgefäße durch eine Fehldurchblutung, extrem vergrößerter, aber auch tiefer Brustmuskel und im Vergleich Vorhandmuskulatur extrem mehr ausgeprägt als Hinterhandmuskulatur. Also wie gesagt, dieses Pferd kam aus dem Profiberitt, als ich dieses Foto gemacht habe. Kaum Rückenmuskulatur, hier blockiertes Kreuzbein und extremer Axthieb auch und insgesamt in einem sehr, sehr schlechten Zustand. Und was wichtig zu verstehen ist, Pferde, die so wie dieses Pferd komplett durchblockiert sind in der Wirbelsäule, also er ist wirklich komplett einfach durchblockiert gewesen, die nehmen auch nicht zu. Also wenn Pferde so starke Verspannungen haben, dann ist der Muskelstoffwechsel so überdreht, dass sie im Endeffekt so viel fressen und trotzdem nicht zunehmen. Ja? Ganz, ganz wichtiger Punkt. Ja? Ich habe das Pferd, wie gesagt, dann in Reha übernommen. Das war er vorher. Das waren auch die Hufe. Schaut mal, wie unterschiedlich diese Hufe sind. Daran könnt ihr schon, ehrlich gesagt, ein schlechtes Training erkennen. Weil ein gutes Training wird immer auch die Schiefe und die Asymmetrie der Hufe angleichen. Also ich habe ihm dann die Eisen abgenommen. Und man kann es nicht so gut erkennen, weil es ein bisschen klein ist, aber die Hufe sind wirklich sehr, in relativ kurzer Zeit sehr ähnlich groß geworden, weil ich ihn einfach ganzheitlich trainiert habe. Ja. Und das ist er danach. Und er war ganz ein schwieriges Pferd. Er hat Profis abgeworfen, er ist durchgegangen, er war hyperschreckhaft, er war ultra nervös. Und er war danach ein super duper Verlasspferd, mit dem du alles ganz entspannt am langen Zügel ins Gelände alles machen konntest. Und was mich einfach so gefreut hat, er war ein Pferd, was wieder Freude an seinem Körper, an seiner Bewegung, ja, einfach an seinem Leben hatte. Und warum ich euch das hier zeige, ist, ich möchte euch da ein bisschen sensibilisieren, dass ihr nicht blind irgendwelchen Profis vertraut. Und das bezieht sich auch auf die Zirzensik. Es gibt Kurse da draußen, es gibt Online-Kurse da draußen, die wirklich gesundheitsschädlich für Pferde sind. Auch in der Zirzensik, aber nicht nur, auch in der Freiarbeit. Es gibt diverse Anbieter, die wirklich falsches Wissen vermitteln. Deswegen ist es echt wichtig, dass ihr da genau hinschaut, genau in euer Bauchgefühl auch reinhört und eben einfach auch mal Bilder und Videos von diesen Profis anschaut, egal welches Thema, ist mir einfach wichtig. Ich möchte hier ein bisschen darauf hinweisen, weil nur weil jemand 150.000 Follower hat, heißt es nicht, dass er alles richtig macht. Okay, so Zirzensik ist grundsätzlich nicht schädlich, wenn man es richtig macht. Also es kommt auf das Wie drauf an. Wenn wir es so machen wie hier, und das sieht man immer gerade auch auf Instagram ganz häufig, das heißt schiefen, den Kopf viel zu tief, das Pferd kann hinfallen, das Pferd kann stürzen, das Pferd kann auf euch drauf fallen. Wir haben hier eine asymmetrische Belastung der Gelenke und wir sehen hier schon eben Fesselträger, die ziemlich schlecht und damit auch möglicherweise schädigend belastet werden. Okay? Wenn ihr solche schiefen Komplimente seht, könnt ihr direkt die Finger davon lassen, weil das ist nichts, was ihr lernen wollt. Okay? Nicht mal in der Übungsphase. Also, ich persönlich verwende keine Beinlonge und empfehle es allgemein auch nicht, weil die Verletzungsgefahr für Mensch und Pferd meiner Meinung nach sehr hoch ist.
Es gibt Menschen, die können damit umgehen. Es gibt Menschen, die machen damit eine gute Arbeit. Ich persönlich empfehle es nicht, weil die meisten Zweibeiner sind zu langsam. Und es gibt vielleicht, wie ihr wisst, auch einen Profi, der in einem Kurs ein Pferd mit Beinlonge versucht hat, auf den Boden zu bekommen, mit Kraft, mit Gewalt. Und das Pferd ist in diesem Kurs gestorben, weil es sich überschlagen hat. Okay? Also, ich empfehle es nicht und ich verwende es nicht und ich unterrichte das auch nicht. Ich finde es gerade in der zisternischen Gymnastik äußerst wichtig, ein tiefgründiges Verständnis zu haben, wie welche Übung wirklich en Detail aussieht, um Gesundheitsrisiken, wie zum Beispiel eben schräge, unnatürliche Belastungen der Gelenkachsen, aber vielleicht eben auch der Sehnen, Bänder und so weiter, zu minimieren. Ja? Eine Beinlonge, genau, vielen Dank Sabrina, ist ein Seil, wo man dann einfach das Bein so zurückziehen kann, damit man das Pferd ins Kompliment bekommt. Oh, jetzt weiß ich, was ich vergessen habe. Danke für die Frage. Ich zeige euch erstmal zum Einstieg ein kleines Video, damit ihr mal ein paar Übungen überhaupt seht. Was sind denn Zirzensik-Übungen? Schaut mal, ich zeige euch mal ein paar Übungen von Online-Schülern von mir. Schaut in die Gesichter der Zwei- und Vierbeiner. Ich glaube, man kann sehen, dass sie da Freude dran haben und dass es eben ja, nicht mit Gewalt oder Kraft gemacht ist, sondern mit Pferdeverständnis. Also jetzt haben wir hier ein paar Lektionen gesehen. Eine Lektion will ich euch gerne nochmal zeigen. Das ist nämlich ein ganz wichtiger Punkt, auch der spanische Schritt. Das sind Online-Schüler nach einem Jahr Online-Ausbildung bei mir, also gar nicht so lange. Schaut nochmal den spanischen Schritt an. Das möchte ich euch gerne nochmal zeigen. Das ist also ein Isländer. Hier jetzt geht er ins Kompliment, dann geht er ins Knie. Und dann schaut euch mal den spanischen Schritt an, wie leise und sanft er aufsetzt. Seht ihr das? Ich will es euch nochmal zeigen, weil mir das ganz wichtig ist. Schaut euch das nochmal an. Dieses Pferd hat nicht mal seit einem Jahr den spanischen Schritt. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, wenn wir spanischen Schritt zum Beispiel mit dem Pferd ausführen. Wie gesagt, eine ganz natürliche Lektion, machen Pferde auch auf der Koppel, um sich gegenseitig einfach ein bisschen zu beeindrucken. Deswegen fühlen sie sich auch stolz und gut und frei dabei. Aber was ganz wichtig ist, ist, dass der spanische Schritt langsam zu Boden geht. Und daran könnt ihr schon jemanden erkennen und da werden bei 100 Leuten, bei 100 Trainern, auch Profitrainern, bei 100 Profitrainern kann ich euch sagen, ist maximal einer dabei, wo die Pferde das, so wie dieses Pferd aus meiner Online-Ausbildung, also eine Online-Schülerin, so wie dieses Pferd es vorsichtig absetzt und nicht so in den Boden donnern, okay? Also das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Achtet bei den Komplimenten drauf. Es muss immer gerade Gelenkachsen haben. Das Pferd muss symmetrisch sein. Das Pferd muss gerade sein. Und der Kopf darf niemals so tief wie auf diesem Foto. Das ist der eine Punkt. Und der zweite Punkt ist zum Beispiel spanischer Schritt. Langsames Absetzen und damit gefühlvolles Absetzen auf dem Boden. Ein ganz, ganz wichtiger Qualitätspunkt. Ja. Zirzensische Gymnastik sind keine Zirkustricks, sondern effektives Gesundheitstraining und Yoga für Pferde und auch für Menschen, weil auch für Menschen werden wir viel beweglicher und koordinierter. Und ja, wenn du das bei mir lernst, ist es wirklich gesundheitsfördernd. Und das will ich an dieser Stelle betonen, weil es einfach so eine grandiose Form des Pferdetrainings ist. Also, warum zirzensische Gymnastik so wertvoll ist. Und jetzt möchte ich dir da einfach nochmal ein bisschen einen Einblick geben. Der Eisberg ist immer nur die Spitze, was wir sehen. Das, was drunter ist, das können wir oft gar nicht erkennen. Ja? Und das ist zum Beispiel, also diese Bilder sind alles Online-Schülerinnen von mir,
Die haben alle ein Jahr sozusagen Unterricht bei mir gehabt und hatten danach dann noch mindestens ein Jahr Zugriff auf ihre Inhalte. Aber alle Bilder sind sozusagen nach einem Jahr entstanden, auch die Videos, das ist alles nach einem Jahr. Und Pferde lernen unterschiedlich schnell. Ja? Manche lernen schneller, manche lernen langsamer und es ist total okay, weil wir alle anders sind und die Pferde auch, okay? So, also auch eine Schülerin von mir, die war ein bisschen wilder, die hat auch gleich das Steigen mit reingenommen. Genau, das ist die Eva, manche kennen sie vielleicht, das ist auch eine bekannte Pferdefotografin. Also in allen möglichen Größen und Kleinheiten haben wir die Pferde gehabt, in allen möglichen Rassen, verschiedenste Lektionen. Genau, auf selbstgemachten Podesten, auf Profi-Podesten. Ganz kleine Pferde haben wir auch in der Online-Ausbildung. Und ja, viele, viele tolle Schüler durfte ich schon begleiten. Also wie gesagt, es sind in der Zirzense, glaube ich, jetzt fast 2000 Online-Schüler. Ich war die Erste, die hierzu eine Online-Ausbildung angeboten hat. Und ich bin überhaupt die Erste im deutschsprachigen Bereich, die Online-Pferdeleute unterrichtet. Kommendes Jahr sind es 10 Jahre, dass ich Online-Pferdefreunde unterrichte. So, wir kommen zur natürlichen Schiefe des Pferdes. Die natürliche Schiefe des Pferdes, viele kennen dieses Thema von mir, ist mir ein ganz großes Anliegen als Pferdetherapeutin und Gesundheitsexpertin für Pferde, weil die natürliche Schiefe ist oft ein großes Problem, warum Pferde früher verschleißen. Dieses Pferd ist 6 Jahre alt. Ja? Wenn ihr euch mal die Hufe anschaut, dann könnt ihr sicherlich einen deutlichen Unterschied zwischen einem kleinen, steileren Huf und einem sehr langen, deutlich mit untergeschobenen Trachten, langzähigen, viel größeren Huf sehen. Und das ist das, was die natürliche Schiefe macht, wenn man sie nicht korrigiert. 6 Jahre ist dieses Pferd alt und ja, on his way für Hufrollenentzündung. Ja, mittlerweile weiß ich das, was die Voraussetzungen dafür sind. Die natürliche Schiefe können wir aber hier bei einem Isländer zum Beispiel meistens auch an der Wirbelsäule erkennen und dass eine Rumpfseite sozusagen mehr rausbeult. Das ist immer die Seite, wo das Pferd unseren Schenkel nicht annehmen will. Annehmen will ist falsch, sondern wirklich annehmen kann, wäre das richtige Wort. In der zirzensischen Gymnastik, und ich zeige euch da heute noch eine Übung dafür, lernst du dein Pferd viel beidhändiger zu machen. Ja? Und das ist nicht nur cool für seine Koordination und gegen mögliche Verschleißerscheinungen, sondern es macht es auch viel, ich sage jetzt mal, beidhändiger beim Reiten. Es macht es viel koordinierter. Es wird weniger stolpern. Es wird viel schwieriger hinfallen mit und ohne Reiter. Es wird weniger asymmetrische Hufe haben, weil du peu à peu seine Schiefe, wie gesagt, korrigierst und die Hufe immer nur ein Abbild der Schiefe sind. Und es wird psychisch viel ausgeglichener und damit auch motivierter im Pferdetraining sein, weil schiefe Pferde haben ganz oft auch geistige Blockaden. Also das heißt, sie lernen schlechter, sie sind unmotivierter, sie sind unter Anführungszeichen bockiger, weil ihnen einfach der Körper Schwierigkeiten bereitet. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Es gibt kein Pferd, was nicht will. Es gibt nur Pferde, die eben falsch trainiert wurden oder einfach nicht ganzheitlich verstanden wurden. Und da gehört die Schiefe einfach ganz, ganz stark dazu. Also ganz viele auch körperliche Probleme sind einfach ein Resultat aus der natürlichen Schiefe und weil sie nicht korrigiert wurde. Hier möchte ich euch ein Foto zeigen von einer Online-Schülerstute. Die Maus, es gibt dazu auch ein Video auf YouTube und es gibt auch das Video, das Feedback-Video dazu. Es gibt auch das Video dazu in der Zirzensik-Infoseite, wobei ich diese Infoseite ehrlicherweise nicht überarbeitet habe, schon seit längerem. Ich habe nur ein Datum ausgetauscht, nur ein Jahr. Also ich müsste das mal jetzt die nächsten Tage nochmal machen. Aber wenn ihr mal schaut, links dieses Pferd ist bei Beginn der Zirzensik-Ausbildung und rechts, auch wenn die Farbe ein bisschen anders ist, ist das gleiche Pferd genau nach einem Jahr. Wer kann einen Unterschied erkennen und wer kann sich vorstellen, dass das rechte Pferd besser zu reiten ist als das linke Pferd? Das würde mich jetzt interessieren. Ja, ein paar können sich schon vorstellen.
Und wichtig ist zu verstehen, sie hat wirklich, ich glaube, in diesem ganzen Jahr nur Bodenarbeit und Zirzense gemacht, also nur nach meinem Online-Lehrkonzept dieses Pferd unterrichtet. Was ich total schön finde bei diesen Bildern, ist, dass man auch so schön sieht, wie das Pferd sich insgesamt verändert hat. Links schaut mal, wie der Stoffwechsel ist, wie wirkt das? Es wirkt fahl, es wirkt die Haut trocken, es wirkt das Fell strohig. Und wenn ihr ein Pferd zu Hause habt, was vielleicht ein bisschen stoffwechselauffällig ist, also egal, ob es jetzt regelmäßig Mauke hat, egal, ob es EMS, equines metabolisches Syndrom hat, also auf Deutsch zu dick ist, ob es Cushing hat, alle Stoffwechselauffälligkeiten, kann ich euch als Therapeutin sagen, werden besser, wenn wir Pferde-Yoga machen. Und das ist bei Menschen nicht anders. Wenn ihr regelmäßig Yoga macht, wird eure Haut besser. Wird euer Teint strahlender. Es ist wirklich so. Man kann sich das vielleicht erstmal gar nicht so vorstellen, aber Gesundheit ist immer auch mit Bewegung gekoppelt, weil nämlich unsere ganzen Organe auch beim Menschen über die Bewegung der Wirbelsäule und beim Pferd ist es nicht anders, werden die Organe sozusagen wie massiert, wie aktiviert, wie auch der ganze Körper lymphdrainagiert. So, so wichtiger Punkt. Also gute Gymnastik, echtes Pferde-Yoga wird immer auch positiv sich auf den Stoffwechsel, zum Beispiel auch sogar auf das Hufwachstum auswirken. Was passiert, wenn wir die natürliche Schiefe zu wenig beachten? Das ist jetzt zum Beispiel ein Pferd aus meiner Pferdetherapie-Karriere. Dieses Pferd war vor mir bei diversen Therapeuten und diversen Tierärzten. Das Bild ist ziemlich alt. Und ich war sozusagen die Letzte in der Kette, bevor es eingeschläfert hätte werden sollen. Dieses Pferd war auf diesem Foto, ich weiß jetzt leider nicht mehr, war sie 12 oder 14, aber entweder sie war 12 oder sie war 14. Und dieses Pferd hat, wie gesagt, Zahnpflege bekommen, mehrere Tierärzte waren dran, es hat Physiotherapie bekommen, es hat ausreichend, also den ganzen Tag Heu ad libitum, was wirklich gute Qualität war, bekommen. Es hat Ergänzungsfutter bekommen, Mineralien, es hat alles bekommen und das Ergebnis war das. Und das ist genau der Punkt, den ich vorher gesagt habe. Wenn ein Pferd sehr schief ist und dieses Pferd war ziemlich, es war 12 Jahre, hier steht es auf der Folie, es war 12 Jahre. Wenn ein Pferd schief ist und diese Schiefe nicht korrigiert wird, wird mit der Zeit, spätestens wenn wir es auch ein bisschen trainieren und auch vielleicht reiten, wird das Pferd so schief, dass es mit der Zeit so verspannt und blockiert, dass es möglicherweise nicht nur Muskulatur abbaut, trotz Trainings, sondern komplett in sich verfällt. Das war sicherlich ein extremes Beispiel. Das hat tatsächlich auch Behandlungen hat der Tierschutz bezahlt damals. Und ich habe es gar nicht so oft behandelt, ehrlich gesagt. Und so hat sie nach, ich glaube, es waren 4 oder 5 Monate, so hat sie danach ausgeschaut. Ich habe diese Besitzerin, die wirklich alles versucht hatte, einfache Bodenarbeitsübungen gezeigt und habe dieses Pferd einfach behandelt als Therapeutin. Und ich hoffe, ihr könnt den Unterschied sehen. Also ist jetzt nicht so, dass ich die totalen Magic Fingers habe. Ich bin sicherlich kein untalentierter Pferdetherapeut gewesen. Aber was wichtig zu verstehen ist, nochmal an alle Therapeuten hier, statische Therapie, wenn ein Pferd eine massive Schiefe hat, wird niemals zu befriedigenden Ergebnissen führen, weil die Pferde immer wieder in ihre alten asymmetrischen Bewegungsmuster verfallen werden. Okay? Und deswegen ist es so wichtig, einerseits, dass der Pferdebesitzer lernt, die Schiefe seines Pferdes zu korrigieren und andererseits, dass ihr vielleicht auch euren Kunden dafür ein Bewusstsein schafft. Ja? Die natürliche Schiefe ist natürlich auch bei meinen eigenen Pferden vorhanden und der Rufino ist ein mega schiefes Pferd zum Beispiel gewesen, ultra schiefes Pferd und deswegen war der auch so schwierig am Anfang, weil schiefe Pferde sind immer in ihrem Körper, müsst ihr euch vorstellen, wirklich unrund. Sie sind nicht in ihrer Mitte, sie sind nicht in ihrer Balance. Und diese Schiefe, je nachdem, ob es jetzt eher ein phlegmatisches Pferd ist, die werden dann sehr stumpf und sehr faul und sehr desinteressiert und unter Anführungszeichen bockig. Möglicherweise auch, wenn es ein Leberpferd ist, ein bisschen aggressiv, ja, weil sie einfach keinen Bock haben und so machen. Und sehr sensible, temperamentvolle Pferde, so wie der Rufino, die werden total out of control. Die werden totale Freaks, ja.
Und hier seht ihr meine Isländerstute noch vor Kolik-OPs. Und wie ihr sicherlich sehen könnt, sie ist da noch deutlich jünger, also sie ist da noch Apfelschimmel. Und wie ihr sehen könnt, der Körper ist jetzt nicht so der Ferrari-Super-Exterieur-Körper. Ja? Und das ist mir auch ganz wichtig. In meinen Online-Ausbildungen habt ihr immer ganz viele verschiedene Pferde und eben auch Pferde, die sich ehrlicherweise ein bisschen schwer tun. Und ich glaube, man kann den Unterschied, beide Bilder sind einfach so fotografiert und nicht gefotoshoppt oder irgendwas. Also hier war auch kein Halfter drauf. Sie bewegt sich ganz alleine frei so. Und ich glaube, man kann den Unterschied relativ deutlich sehen, was es auch an Bauchmuskulatur ausmacht, wenn ein Pferd seinen Körper richtig einsetzt und wie sich auch dieser Hals und alles verändern kann und auch viel zu gerade Hinterbeine plus eine überbaute Gruppe ins Positive sich verändern können. Also wie gesagt, sie bewegt sich ganz frei auf diesem Foto. Ich habe auch ein Video dazu, wer es nicht glaubt. Aber das ist das, was ich erreichen möchte. Ich möchte keine Marionetten basteln, sondern ich möchte Pferden beibringen, wie sie ihren Körper, egal ob er von Natur aus besonders gut oder vielleicht nicht so gut ist, besser verwenden. Ja? Und mit besser verwenden bedeutet eben auch, von der Schiefe in eine gleichmäßige Balance zu kommen und von der Vorhandlastigkeit die Balance auf die Hinterhand zu verschieben. Ja? Und ihr wisst, die Fiola ist eine Stute. Man sagt ja immer, ein spanischer Schritt mit Stuten richtig schön und akzentuiert auszuführen, ist fast nicht möglich, bei denen diese gewisse Präsenz und vielleicht auch ein bisschen diese Arroganz von Hengsten fehlt. Ich bin komplett anderer Meinung. Ich glaube, wir können, wenn es in unserem Kopf keine Limits gibt, allen alles beibringen. Und könnt ihr einen Unterschied sehen zwischen den zwei Bildern? Ist es erkennbar? Wie gesagt, da ist sie noch jung und wirklich wenig trainiert. Da ist eine andere Isländer, ein Kompliment bei mir zu Hause. Und da ist sie schon ein bisschen älter, da ist sie dann schon in München. Also da ist sie noch in Österreich. Genau, und wie gesagt, sie hat jetzt nicht den superbesten Körper, muss man ganz ehrlich sagen. Und der ist einfach, wie er ist. Ja. So, also wir vergleichen nochmal. Links domestiziert, nicht alle natürlich leben so, ist mir schon klar. Und rechts, schaut mal sein fröhliches Gesicht, ich mag es immer wieder, diese Fotos anzuschauen, ist das Wildpferd. Ja. So, also ich möchte euch jetzt schon mal ein paar ganz einfache Tipps geben, das ist vor allem für die Newbies hier, wie ihr mit total einfachen Sachen die Schiefe verbessern könnt. Also führen von beiden Seiten, so primitiv und einfach wie das klingt, ist es auch. Aber so effektiv ist es. Wer führt regelmäßig sein Pferd von rechts? Das würde ich gerne wissen. Wer führt sein Pferd regelmäßig von rechts? Okay, cool. Einige. Sehr gut. Wer ist ehrlich? Ah ja, da ist schon zu wenig. Vielen Dank, Brigitte, für deine Ehrlichkeit. Wer ist ehrlich und hat noch nie darüber nachgedacht, dass das Führen des Pferdes immer eine leichte Stellung zum Menschen produziert? Wer hat noch nie drüber nachgedacht und wer führt vielleicht nicht von rechts? Zu wenig, Maria, danke für deine Ehrlichkeit. Okay. Es sind natürlich einige Leute da, die bei mir in meinen Online-Kursen schon sind. Ich führe seit der Online-Ausbildung von rechts. Danke, Claudia, sehr gut. Auch zu wenig. Ja, also ein ganz wichtiger, ganz einfacher Punkt. Führt immer von rechts und führen bedeutet auch wirklich Bodenarbeiten von beiden Seiten. Wenn ihr euer Pferd aufwärmt, ja, oder in Handarbeit zum Beispiel euer Pferd arbeitet, ich bin mir zu 1000% sicher, ihr werdet Unterschiede von rechts zu links feststellen. Je öfter ihr die Seite wechselt, je mehr Handwechsel ihr macht und je wirklich ihr noch mehr bewusster darauf achtet, dass ihr auf der schlechteren Seite ein bisschen mehr macht, ja, desto mit ganz einfachen, primitiven Mitteln weithändiger wird euer Pferd. Ja. Bei der Straße ist es natürlich anders, Tanja, da müssen wir natürlich schauen. Aber es ist extrem wichtig. Ja. Weil es gibt Pferde, die kann man gar nicht von rechts führen. Also ich hatte das auch schon mal, ich war mal bei einem Kurs und da hat jemand gesagt, kannst du mal kurz mein Pferd halten? Und dann war dieses Pferd total nass geschwitzt von der Einheit und dann wollte ich es führen, weil ich es halt ein bisschen gehen lassen wollte, weil er keine Decke noch hatte und nichts. Und es war Winter
Und ich war halt von rechts, ich bin da hingelaufen und habe das Pferd von rechts genommen. Und alle meine Pferde lernen das von Anfang an, also von klein auf, von beiden Seiten geführt zu werden. Dieses Pferd ist nicht losgegangen, ich habe es nicht losgekriegt. Ich war, stand auf der rechten Seite, habe es dreimal probiert und habe dann gedacht, okay, es gibt jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder ich probiere es weiter oder ich lasse es jetzt lieber einfach, weil es nicht mein Pferd ist. Ja. Ich habe mich dann für Zweiteres entschieden, weil war nicht mein Kurs und war nicht mein Pferd. Aber ganz wichtiger Punkt. So, natürliche individuelle Genickposition deines Pferdes fördern versus rüber runter um jeden Preis. Fehlt eine Klammer. Also, was ich damit meine ist, viele Leute haben immer noch die Idee, dass ein extremes Vorwärts-Abwärts für die Pferde gesundheitsförderlich ist. Wenn ihr einfach mal so macht, ja, dann werdet ihr sofort merken, wo die Balance und wo das Gewicht hingeht. Nach vorne. Als Therapeutin und auch als Hufpflegerin aus Verzweiflung kann ich euch sagen, die meisten Probleme und Schäden haben wir in den Vorderbeinen. Klar gibt es auch Spat, aber Spat ist ehrlicherweise auch ein Ergebnis aus Vorhandlastigkeit, weil immer wenn die Pferde sich vorhandlastig bewegen, dann haben die gleichzeitig gerade Hinterbeine, die nicht geschmeidig sind. Ja? Deswegen mein Tipp an dieser Stelle für alle Neuen, auch hier speziell, wenn ihr wissen wollt, wie euer Pferd sich richtig und korrekt individuell bewegt, weil manche Pferde tragen den Kopf höher, manche Pferde tragen den Kopf von Natur aus tiefer. Das hat mit ihrem Körperbau zu tun. Das hat auch ein bisschen mit ihrem Typ und in ihrem Temperament zu tun. Aber wenn ihr das wissen möchtet, wie ist jetzt wirklich die optimale Genickhöhe von eurem Pferd? Fiola zeigt es auf diesem Foto vor. Das ist ihre optimale Genickhöhe, die sie selber wählt, wenn sie sich frei und stolz bewegt. Das ist Möglichkeit Nummer 1. Lasst euer Pferd im Frühjahr auf die Koppel. Es wird sich frei und stolz bewegen. Und das ist der Moment, wo ihr Fotos macht, weil dann wisst ihr, okay, das ist die natürliche Genickposition, wie es in optimaler Balance einerseits und andererseits auch sich freudig und mit Stolz bewegt. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Das Zweite ist, wenn wir ein Pferd trainieren, jetzt stelle ich gerade fest, dass ich hier gar keine Pferde habe. Ah, ich habe ein Pferd. Hätte mich auch gewundert, wenn ich gar kein Pferd hier gehabt habe. Der zweite Punkt ist, ich nenne das, oder ich habe das so gelernt, Herstellen der Vertikalen. Also die Übung ist ein bisschen genauer, aber ich zeige es euch jetzt sozusagen nur als eine Bestandsaufnahme. Wenn ihr ein Pferd habt, das ist ein italienisches Pferd, ein Murano aus Venedig. Wenn ihr ein Pferd habt und es steht da, dann könnt ihr mit eurer Touchiergerte, also mit einer längeren Touchiergerte oder Fahrpeitsche, verwende ich persönlich, könnt ihr mal, müsst ihr je nach Temperament auch wirklich aufpassen, ja. Eigentlich braucht ihr einen Helfer idealerweise. Wenn ihr keinen Helfer habt, dann könnt ihr auch einen Kappzaum nehmen und euch vor dem Pferd positionieren und dann sozusagen so ein bisschen seitlich selber mit der Touchiergerte, die eben dann ein bisschen länger sein muss, agieren. Und die Übung ist, es geht hier nur um eine Feststellung, wo das Genick hin muss. Die Übung ist, ihr könnt erstmal, wenn es ein sensibles Pferd ist, einfach so eine Bewegung über dem Übergang Lendenwirbelsäule zu Kruppe machen. Hier ist es also, hier in diesem Bereich. Wenn das Pferd keine Reaktion zeigt, dann macht ihr ein ganz leichtes Touchieren in diesem Bereich. Ja? Wenn ihr das Pferd touchiert, wenn das Pferd sehr phlegmatisch ist, und das meine ich nicht wertend, also wenn es einfach ein bisschen so ein, wie die Fiola eher so ein nordischer Typ ist, dann müsst ihr vielleicht auch 2-3 Mal touchieren und vielleicht auch beim dritten Mal ein bisschen mehr touchieren. Aber dann wird es irgendwann sich aufrichten. Und so wie sich dieses Pferd mit dieser einfachen Übung aufrichtet, genauso ist seine optimale Genickhöhe für dieses Pferd individuell, weil es mit Energie dann dasteht, weil es sich balanciert, weil es aufmerksam ist auf das, was in seiner Umwelt, nämlich auf die Touchiergerte, was da passiert. Und das ist mein zweiter Tipp. Ein Pferd, was nämlich vorhandlastig ist, ist immer extrem schief. Wenn wir die Pferde nach unten auf die Vorhand reiten, wenn wir sie nach unten arbeiten, kann ich euch sagen, die Verschleißchance ist ein tausendfaches größer, wie wenn wir sie in ihrer natürlichen, stolzen, individuellen, normalen Genickposition arbeiten. Und das in jeder Trainingsform, egal ob Longieren, Handarbeit, Reiten. So, noch eine Übung, die ich euch mitgeben möchte, ist
für die Schiefe, aber auch für die bessere Balance und Koordination. Ihr nehmt beim Hufe auskratzen einfach den Huf und dann stellt ihr ganz langsam, und das ist wichtig, dass das Pferd nicht einfach den Fuß abstellt, sondern dass ihr ganz langsam den Huf auf den Boden, und zwar zuerst mit der Zehenspitze aufkommend, abstellt. Das ist eine tatsächlich unnatürliche Bewegung für Pferde und immer auch für uns Menschen, wenn wir unnatürliche Bewegungen machen, also Bewegungen außerhalb von unserem normalen Bewegungsmuster, dann sagt der Körper, oh, das ist ja interessant. Okay, was passiert hier? Und das kommt eigentlich auch aus der Feldenkreistechnik. Dann sagt der Körper, okay, ich muss mal schauen, was hier alles nicht so gut organisiert ist. Und dann fängt er an, negative Bewegungsmuster neu zu überdenken und auch neu zu überlegen sozusagen. Also einfach das Abstellen auf der Hufspitze, zum Beispiel jedes Mal, wenn ihr Hufe auskratzt, hat einen bewusstseinsfördernden, antischiefen und koordinationsfördernden Effekt. Einfach mal so als schnellen Tipp. Und natürlich gezielte Schiefengymnastik. Genau, Linda Tellington-Jones hat auch diese Übung vorgestellt. Absolut tolle Pferdefrau. Und gezielte Schiefengymnastik wäre natürlich als wirklich intensives Training auch sehr zu empfehlen. Bei mir könnte das zum Beispiel lernen. Genau. Gut. Warum zerzensische Gymnastik so wertvoll ist, ist, weil wir damit die Schiefe korrigieren, haben wir jetzt gelernt. Aber es ist auch ein ganz, ganz intensives Koordinations- und Propriozeptionstraining. Ja? Das heißt, wir schulen intensiv die Körperwahrnehmung, wir schulen intensiv das Körperbewusstsein, dass auch die Pferde lernen. Ach so, ich habe vier Beine. Nicht alle Pferde wissen das. Manche Pferde denken hauptsächlich in Vorderbeinen, nicht in Hinterbeinen. Manche denken in einem Vorderbein. Das ist sehr unterschiedlich, je nachdem, wie die Pferde auch aufgewachsen sind, wie sie insgesamt gehandelt wurden in ihrem Jungpferdealter. Manche sind, wie gesagt, weniger schief und manche sind deutlich mehr schief, weil sie halt hauptsächlich auch drinnen aufgewachsen sind oder auf ebenen, flachen Wiesen. Und dieses Koordinations- und Propriozeptionstraining, was wir über die Zerzensik erreichen, hilft uns beispielsweise enorm beim Verladen, und auch vor allem beim Pferdetransportieren, weil nicht jedes Pferd will nicht in den Hänger, sondern viele Pferde haben totale Panik im Hänger, weil sie es koordiniert nicht hinbekommen, da drin sicher zu stehen. Und das ist auch etwas, was ich immer wieder als Feedback von meinen Online-Schülern bekomme. Ich habe Verladen nie geübt. Ich habe bei dir Zerzensik-Online-Ausbildung gemacht. Das erste Mal, nachdem ich das Zerzensik-Seminar besucht habe, war Verladen kein Problem. Und das für mich Erstaunlichste war, der Transport war auch keins mehr. Meistens ist es einfach ein körperliches Problem, dass die Pferde nicht verladen bzw. eben auch nicht transportiert werden können oder zumindest nicht sicher und in Ruhe und entspannt verladen und transportiert werden können. Den Hufgabi einfach auf die Hufspitze abstellen. Ja, also in dem Fall jetzt hier. Moment, habe ich noch einen anderen Huf? Hier. Also du nimmst den Huf, also wie du beim Huf auskratzen nimmst, und stellst den einfach auf die Hufspitze dann ab und dann macht das Pferd diese Bewegung. Okay? Diese Frage, Stephanie, wenn ich darf, würde ich ein bisschen später nochmal beantworten. Zum untrainierten Pferd, also grundsätzlich ja, du kannst mit egal welchem Pferd hier starten, egal ob Jungpferd, älteres Pferd, Reha-Pferd, sage ich jetzt mal mit Einschränkungen. Ich habe ganz viele Pferde auch rehabilitiert über Online-Ausbildungen, aber man muss natürlich immer mit dem Tierarzt abklären, dass das Pferd zumindest in kleinen Schritten das auch leisten kann. Aber grundsätzlich ist jedes Pferd, also auch junge Pferde für Zerzensik super geeignet. Und es ist so lustig, dieses Thema zum Beispiel Podestarbeit ist etwas, diesen Pferd, das ist ein Warmblüter, wie wir sehen können, der ist ziemlich groß gewesen, der war, glaube ich, über 1,80, deswegen lache ich hier auch so, weil er irgendwie so riesig ist. Aber dieses Pferd hat zum Beispiel totales Problem gehabt, auf das Podest zu kommen. Das war bei einem Offline-Kurs und war auch total aufgeregt. Und irgendwann hat er es dann geschafft und hat sich total gefreut. Aber das sind Pferde, die auch immer Verladeprobleme machen.
Und oft verstehen wir als Pferdebesitzer gar nicht, dass die Pferde nicht nur stur sind, sondern dass sie einfach ein Körperproblem haben und deswegen nicht verladen können oder transportiert werden können. Und da helfen wir ihnen. Das sind die super Übungen. Und das Lustige ist, die Viola zum Beispiel, ich mag dieses Bild total gerne, das ist bei mir zu Hause in Österreich auch, das ist ihre Mutter, die ist auch schon bei uns geboren. Und die Viola hat zum Beispiel damals bei diesem Fotoshooting die total kreative Idee gehabt, so einen Glitschi-Stein, also der, man sieht es nicht so gut, aber er ist komplett nass und er ist mit so ganz so einer 2 mm Moos-Schliere grüner Schicht überzogen, also ultra glitschig. Und sie hat in ihrem Leben vor diesem Foto, ich glaube, 3-mal Podestarbeit gemacht. Und das ist das, was ich meine. Es fördert nicht nur die körperliche Balance und Sicherheit und Koordination, sondern es fördert auch die Kreativität und wie Pferde mit ihrem Körper umgehen. Auf jeden Fall bei diesem Fotoshooting hat meine kleine Maus diesen Stein gesehen in diesem Wasser da drin und fand das total cool und ist selber da drauf gekrabbelt, mit mir obendrauf auch noch. Ich wusste zuerst gar nicht, was sie vorhat. Sie ist da so hingezogen. Ich dachte, was will sie denn? Aber seht ihr in ihrem Gesicht, wie sie es lustig findet? Sieht ein bisschen aus vom Gesicht wie der Mustang, der über seinen Stein anklettert. Aber das ist das, was ich so schön finde an der Zirzensik, dass die Pferde einfach viel, ja, kreativer auch werden. Und Bodenarbeit kann wirklich so, so viel verändern. Ihr lernt in meiner Online-Ausbildung ja nicht nur Zirzensik, sondern ihr lernt auch Bodenarbeit, ja. Und hier ist jetzt nochmal ein Beispiel, das habe ich nur mit dem Handy von innen fotografiert. Der Unterschied von nur Bodenarbeit von einem, ich glaube, sehr vorhandlastigen Jungpferd zu einem immer noch nicht perfekten Jungpferd, aber es ist eine Einheit und ich habe wirklich nichts Großartiges gemacht, ja. Und deswegen finde ich Bodenarbeit einfach so wichtig, weil wenn wir uns ohne Bodenarbeit auf so ein Pferd draufsetzen, dann könnte es problematisch werden. Ja. Genau. Hier ist ein Beispiel. Er war jetzt auch zum Beispiel in meiner Zirzensik Online-Ausbildung und das ist die Entwicklung in 4 Monaten. Und was ich immer schön finde, ist zu sehen, klar, jetzt kann jeder sagen, gut, das ist ein Zufallsaufnahme, aber das, was ihr sehen werdet, die in der Zirzensik weitermachen wollen, ist, dass die Pferde sich anders tragen. Sie stehen geschlossener, sie stehen stolzer, sie verschieben die Balance von der Vorhand auf die Hinterhand. Ihr Gesichtsausdruck verändert sich, sie sind viel fröhlicher und einfach auch, ja, in ihrem Körper fühlen sie sich irgendwie wohler. Und auch hier sehen wir, klar, es ist jetzt ein bisschen Herbst- oder Frühjahrsfell oder Winterfell noch und Sommerfell, sieht man natürlich den Unterschied, aber der Stoffwechsel verändert sich wirklich auch deutlich. Man sieht auch, der Rücken hat sich angehoben, also hier ist der Rücken auch ein bisschen abgesackt und der war ja jetzt nicht alt zum Beispiel. Ja. So, einfache Tipps zur Verbesserung der Koordination für meine Newbies hier. Bewusst in unebenem Gelände unterwegs sein und dort auch mal zum Beispiel Seitengänge, Tempiunterschiede, das kann auch im Schritt sein, oder rückwärts richten üben. Also ihr könnt zum Beispiel auch mal rückwärts bergauf, also es muss ja nicht steil sein am Anfang, aber so einen kleinen Hügel rückwärts bergauf ist eine super Koordinationsübung und wird euch auch ganz schnell zeigen, ob euer Pferd gut koordiniert ist oder ob es vielleicht dann noch ein bisschen Unterstützung braucht. Verschiedene Terrains zum Beispiel auch, ja, dass wir einfach sagen, okay, ganz bewusst einfach mal auf dem Schotter reiten, dann wieder in der Wiese reiten, dann auf Asphalt reiten. Also all das trägt zu einer besseren Propriozeption bei. Im Wald, wenn ihr habt, zum Beispiel über Wurzeln oder umgefallene Bäume steigen oder wenn das Pferd sicher genug ist, auch super, super gerne reiten. Also versucht wirklich an dieses Wildpferdefoto zu denken und versucht zu überlegen, wie könnt ihr eurem Pferd so ein bisschen mehr positive Reize bieten. Die Pferde von heute werden so reizarm gehalten und so reizarm trainiert. Und das ist wirklich, als Pferdeergotherapeutin kann ich euch das sagen, eine Riesenkatastrophe. Und das macht sie super anfällig. Also überlegt, wie könnt ihr ein bisschen mehr Abwechslung, mehr Abenteuer, mehr positive Reize in ihren Alltag, aber vielleicht eben auch in ihr Training wirklich integrieren. Ihr könnt zum Beispiel Pylonen auch nutzen. Ja, ihr könnt zum Beispiel sagen, okay, immer bei diesen Pylonen muss er Schritt oder Trab oder einen Übergang machen. Ja, zack. Oder ihr macht zum Beispiel in der Ecke, einen Pylonen innen in der Ecke und da muss das Pferd immer sozusagen
um den Pylonen durch die Ecke gehen und dann macht ihr das immer enger. Auch da müssen die Pferde mit ihrem Körper schon so ein bisschen überlegen, wie sie eben die Ecke dann auch ja, nehmen. Also da könnt ihr so ein bisschen jonglieren oder ihr könnt auch eine 8 zum Beispiel mit zwei Pylonen reiten oder Boden arbeiten und das größer oder kleiner anlegen. Auch da werdet ihr vielleicht Unterschiede merken, wenn ihr von rechts oder von links führt oder wenn ihr es zum Beispiel eben auch reitet, auf welcher Hand ihr reitet. Und ja, versucht so ein bisschen zu überlegen, was könnt ihr auch Kreatives einbauen. Super cool ist auch, alle, die in meinem Koordinations-Online-Seminar sind, kennen das Training auf beweglichen Untergründen, wie zum Beispiel eine Anhängerrampe oder zum Beispiel auch auf Matten. Ganz wichtig ist natürlich immer, die Pferde müssen wirklich ganz, ganz gut aufgewärmt sein, also mindestens 25 Minuten. Eventuell, wenn die jetzt sehr ungeschickt sind mit ihrem Körper, brauchen sie auch Beinschutz, Gamaschen, vielleicht sogar Glocken. Und ihr müsst natürlich auch auf eine korrekte Ausführung achten. Ja, also man muss natürlich bei so Sachen auch ein bisschen vorsichtig sein, darf die Pferde nicht überfallen. Also zum Beispiel auch erstmal nur mit einem Huf auf so eine Matte gehen lassen und dann wieder rückwärts richten und das verarbeiten lassen und dann wieder hinholen an so eine Matte und dann mit dem anderen Huf. Und dass man das wirklich so peu à peu steigert, das ist ganz wichtig. Aber einfach nur mal als kleine Tipps für die, die jetzt neu sind, was ihr vielleicht zu Hause auch relativ gut gleich mal umsetzen könnt. Tellington-Labyrinth, super Sache, Monika. Generell alle Tellington-Übungen kann ich auch sehr empfehlen. So, was wir hier sehen, ist, dass die zirzensische Gymnastik auch sehr, sehr gut sich auf die Faszien auswirkt. Und die Faszien sind wieder ganz elementar, zum Beispiel für den Stoffwechsel der Pferde. Ja? Die Faszien sind sozusagen diese bindegewebigen Hüllen, die Muskulatur umschließen. Also wenn ihr nicht Vegetarier seid und schon mal selber so eine Schweinelende gebraten oder gekocht habt, ja, dann wisst ihr, da ist innen das Fleisch, das ist sozusagen sind die Muskelfasern und außenrum ist so dieses häutige, weiße, sehnige Material. Das sind die Faszien. Und die Faszien machen eben, dass Muskeln übereinander gleiten können, damit es eben keinen Widerstand gibt. Und bei Pferden, die zu wenig bewegt werden oder bei Pferden, die eben auch nie, oder wie soll ich sagen, bei Pferden, die reizarm bewegt werden, verkleben diese Faszien sehr häufig. Und das gibt dann alle möglichen Probleme eben auch über Lahmheiten, über Schonhaltungen, über Stoffwechselprobleme. Das kann auch die Verdauung sehr, sehr massiv beeinflussen. Alles Mögliche kann passieren, angelaufene Beine, eben auch hier die Neigung, dass Fesselträger oder Sehnenschäden entstehen, weil diese Faszien ja ganz wichtig für die Beweglichkeit des gesamten Körpers sind. Und je elastischer und je beweglicher diese Faszien sind, ja, desto weniger werdet ihr wahrscheinlich in eurem Pferdeleben den Tierarzt brauchen. Und hier sieht man, das finde ich ganz schön, wie es eben wirklich auch in einem korrekten Komplement zu einer Dehnung kommt. Das eine Vorderbein ist korrekt im 90-Grad-Winkel abgelegt. Das ist auch eine Online-Schülerin von mir. Das andere Bein ist korrekt ganz gerade gestreckt. Das Pferd steht gleichmäßig, steht sicher, hat eine bewegliche Wirbelsäule, freut sich auf seinen Keks, könnte die Nase noch 2 Zentimeter mehr nach links nehmen, von ihm aus gesehen, dann wäre es ganz perfekt. Aber ich glaube, das ist schon ein wirklich ziemlich gutes Kompliment, was wir hier sehen. Diese Online-Schülerin ist die Sandra, die kommt dann auch gleich nochmal vor. Und sie hat zu mir gesagt, am Anfang der Online-Ausbildung, das lernt mein Pferd nie. Es ist ein einseitig blindes Pferd gewesen, es war extrem vorhandlastig, das neu. Es war extrem schief, dieses Pferd. Er war auch schon ein bisschen älter. Und sie hat gesagt, er lernt es nie. Und er hat sich wirklich schwer getan am Anfang, aber ich zeige euch dann auch gleich, was er nach einem Jahr gelernt hat. Gibt es übrigens auch ein Video dazu. Genau. Das Kompliment als die sogenannte Mutterlektion der Zirzensik mobilisiert im Endeffekt den ganzen Pferdekörper. Ja, also die Wirbelsäule wird durchmobilisiert, wenn es korrekt ausgeführt wird. Die Hanken werden geschmeidiger. Die Hanken sind die großen Gelenke der Hinterhand, also das Sprunggelenk, das Kniegelenk und eben auch das Hüftgelenk. Diese drei Gelenke arbeiten immer zusammen und die brauchen wir geschmeidig, um nicht nur sicher mit unseren Pferden zu reiten, sondern eben auch, um
das Pferd wirklich auch gesund zu erhalten. Ja? Und die zirzensische Gymnastik ist ein enormes Muskelaufbautraining, weil es sieht nicht so aus, aber diese Übungen sind wirklich anstrengend. Also es ist wirklich ein Maximalkrafttraining, nennen wir das in der Sportwissenschaft. Und hier nochmal ein Beispiel von einer Zirzensik Online Schülerin eingesendet. Also es ist ein Wallach. Ich glaube, man kann den Unterschied ganz gut sehen nach 3 Monaten. Also 3 Monate ist es. Von hier nach da kann man, glaube ich, ganz gut erkennen, wie krass der Muskelaufbau sein kann. Diese Schülerin hat wirklich regelmäßig geübt. Ich empfehle das auch. Also sie hat, glaube ich, so 5-mal die Woche geübt. Man muss nicht 5-mal die Woche üben, aber sie hat wirklich in erster Linie das geübt. Ja? Also wenn du mich fragst, Sigrid, man muss nicht immer ewig üben und man kann jetzt Zirzensik, das ist das Schöne, man kann es mit allem kombinieren. Man kann es mit der normalen Bodenarbeit kombinieren, man kann es mit Handarbeit kombinieren, man kann es vor oder auch nach dem Reiten machen, man kann es mit dem Longieren kombinieren. Aber tatsächlich, ich würde, wenn ich wählen könnte, wenn ihr sagt, okay, sag mir, wie oft ich es machen soll und ich mache es so oft, würde ich es 5-mal die Woche machen. Warum? Weil diese Bewegungsabläufe komplex sind. Und am Anfang ist es so, die meisten Pferde werden mit Komplement starten. Und am Anfang ist es so, dadurch, dass es so viele kleine, komplexe Bewegungsabläufe sind, ist es so, wie wenn ihr tanzen lernt. Wenn ihr alle 2 Wochen in den Tanzkurs geht und dann 1 Stunde tanzt, was glaubt ihr, wie lange braucht ihr, bis ihr richtig, richtig gute Tango-Tänzer seid? Was denkt ihr? Manche sind mehr talentiert, manche sind ein bisschen weniger talentiert. Ich gehöre wahrscheinlich zu ein bisschen weniger talentierten Tänzern, aber ich tanze gerne. 4 Jahre ewig. Okay, dauert, ja. Niemals. Ich bin Katrins Meinung, wenn ihr kein großes Talent seid, wenn ihr alle 2 Wochen 1 Stunde übt, ihr werdet nie richtig gut. Weil ihr gar nicht die Möglichkeit habt, wirklich, ich sage jetzt mal, eine gewisse Automatisation zu erlangen. Also es wird richtig schwer. Und im Endeffekt müsst ihr nicht ewig trainieren, genau Sigrid, man muss nicht immer hier eine volle Einheit machen, sondern man kann einfach sich eine Lektion oder eine Teilübung rausnehmen. Ich zeige euch dann gleich noch 2 Teilübungen, die könnt ihr dann auch schon mal üben. Ja? Und interessant ist einfach auch, dass man sieht, wie die Muskulatur einfach auch arbeitet. Und arbeiten bedeutet im positiven Sinne auch, der Stoffwechsel, die Durchblutung, aber auch die Lymphe, die Lymphbewegung angeregt wird. Das ist jetzt zum Beispiel ein ausrangiertes Springpferd, ehrlich gesagt in keinem guten Zustand, als er angefangen hat in der Zirzensik-Ausbildung, der sich aber unheimlich toll entwickelt hat. Auch hier gibt es Videos von ihm, vorher, nachher und so weiter. Ich kann die jetzt nicht alle zeigen, weil es dauert zu lange. Aber innerhalb von einer Einheit, ja, und das sind keine 30 Minuten gewesen. Ich hoffe, ihr könnt den Unterschied sehen. Er ist nicht künstlich aufgestellt, er hat sich selber so hingestellt. Also hier ist er deutlich mehr rückständig, was immer ein Zeichen für entweder eine Schonhaltung ist, für Schmerzen ist oder einfach für eine extreme Vorhandlastigkeit und damit schlechte Balance ist. Ja? Und wir sehen, glaube ich, schon den Unterschied. Klar ist er immer noch zu dünn und klar hat er immer noch zu wenig Muskulatur. Er ist, glaube ich, 22 oder so auf diesem Foto. Also er ist einfach auch schon ein bisschen älter. Und wie gesagt, er ist ein ausrangiertes Springpferd. Sie hat ihn vom Schlachter gerettet. Aber sie hat ganz, ganz viel mit ihm erreicht. Und selbst in einer Einheit, glaube ich, kann man schon ein bisschen einen Unterschied sehen. Und diese Geschmeidigkeit und diese einfach Anregung der Muskulatur und des Muskelstoffwechsels und auch der ganzen Flüssigkeiten im Körper sind eben das, was diesen positiven, ganzheitlichen Gesundheitseffekt ausmachen. Was ziemlich cool ist, ist, wir bringen den Pferden auch deutlich mehr Schulterfreiheit bei. Das kann man extrem erkennen, zum Beispiel bei meiner Isländerstute, die wirklich super veranlastig einfach von Natur aus war. Und sie bekommen einen ganz anderen Ausdruck. Ja? Also das finde ich immer ganz schön. Wenn ihr dressurmäßig arbeitet, könnt ihr auch ideal die Pferde dressurmäßig in Kombination mit der zirzensischen Gymnastik ausbilden. Beispielsweise habe ich dem Rufino die Piaffe auch hauptsächlich über Umwege über den spanischen Trab, die sogenannte gestreckte Passage gelernt.
Das hier ist spanischer Trab. Und wenn ihr wollt, ich zeige euch gerne am Ende nochmal ein Video für die, die es sehen wollen, wo ich eben spanischen Trab eben in der Freiarbeit auch zeige. Das ist ja jetzt auch frei. Und da macht er eine sogenannte gestreckte Passage oder spanischer Trab. Der spanische Trab ist die Fortführung von dem spanischen Schritt. Also es wird jetzt eine Gangart höher, aber ist im Endeffekt der gleiche Bewegungsablauf. Und daraus wiederum, wenn das Pferd das kann, dieser spanische Trab bisschen verkürzen zur Passage, und dann die Passage verkürzen, können wir in eine Piaffe kommen. Dieses Foto ist schon ein bisschen älter. Ich glaube, es ist so 4 Jahre alt oder so. Ich weiß es nicht, 3 Jahre mindestens auf jeden Fall. Und mittlerweile Piaffe da viel, viel besser. Und Trainer früher haben zu mir gesagt, dieses Pferd wird nie Piaffieren. Und mittlerweile Piaffiert das so gut, dass ich war jetzt dieses Jahr in der Hofreitschule in Bückeburg, um mich fortzubilden. Und es war so lustig, weil ich habe dann meine Handarbeit gezeigt. Also der Wolfgang, der sehr nett ist, also der Hofreitschulmeister, der kannte mich nicht. Und ich habe mich halt ganz normal als Sandra vorgestellt, weil ich bin die Sandra. Da muss man auch nicht mehr wissen. Ich bin einfach Schülerin, um zu lernen. Und habe mich halt vorgestellt, habe dann Handarbeit gezeigt. Habe dann eben Piaffe Passage, spanischen Trab gezeigt. Und es war so süß. Er ist total ausgerastet. Ich fand es so nett. Er war so applaudiert, so... Das ist ja jetzt wirklich hier, das ist ja ganz große Kunst. Das war so süß, ich werde es nie vergessen. Das hat mich so amüsiert. Aber ich habe mich mega gefreut, weil ich natürlich sehr, sehr viel, also einfach ohne Trainer selber mich mit meinen Pferden weiterentwickle, weil ich einfach keinen oder zu wenig Unterricht habe. Aber er hat sich einfach so gefreut, weil er gesagt hat, das sieht man ganz selten, dass jemand solche Lektionen ganz einfach, also ich muss auch nicht viel touchieren, ich habe ein inneres Bild und der Rufino macht es einfach auch gerne. Mittlerweile macht es wirklich gut. Und ja, das ist, wenn ihr an eure Pferde glaubt und nicht die Denkblockaden habt, die vielleicht euer Trainer hat. Weil, wie gesagt, die Trainer, die ich hatte, haben gesagt, dieses Pferd wird nie piaffieren, nur weil er einfach nicht talentiert war. Aber ich war kreativ genug zu überlegen, wie kann ich es ihm leichter machen. Ich habe spanischen Schritt entwickelt, das hat seine Balance gefördert, das hat eben die Schulterfreiheit, die es ja fürs richtige Piaffieren auch braucht, gefördert. Habe aus dem spanischen Schritt den spanischen Trab entwickelt, was ja die gestreckte Passage ist. Habe dann verkürzt aus diesem spanischen Trab zur richtigen Passage und habe dann aus der richtigen Passage verkürzt in Richtung erstmal natürlich nur halbe Tritte. Aber der Weg ist nicht bei jedem Pferd gleich. Und das ist das, was ich euch eben auch beibringen möchte, in all meinen Online-Ausbildungen zu verstehen. Jedes Pferd ist individuell und für jedes Pferd ist vielleicht ein anderer Weg der richtige und für dieses Pferd passendere. So, was es natürlich auch mit sich bringt, ist die Förderung des Selbstvertrauens, also gerade auch die sogenannten erhebenden Lektionen. Das ist alles, wo das Pferd sozusagen nach oben geht. Also im Sinne von aufs Podest steigt, das Bein in Richtung spanischen Schritt anhebt. Steigen ist natürlich die krasseste Form der erhebenden Lektionen. Alles, was zu Boden geht, alles, was sozusagen nach unten geht, wie Kompliment, Knien, Liegen, flaches Liegen, das sind alles Lektionen zu Boden. Das heißt, diese Lektionen fördern vor allem das Vertrauen mit dem Menschen und eben auch den Respekt vor dem Menschen. Weil nur wenn ein Pferd wirklich Respekt vor uns hat, wird es sich zum Beispiel so wie der Rufino mit mir auf der Pferde International komplett frei in der großen Arena vor vielen, vielen Menschen auch ablegen. Ja. Genau. Ja. Die Kommunikation wird verbessert. Und das ist vielleicht der allerwichtigste Punkt. Und das ist vielleicht der Punkt, der mir persönlich, ja, vielleicht auch am allermeisten am Herzen liegt. Weil alle Lektionen sind cool und ja, man kann mega Bilder damit machen. Und es ist beeindruckend natürlich auch für alle Stallkollegen und Kolleginnen, was die Pferde auf einmal alles für ein Repertoire an Lektionen können. Aber das, was mir am allerwichtigsten ist, ist diese Kommunikation zwischen Mensch und Pferd. Und wenn ich euch eins sagen darf, als Mensch, der seit seinem 6. Lebensjahr ungefähr ja, so viel Zeit wie wahrscheinlich niemand mit Pferden verbracht hat, weil ich habe meine ganze Kindheit ungefähr nonstop auf der Pferdekoppel verbracht. Erstmal auf fremden Pferdekoppeln, weil ich noch kein eigenes Pferd hatte, aber dann mit 9 auf den eigenen Pferdekoppeln.
Und ich habe immer beobachtet und ich habe immer versucht, die Pferde besser zu verstehen und ihre Mimik und ihre Gestik und so weiter, ihr Verhalten zu lesen. Und das, was wirklich, wirklich die zirzensische Online-Ausbildung ausmacht, und das ist das auch, was mich ganz klar von anderen Trainern unterscheidet, ist, du lernst hier wirklich dein Pferd aus der Tiefe deines Herzens und auch wirklich in allen Details zu lesen. Und erst wenn du das kannst, dann kannst du Estresur machen auf wirklich pferdefairem Niveau. Dann kannst du auch mit deinem Pferd, keine Ahnung, einen großen Springparcours machen. Ich habe da überhaupt nichts dagegen. Ich habe nichts gegen positive Leistung. Aber immer mit dem Pferd. Und mit dem Pferd bedeutet, dass wir wirklich verstehen, wenn das Pferd zum Beispiel sagt, ist mir heute viel zu heiß, kann heute nicht arbeiten. Weil das sagen die manchmal. Und das ist auch okay. Bei mir ist auch manchmal so heiß. Ich kann manchmal auch keinen Marathon laufen, weil es 35 Grad draußen hat, ja. Und das ist mir einfach so wichtig. Und ja, das sieht man auch in meinen Kundenbildern, glaube ich, dass die sich wirklich verstehen. Und dieses Bild hat nichts mit Zirzensik zu tun. Aber dieses Bild wäre nie entstanden, hätte ich nicht Zirzensik angefangen mit dem Rufino. Weil der Rufino war einfach so ein schiefes, extrem spezielles Pferd. Und das ist so lustig. Die Eva Wiemers hat zu mir gesagt, er wird es nicht lernen. Er wird kein Kompliment lernen, weil er hat sich so krass ungeschickt angestellt, weil er einfach so ultra schief war. Und da hatte sie wieder, versteht ihr, eine Blockade. Und ich habe gesagt, wieso soll er es nicht lernen? Er wird länger brauchen als andere Pferde. Es ist total okay. Aber wenn man es ihm wirklich kleinschrittig erklärt, wird er es lernen. Warum nicht? Und das war bei unserem ersten Schwimmausflug hier in Bayern. Und es war total witzig, weil ich war noch nie schwimmen mit meinen Pferden, weil bei uns in Österreich war das halt nie möglich. Und dann hatte ich einen Stall, wo man zu so einem Weiher hinreiten konnte. Und dann haben mich da mal ein paar Stallmädels mitgenommen. Und da waren einige schon in diesem Weiher. Und meine Pferde kannten das halt gar nicht. Und beide meine Pferde sind vertrauensvoll mit reingegangen. Der Rufino allerdings nur mit Schwimmhilfe. Er hat sich konstant an meiner Schulter festgehalten. Es war echt schwer, nicht unterzugehen. Viola hingegen war eigentlich ein ziemlich guter Freischwimmer. Schaut mal das Gesicht. Ist auch lustig. Könnt ihr sehen, wie sie es witzig findet. Aber es war lustig. Sie sind da rein. Der Rufino hat gesagt, oh Gott, ich sterbe. Und die Viola hat gesagt, so, oh, interessant, ich gehe einfach mal mit. Und es war überhaupt keine Skepsis, weil sie einfach zu 1000% mir vertraut haben. Auch wenn der Rufino gedacht hat, er stirbt. Er hat sich halt dann festgehalten. Aber das ist das Schöne. Zirzensi kann wirklich so ein Herzöffner sein und das ist das, was es wirklich bei ganz vielen Menschen auch war und das ist auch diese Feedbacks, die ganz, ganz viele eben ja, mir in Bildern, seht ihr, wie die zwei auch miteinander sprechen? Das ist so schön zu sehen, auch die sprechen miteinander. Pferde sprechen mit uns, wir müssen nur lernen, es zu verstehen. So, jetzt möchte ich euch aber zeigen, wie ihr anfangt. Ja, wie startet man jetzt eigentlich? Also ich wäre für eine 2-Minuten-Pipi-Pause. Wer ist noch auf meiner Mini-Maus-Blasenseite? Ja? Sehr gut, ich bin nicht alleine. Ich wusste, ich bin nicht alleine. Okay, wir machen 2-Minuten-Pause. Es ist 21.16 Uhr. Einmal kurz lüften, macht das Fenster auf. Es kommen jetzt die Videos. Also ihr müsst euch nochmal gut konzentrieren. Und genau, die keine Mini-Maus-Blase, Christine, bekommen haben, sondern die Deluxe-Version. Die müssen jetzt 2 Minuten warten, aber ich bin gleich wieder da. Okay? So.
So, ihr Lieben. So, also, zweite Runde dauert nicht so lange wie erste Runde, versprochen, okay? Liebe Fariba, das weiß ich noch nicht, ob das auf YouTube kommt, kann ich dir leider noch nicht sagen. Die Möglichkeit besteht, aber das kommt auch ein bisschen auf die Aufzeichnung und auch noch drauf auf andere Faktoren an. Kann ich nicht versprechen, leider. Heute ausnahmsweise einen Apfelsaft geleistet. Oh, wie schön, Tanja. Das ist ja cool in der Wanne. Da ist es entspannt. Da kann man auch gut Infos aufnehmen. So, ihr Lieben, wir machen weiter. Wenn es online geht, schicke ich eine Rundmail. Das mache ich vorüber. Du bist am Newsletter wahrscheinlich, gell? Genau, wenn es online geht, schicke ich eine Info raus. Wichtig ist, dass ihr meine E-Mail-Adresse info@sandrafenzel.com zu euren sicheren E-Mail-Kontakten hinzufügt, weil sonst kommen E-Mails oft auch gar nicht an. Also nicht mal im Spam-Ordner, die werden direkt sozusagen schon rejected. Also komme ich nicht mal in Spam-Ordner. Also das müsst ihr unbedingt machen, zum Adressbuch hinzufügen, meine E-Mail-Adresse info@sandrafenzel.com, okay? So, also Ausbildungspyramide möchte ich euch noch zeigen und dann zeige ich euch jetzt endlich die Übungen, wie ihr startet. Erstmal, das Erste, was wir wissen sollten, ist wichtige Grundsätze der Trainingsdidaktik. Da kann ich jetzt nicht so intensiv drauf eingehen. Ich habe euch ein paar Tipps schon gegeben. Genau. Zweitens, wenn wir mit Futterloop arbeiten und tatsächlich die zezenische Gymnastik ist eigentlich die einzige Trainingsform, wo ich das schon ein bisschen mehr mache. Aus dem Hintergrund, weil wir mit so einem Keks, wie ich sage, einfach sehr konkret zum Beispiel eine Nase ins Kompliment führen können. Ja, es geht auch ohne Futterloop. Ich habe auch immer wieder Online-Schüler, die es ganz ohne Kekse machen. Das geht auch. Es dauert einfach ein bisschen länger, ist aber total okay. Und ja, für manche Pferde, so wie ein bisschen verfressenerer Fiola-Typ zum Beispiel, ist ein Keks, muss man sagen, auch motivierend. Es ist ein Energieaustausch. Es ist eine anstrengende Maximalkraftübung, das Kompliment zum Beispiel. Und dafür kriege ich einen Energieausgleich in Form von einem Keks. Ja? Also, es muss nicht mit Keksen sein, es kann. Und jedes Pferd kann futterdiszipliniert Kekse fressen. Deswegen ist es eine wichtige Vorübung. Heute werde ich es nicht zeigen und erklären, aber jedes Pferd lernt es nach meiner wirklich tausendfach erprobten Methode. Okay? So, dann brauchen wir Bein-, Hals- und Rückenbeweglichkeit. Deswegen habe ich vorher gesagt, bei Reha-Pferden müssen wir immer so ein bisschen schauen. Es gibt super coole Übungen, wie wir mit wirklich kleinen Schritten die Bein-, Hals- und Rückenbeweglichkeit verbessern. Ich habe ganz viele Pferde in meinen Online-Ausbildungen, die leider auch schon vorgeschädigt sind, ja, Arthrosen haben, vielleicht eben auch schon Hufrollenproblematiken gezeigt haben, die vielleicht, ja, trageerschöpft sind. Alle Pferde haben bis jetzt super gute Ergebnisse gebracht. Ich hatte Pferde, die komplett unreitbar waren, die wieder voll reitbar auch im Galopp geworden sind. Ich sage nicht, dass es mit jedem Pferd möglich ist, aber ich sage, dass es sehr, sehr viele gibt, wo es schon der Fall war. Nichtsdestotrotz ist es mir immer ganz wichtig und deswegen sage ich es auch immer ganz ehrlich dazu. Wenn du Zweifel hast, schick mir eine E-Mail, schickt mir ein kleines Video, ich schaue mir das gerne an und es muss immer auch vom Tierarzt nochmal vor Ort vielleicht abgeklärt werden. Aber wie gesagt, wenn wir zezenische Gymnastik wirklich richtig machen, im Sinne einer Eva Wiemers, im Sinne einer Sandra Fenzel, gesundheitsfördernd, in kleinen Schritten, ohne Gewalt, ohne irgendwelche Knebel und was weiß ich was für Werkzeuge, dann wird es sich positiv auf die Gesundheit des Pferdes auswirken, ja. Freies Stehen ist auch eine wichtige Vorübung. Da gibt es einen Podcast dazu. Das könnt ihr euch mal anhören. Da sage ich zumindest also über die Audiospur so im Groben, wie das geht. Boden- und Körperarbeit. Also Bodenarbeit ist eine Voraussetzung für Zezensing. Wenn Bodenarbeit nicht funktioniert, wird Zezensing einfach noch schwieriger. Ja? Und dann kommen die Vorübungen zum Kompliment. Da möchte ich euch eben heute die wichtigste zeigen, nämlich das sogenannte Aufstellen.
Und ich will euch auch eine Übung zeigen, die vor allem Rückenbeweglichkeit und auch Hankengeschmeidigkeit verbessert. Also hier lernt ihr zwei wichtige Übungen, ja. Weil ich kann euch nicht alles in so einem Gratis-Webinar beibringen, das reicht einfach die Zeit auch nicht. Aber hier habt ihr zwei ganz wichtige Übungen. Wenn die schon mal gut sitzen, dann geht sozusagen das Kompliment und auch zum Beispiel Podestarbeit geht praktisch von alleine dann, ja. Also es sind einfach zwei wichtige Übungen. Genau, das heißt, wenn die Vorübungen gut klappen, dann kann das Kompliment von Anfang an auch nur gut sein. Gleiche Stufe ist die Podestarbeit, ja, also das können wir theoretisch auch parallel üben, wir können auch eins nach dem anderen üben, aber das geht auch parallel. Und dann auf der nächsten Stufe kommen dann eben das Thema Liegen und das Thema Knien. Zum Liegen gibt es viele verschiedene Möglichkeiten, die ich auch alle zeige. Online-Schüler lernen alle das Liegen, wenn sie es nach meiner Methode machen. Ich gebe ja auch Feedback, ich gebe Tipps zu jedem Pferd. Hat bis jetzt immer funktioniert, wenn man es einfach auch regelmäßig übt. Also funktioniert immer. Und bei manchen Pferden geht es schneller und bei manchen braucht es ein bisschen länger. Genau, dann gibt es den spanischen Gruß. Das heißt, die Pferde heben nur das Bein, stehen aber. Das ist auch eine eigene Lektion, die ich aber speziell in der Anfangsphase nicht exzessiv üben würde, weil sonst tun sich die Pferde schwer mit dem gleichmäßigen Gehen im spanischen Schritt dann. Ja. Also spanischer Schritt ist sozusagen die Entwicklung aus dem spanischen Gruß. Aber ganz wichtig, wir üben das nicht sehr lange, sondern wenn das Pferd die Idee hat, gehen wir sofort in den spanischen Schritt, weil sonst passiert das, was ihr bei 97% aller spanischen Schritte sehen werdet, dass die Hinterhand nicht mitkommt, dass es keinen Rhythmus gibt, dass das Pferd eben auch wieder die Beine sehr an den Boden rammt. Wenn der spanische Schritt wirklich gut funktioniert, können wir weitergehen zur gestreckten Passage, also zum spanischen Trab und beziehungsweise auch zur gerittenen Zirzensik. Also natürlich am Boden ist es immer erstmal die Voraussetzung, dass das alles funktioniert. Und wenn das am Boden gut funktioniert, dann können wir in weiterer Folge die gerittene Zirzensik machen. Auch das lernt ihr in meiner Online-Ausbildung, wer gerne in meiner Online-Ausbildung sein möchte. Also, das Kompliment ist die Mutterübung der zirzensischen Gymnastik. In 99% der Fällen starte ich mit dieser Übung. Ihr seht sie hier, das ist das Kompliment. Das ist auch ein Pferd bei mir zu Hause. Und das Kompliment ist deswegen so wertvoll, weil es dem Pferd einerseits ganz viele Abläufe, aber zum Beispiel auch Futterdisziplin beibringt und andererseits eine Übung ist, die, ich sage jetzt mal, wirklich respekt- und vertrauensfördernd ist. Und das ist sehr wichtig, bevor wir an spanischen Schritt steigen, keine Ahnung, was alles denken, ist es wichtig, dass wir wirklich eine gute Basis und Beziehung mit den Pferden haben. Ja? So, also wir haben schon drüber gesprochen, ruhiges Stehen ist wichtig, Futterdisziplin, gerade Hand-Target-Übungen, die zeige ich jetzt auch nicht, aber das wäre auch noch eine Voraussetzung. Und dann eben nächste Stufe ist das Aufstellen und Bein anheben. Ich möchte euch jetzt ein Video zeigen, wobei ich überlege gerade, nee, ich zeige euch kurz noch ein anderes Video, da könnt ihr den Ablauf nochmal von dem Kompliment sehen. Ja, ich zeige euch mal ein kurzes Feedback von jemand aus meiner Online-Ausbildung. Ist schon ein bisschen älter. Das Video aber ändert sich ja nichts. Rainy und ich haben uns einfach von der ersten Minute an super, super wohlgefühlt. Ich bin total begeistert und emotional wirklich zutiefst berührt. Sandra macht ihren Job mit so einer faszinierenden Leidenschaft, gepaart mit enormem Wissen. Du fühlst dich einfach immer und zu jeder Zeit perfekt begleitet. Die Offenheit der Teilnehmer in der geschlossenen Facebook-Gruppe, welche mittlerweile auch zu so einer richtigen Gemeinschaft zusammengewachsen ist und deren Energie dich so weit voranbringt, das ist einfach nur der absolute Wahnsinn. Und ja, alle Ausbildungen von Sandra funktionieren online, weil sie sich einfach so super viel Zeit nimmt und Mühe gibt, auf jeden Einzelnen einzugehen und verschiedene Lösungen aufzuzeigen. Vielen, vielen Dank dafür. Wir haben einfach so super viel gelernt, nicht nur über die zirzensische Gymnastik, sondern auch so super viel über die eigene Körpersprache und die des Pferdes. Ich verlasse den Zirzensik-Online-Kurs von Sandra mit einem Gefühl von Glück, Stolz und auch ziemlicher Vorfreude auf das, was kommen wird, was wir lernen werden und vor allem, wie wir uns jeden Tag ein Stück besser machen können. Das wird mit Sicherheit auch nicht der letzte Online-Kurs bei Sandra gewesen sein. Du musst wirklich keinen Funken Zweifel haben, dass eine Online-Ausbildung nicht funktionieren könnte.
Im Gegenteil, du wirst intensiver lernen als beim Kurs vor Ort, weil die meisten Fragen ergeben sich nun mal erst zu Hause, wenn man in Ruhe übt, und die kannst du eben bei diesem Online-Kurs zu jeder Zeit per Video, Bild oder Text an Sandra schicken. Und mit Garantie bekommst du unfassbar großartigen Input. Du lernst in einer Geschwindigkeit und musst dir niemals Stress oder Druck machen, denn die Videos und Live-Webinare bleiben einfach für immer erhalten. In Dankbarkeit, Lina und Rainy. Ja. Genau, ich wollte euch eigentlich das Aufstellen mit diesem Video zeigen, damit ihr eine Idee habt, wie das ausschauen soll. Und jetzt zeige ich euch sozusagen das Lehrvideo dazu. Und das ist jetzt ein Video aus meiner Online-Ausbildung. Ich habe das ehrlich gesagt, ich habe es irgendwie nicht ins Büro geschafft. Jetzt habe ich das einfach, aber das macht nichts. Dann könnt ihr mal so ein bisschen den Aufbau sehen. Ich habe das aus meiner Handy-App raus abgefilmt. Und es ist nur eine kurze Sequenz aus einem Video. Damit ihr so ein bisschen versteht, wie meine Online-Ausbildungen aufgebaut sind, das ist alles modular. Das ist immer sozusagen in einem ganz eindeutigen Konzept und roten Faden aufgebaut. Also es gibt eben ganz klaren Ablauf, wo ihr anfangt und dann arbeitet ihr das so durch. Es gibt immer PDFs und so weiter. Ich zeige euch da auch ganz ein bisschen was dazu. Und ganz wichtiger Punkt, es gibt immer verschiedenste Pferde. Und ich zeige es auch immer mit Pferden, alle Übungen, die es gar nicht können. Und das ist jetzt ein Jungpferd. Dieser Ausschnitt aus diesem Video ist jetzt ein Jungpferd. Und dieses Jungpferd ist nicht sehr geduldig, was auch okay ist, weil es ist ein Jungpferd, der ist 4 Jahre alt, der kann eigentlich nur nichts, also nicht viel. Sieht man auch an seinem Körper. Und es ist ein kleiner Freiberger. Und ja, schaut euch mal den Videoausschnitt an. Ich mache einmal kurz Stopp. Die erste Übung, die ich euch zeige, also da gibt es auch ein extra Video nochmal dazu, ist nicht das Einzige, was ihr dazu lernt in meiner Online-Ausbildung, die sogenannte Balance-Übung der der Ziehharmonika. Machen wir mal kurz meinen Stopsel rein. Genau, also die Balance-Übung der Ziehharmonika zeige ich euch am Anfang. Ihr seht immer so ein bisschen, wie das ausschaut. Das ist jetzt eben die Handy-App, deswegen ist das alles im Buchformat. Hier seht ihr so ein bisschen die Module. Also es gibt eben so Futterdisziplin, Handtage, das sind so Vorübungen. Es gibt immer auch PDFs, Zusammenfassungen, Checklisten. Also es ist wirklich alles ganz genau, ganz kleinschrittig erklärt. In Videos, aber eben auch in so Zusammenfassungen mit Fotos und Fotostrecken. Da ist ja wirklich Schritt für Schritt den Ablauf auch für euch ganz genau verstehen können. Und das könnt ihr natürlich auch alles ausdrucken. Es gibt auch Übungen für uns Menschen, also Trockenübungen und ja, auch so Specials wie jetzt zum Beispiel die Zirzensik, die Schiefe verbessert und so weiter, Fragen, Sessions. Dann habe ich nochmal so ein paar Webinare zusammengeschnitten aus den vorherigen Ausbildungen. Die gab es ja jetzt schon 5-mal. Und hier zeige ich euch einfach mal so ein... Von den Hinterbeinen her ist zu viel. Wir wollen... Hier zeige ich euch zum Beispiel nochmal so einen kleinen Ausschnitt aus einem Blickschulungsvideo. Also auch das mache ich immer wieder, wo ich einfach nochmal Teilnehmervideos oder auch Fotos analysiere. Es gibt auch Eselchens in meinen Online-Ausbildungen. Und es geht jetzt eben um das Thema des Aufstellens. Eine ganz wichtige Übung. Das Aufstellen bedeutet also, dass die Vorderbeine nach vorne rausgestellt werden. Und das hat den Hintergrund, wenn wir das Aufstellen nicht machen und die Pferde ins Kompliment bringen, dann werden die in den meisten Fällen das sogenannte Standbein schief belassen, also abknicken. Und das ist nicht gesund. Und um das zu vermeiden, machen wir das Aufstellen. Das Aufstellen ist eine Übung, die aber auch gymnastisch wertvoll ist und die vor allem auch die Beidhändigkeit extrem fördert und damit auch die Schiefe schon wunderbar korrigiert und auch ein bisschen zutage bringt. Also einfach mal ein kleiner Einblick in meine Online-Ausbildung, dass ihr so ein bisschen seht eben, wie funktioniert das. Wir wollen ja eigentlich in erster Linie die Vorderbeine rausstellen. Hier ist es jetzt eher so, dass die Hinterbeine rausstehen und die Vorderbeine gar nicht so stark. Hinten kann auch wieder ein Signal kurz zurückschieben. Moment. Strecken. Nee. Wir wollen ja eigentlich in erster Linie die Vorderbeine rausstellen. Hier ist es jetzt eher so, dass die Hinterbeine rausstehen und die Vorderbeine gar nicht so stark gestreckt sind. Ich zeige. Und vorne links eben eine Hufbreite weiter vorne und dann wäre das richtig aufgestellt. Ja? Okay. Damit hat vorne links Platz, um ins Kompliment zu gehen
Und dann würde uns eigentlich nur vorne rechts aufzustellen reichen. Also wie gesagt, wir müssen nicht immer alle Beine so extrem überstrecken. So, das war jetzt nur ein kurzer Einblick, dass ihr mal so ein bisschen seht, wie ist das. Also wir schauen uns jetzt zwei Lektionen an. Einmal die Ziehharmonika, die Mobilisation der Wirbelsäule. Und rennt oder reinfällt, auch mit dem Kopf, dann schiebe ich immer die Pferde erstmal nochmal zurück. Bei mir ist es wichtig, dass die Pferde auch in dieser Lektion Respekt haben und verstehen, ich bewege das Pferd und nicht das Pferd bewegt mich. Und dass sie auch verstehen, dass sie nicht einfach wie eine Lawine über mich drüber rollen dürfen. Im Zweifel lieber auch nochmal neu anfangen, das Pferd rückwärts richten, dass einfach der gewisse Respekt auch da ist. Genau, und generell ist es so, dass es jetzt nicht so schlimm ist, wenn das Pferd jetzt nicht perfekt steht. Also es muss jetzt nicht geschlossen stehen, um mit dem Aufstellen zu beginnen. Aber natürlich, wenn es jetzt extrem zusammensteht, zufällig gerade, dann würde ich einfach back das Pferd vielleicht nochmal ein, zwei Schritte zurückstellen, brav, um vielleicht da eine bessere Ausgangsposition zu haben. Oder wenn das Pferd das Pferd eben mit den Vorderbeinen so ein bisschen lustig steht. Das kann auch mal passieren. Zum Beispiel bei ihm passiert das auch manchmal, weil er halt einfach noch nicht so balanciert ist, weil er noch jung ist. Zum Beispiel jetzt steht er so ein bisschen schief. Dann kann man eben auch noch mal, hör auf jetzt, hör auf. Kann man ihn einfach noch mal kurz zurückschieben. Weg. Brav, okay. Dass er zumindest einigermaßen passabel steht. So, ich denke, wir nehmen die Kamera noch mal ein bisschen mehr auf die Seite. Hör auf. Hans, jetzt hör mal auf, da immer vorzuschieben. Wie gesagt, es ist ganz wichtig, diese Lektion auch schon wirklich als Lektion zu sehen und nicht als nervige Vorübung, weil das Pferd eben erzieherisch wertvoll gearbeitet wird und auch gymnastisch wertvoll. Gerade dieses Schieben, ich zeige das nochmal in den Rücken rein, ja, brav, ja. Da sieht man, wie sich wirklich der ganze Rücken bewegt. Scht. Brav. Und auch die Hanken. Ja. Also das kann man wirklich auch als eigene Übung wieder sehen. Ich nenne das Ziehharmonika, weil es im Endeffekt wie bei, brav, bei einer Ziehharmonika den Rücken auch nein sozusagen zusammenschiebt und wieder auseinander. Also man kann das wirklich auch als Übung üben, ohne dass das Pferd einen Schritt macht. Das ist sozusagen auch ein bisschen die Vorbereitung, brav, für den Schulhalt. Brav, okay. Ja. Er kann das jetzt noch nicht, weil er hat es noch nie gemacht in dem Sinn. Brav, aber er kaut schon mal ab. Also es schadet auf jeden Fall nicht. Ein ganz leichter Zug nach vorne. Brav. Und wieder nach hinten ins Genick. Brav, okay. Das ist jetzt wirklich nur ganz kurz gezeigt. Ja. Aber wie gesagt, diese Rückenmobilisationsübung. Brav. Ohne einen Schritt zu machen. Brav. Kann man natürlich auch in die Vorübungen, in das Aufstellen des Kompliments mit reinnehmen. So, generell stehe ich meistens so ein bisschen in Schrittstellung, so wie jetzt, ja, weil auch hier, das ist eine schlechtere Stellung. Also das eine ist jetzt eben praktisch die Ziehharmonika. Die Ziehharmonika bedeutet, dass wir hier in den Kapzaum, wenn wir haben, oder auch am Halfter, aber Kapzaum würde besser gehen, ein Aufwärts-Arim machen. Das heißt, wir schieben so ein bisschen da rein. Und dadurch balanciert das Pferd sozusagen nach hinten. Und diesen Effekt sehen wir auch in der Hinterhand. Das ist sozusagen die Vorübung vom Schulhalt. Genau. Wenn ihr Probleme habt, die Videos zu sehen, dann liegt es an eurer Internetverbindung. Also alle anderen können es sehen. Bei mir läuft es auch ganz normal. Ich kann da leider nichts dafür. Natürlich auch, wenn du mit dem Laptop, Sarah, drin bist, wenn die Internetverbindung schlecht ist, dann funktioniert es trotzdem nicht. Das ist das, was ich am Anfang gesagt habe. Wenn ich Videos streame, braucht es einfach viel Bandbreite. Deswegen hatte ich ja extra auch nochmal so eine Technik-Tipp-E-Mail ausgeschickt. Das tut mir jetzt leid, aber das ist leider jetzt nicht technisch von unserer Seite geschuldet. Das heißt, diese Übung ist auch für ältere Pferde super gut oder vielleicht auch für Pferde, die ein bisschen steifer sind. Damit können wir wirklich die Wirbelsäule mobilisieren, die Hinterhand mobilisieren und die Pferde insgesamt auch in ihrer Beweglichkeit unterstützen. Das ist eine schlechtere Statik, das ist noch...
um das eben gleich so im Ansatz zu eliminieren. So, jetzt schauen wir mal, ob wir den mal nach vorne kriegen. Ich probiere jetzt mal vorne rechts, weil der steht weiter hinten. Generell ist es fürs Pferd am Anfang leichter zu verstehen, das Vorderbein vorzusetzen, was weiter hinten steht. Also hinschauen, frontal auf die Röhre, hinzeigen, Kontakt vor. Brav, okay. Also ich verwende auch hier ein Wort. Vor ist das Wort, ein Gärtensignal eben, habe ich gerade schon erklärt. Und eben auch mein Blick und damit auch mein Körper helfen dem Pferd langfristig schnell zu verstehen, was es machen soll. Ich nehme den gleichen. Also wie ihr seht, ich nehme das Pferd meistens ziemlich kurz am Kappzaum, also direkt an der Nase. Und das ist auch eine gute Idee, weil ich so viel konkreter das Pferd in seiner Balance und natürlich auch in seiner Genickposition und so weiter korrigieren kann, wenn es Fehler macht. Und das ist, wie gesagt, ein junges Pferd. Er macht es überhaupt, glaube ich, zum allerersten Mal an diesem Tag. Er ist auch nicht von mir trainiert, deswegen hat er ehrlich gesagt auch keine Grunderziehung. Aber deswegen ist es immer wertvoll, es an solchen Pferden zu sehen, die es gar nicht können, weil alle Fehler, die er macht, die könnten vielleicht eure Pferde auch machen. Und insofern seht ihr dann eben die Korrekturen. Schaut mal, wie ich stehe. Ich nenne das immer Lichtkegel an. Wenn Pferde so drücken, stelle ich mir immer vor, dass ich aus meinem Solarplexus, aus meinem Bauchnabel so ein Boom Scheinwerfer anmache und das hält die Pferde zumindest etwas besser von mir auf Distanz. Weil er ist ein bisschen frech, er geht immer wieder so in meinen Individualabstand, in meinen Raum und achtet mal drauf, wie ich relativ konkret immer stehe und das mit meinem Körper auch ausdrücke, dass er Abstand halten soll. So. Ihn jetzt natürlich noch schwer, weil er ein junges Pferd ist. Das heißt, er muss das erst richtig lernen. Aber nicht so in den Menschen reinschieben. Brav, okay. Wichtig ist eben immer, das zu bestärken, wenn er es richtig macht. Vor. Komm, Hans, konzentrieren. Oben bleiben. Brav, okay. Sehr gut. Fein, ja, jetzt hat er das sehr schön gemacht, ja. So brav, feiner Hans, so brav. Okay, schön oben bleiben, ja. Und man sieht, er ist noch sehr voranlastig, er ist ein junges Pferd, er fällt dauernd nach unten. Ich versuche hier immer wieder ein bisschen nach oben zu schieben, ja, dass er auch lernt, aufgerichtet zu stehen. Fürs junge Pferd natürlich nicht einfach, für manche erwachsenen Pferde auch nicht einfach. Aber das ist eben auch wichtig, das ist auch eine gymnastisch wertvolle Sache, dass die Pferde überhaupt mal aufgerichtet stehen und nicht den Hals immer komplett am Boden hängen haben, ja. Und wieder vor. Brav, sehr gut, okay. Jetzt hat er den zurückgezogen, jetzt hole ich deswegen genau den gleichen nochmal vor. Vor, nee, vor. Nicht so wild. Vor, brav. Vor, brav. Brav, jetzt, nein. Okay, also man sieht, er reagiert ein bisschen stark auf die Gerte. Das heißt, ich versuche jetzt eher mal mit Zeigen zu arbeiten. Vor, brav, brav, brav. Wenn das Pferd jetzt zu viel scharrt, kann man auch mit leichtem Zug nach vorne eben dieses Scharren, das Scharren wieder auflösen, weil die Pferde im Endeffekt so ein bisschen aus der Balance gehen. Ja? Aber generell Scharren ist eben nicht erwünscht. Deswegen versuche ich ihm auch zu sagen, dass er das nicht machen soll. Und eben Rumgegurke ist eigentlich auch nicht erwünscht, aber er ist schon ein bisschen mit seiner Geduld am Ende, ja. Vor, den anderen vor Hans. Brav, super gemacht. So brav, ja so brav, ja fein. Gut gemacht, ne? Der war ja super. Oben bleiben. Brav, sehr gut. Den anderen vor. Jetzt überlegst du. Vor. Brav, super gut, okay. Und jetzt hat er es so schön gemacht, da darf er jetzt auch mal einen Keks dafür haben, wenn man es rauskriegen würde. Gut gemacht, sehr, sehr gut. Braver Bubi. Na, so fein. Okay, also jetzt würde er im Endeffekt schon relativ gut stehen. Dadurch, dass er lange Beine hat, würde ich jetzt noch ein bisschen vorne rechts vorholen. Vor, brav, brav, okay. So, okay. Das war jetzt einfach mal ein kleiner Ausschnitt und
Was ich euch eben zeigen wollte, ist diese zwei Übungen, eben diese Ziehharmonika, wie ihr wirklich die Beweglichkeit eures Pferdes schon mal verbessern könnt, weil das brauchen wir natürlich fürs Kompliment, das brauchen wir für alle Zirzensik-Lektionen, das brauchen wir aber auch für gesundes Reiten. Und die zweite Übung, das Aufstellen, ja. Und ich habe jetzt ganz bewusst auch ein Video genommen, wo das Pferd es nicht so gut macht, damit ihr einfach wirklich auch seht, wie korrigiere ich das. Wichtig ist natürlich immer an der Ruhe zu bleiben und wichtig ist auch, man sieht am Ende, er wird auch ruhiger und er kriegt relativ schnell schon die Idee, was er zu tun hat. Also er richtet sich auch ein bisschen mehr auf, nachdem ich ihn ein paar Mal korrigiert habe. Und wichtig ist eben, immer sofort zu bestätigen, wenn er was gut oder richtig macht. Ja, das ist eben ganz essentiell, nicht nur bei einem jungen Pferd, sondern auch bei einem erwachsenen Pferd, dass wir sofort sagen, das war gut und das war nicht so gut. Wer kann sich vorstellen, dass ihr das online von mir lernen könntet? Also ihr habt jetzt nur einen ganz kleinen Ausschnitt gehabt, aber wer kann sich vorstellen, dass wenn ihr mehrere Videos mit verschiedenen Pferden habt, inklusive Unterrichtsvideos, dass das funktionieren könnte? Ja, da können Sie sich schon vorstellen. So, also ihr Lieben, die meisten kennen das auch. Ich mache immer Webinare und versuche euch natürlich Videos und Inhalte und Übungen mitzugeben und Tipps zu geben und auch vielleicht so ein bisschen die Augen für vielleicht auch neue Aspekte im Pferdetraining zu öffnen. Und in manchen Webinaren, und das ist auch heute der Fall, möchte ich euch gerne eine Online-Ausbildung anbieten. Und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr jetzt noch 10 Minuten Zeit habt, weil ich habe mir, weil es Weihnachten ist in einer Woche, was ganz Besonderes überlegt. Und es wird diese Art der Ausbildung auch nicht mehr in dieser Form geben. Da bin ich mir ziemlich sicher. Deswegen freue ich mich, wenn ihr noch ein bisschen mit dran bleibt. Aber ist auch okay, wenn ihr sagt, das war jetzt interessant, ihr wollt jetzt erstmal diese Übungen machen, ist auch total okay für mich. Aber ich würde euch gerne noch eine Sache zeigen und es gibt auch noch ein kleines Gewinnspiel und auch noch eine Überraschung am Ende. Wenn du sagst, du möchtest jetzt wirklich ganzheitlich diese Art der zirzensischen Gymnastik von mir lernen und eben damit vielleicht auch dein Wintertraining extrem aufpeppen und extrem abwechslungsreich sozusagen gestalten, dann würde ich mich freuen, wenn ich dich unter meine ganzheitlichen Fittiche nehmen darf. Warum ich? Ich glaube, die Leute, die mich länger kennen, wirklich ganzheitliche Pferdeexpertise. Ich habe, wie gesagt, Pferde gezüchtet. Ich bin mit Pferden groß geworden. Ich glaube, alle Reittrainer dieser Welt ungefähr ausprobiert. Also ich bin wirklich international auch bei verschiedensten Leuten geritten. Ich reite eben bis zur hohen Schule. Ich unterrichte auch bis zur hohen Schule. Ich springe auch für mein Leben gern nicht so hoch, also L-Springen. Ich bilde alle meine Pferde selber aus. Also alles, was sie können, können sie von mir. Und ich versuche wirklich immer so dieses ganzheitliche Wissen in jede meiner Online-Ausbildung reinzubringen. Und ich bilde mich auch selber immer weiter fort. Und das nicht nur im Pferdebereich, sondern auch sozusagen, wie ich unterrichte oder auch, wie ich euch mental stärken kann. Weil das ist ein ganz wichtiger Punkt, die inneren Bilder, die ihr im Kopf habt, die werden eure Pferde leben und spiegeln. Ja? Ich bin der erste Online-Coach für Pferdeleute. Ich habe 2014 mit diesem Thema begonnen und habe jetzt fast über 10 Jahre wirklich dieses Thema, wie ich glaube, ziemlich perfektioniert. Ich gebe immer all mein Wissen weiter und es gibt immer eine ganz konkrete Schritt-für-Schritt-Anleitung. Ja? Egal, ob es jetzt eine Online-Ausbildung in zirzensischer Gymnastik ist, ob sicheres Verladen online ist, das funktioniert auch hervorragend, auch wenn man sich das vielleicht noch weniger vorstellen kann. Aber es funktioniert zu 1000%. Egal, ob es jetzt das Anreiten eines jungen Pferdes ist oder ob es wirklich die Dressur, die weiterführende Dressur bis zur hohen Schule ist. Es gibt ein ganz klares Konzept, das aber immer individuell und pferdefair ist. Und es ist immer ein Konglomerat aus verschiedenen Inhalten, Videos, PDF-Zusammenfassungen, Audiospuren auch, Checklisten und eben auch verschiedenen Arten von Videos. Ja, also es gibt Unterrichtsvideos, es gibt Demo-Videos, es gibt eben auch so Blickschulungs-Videos, wie ich es gerade vorher gezeigt habe. Also es ist sehr, sehr abwechslungsreich. Und im Endeffekt, was ihr bekommt, ist wirklich ein umfassendes Lehrvideomaterial, also in
wie ich glaube, eine der modernsten Lernplattformen, die es im Moment auf dem Markt gibt. Ich habe eine eigene Sandra Fenzel-App programmieren lassen. Also ich habe wirklich richtig Geld auch investiert, dass ihr möglichst komfortabel lernen könnt. Diese App funktioniert auch ohne Internet. Man kann sich die Inhalte downloaden, zu Hause zum Beispiel, und dann eben alle PDFs, Checklisten, aber auch alle Videos am Stall ohne Internet anschauen. Man kann alles abhaken. Es ist wirklich super übersichtlich. Und genau, es gibt eine geschlossene Facebook-Gruppe in der Silver Edition. Es gibt Live-Webinare, wo ihr auch Trainingsvideos gegen kleines Geld einschicken könnt und damit nochmal intensiver von mir lernen könnt mit direktem Feedback zu euren Lektionen, zu eurem Pferd, zum Training. Und es gibt auch nur da für wirklich günstiges Geld aktives Gesundheitscoaching. Ja, also ihr könnt auch Videos, wenn ihr ein gesundheitliches Thema oder Frage habt, könnt ihr auch dazu ein Video einschicken. Ja, genau. Also, ich habe sie vorher schon erwähnt, das ist die Sandra mit dem halbblinden Snoy, also er hat nur ein Auge mehr. Und wenn du denkst, dein Pferd oder vielleicht auch du kann das nicht online lernen, dann geht es dir genau gleich wie der Sandra und dem Snoy. Beide haben gedacht, sie können es nicht. Bei beiden habe ich wirklich auch in die mentalen inneren Bilder investiert und sie haben in einem Jahr ganz, ganz viel gelernt. Der spanische Schritt ist sicherlich noch nicht perfekt, aber sie haben Podest gelernt, sie haben wirklich auch schon die guten Anfänge des spanischen Schrittes gelernt. Das Pferd war sehr vorhandlastig und sehr schief. Sie haben Ablegen gelernt, sie haben ein wunderschönes Kompliment gelernt und ich glaube, sie sind wirklich auch sehr, sehr fröhlich und freudig aus dieser Online-Ausbildung rausgegangen. Ja, also auf jeden Fall hat sie mir das, wie wir uns persönlich auf einer Messe mal getroffen haben, so total süß überreicht. Das ist praktisch so ein Bild, eine ganze Collage, die sie für mich gebastelt hat, total süß. Und die Sandra ist zum Beispiel auch auf der Website als Video. Da könnt ihr den Snoy auch in Bewegung erleben. Und jeder, der wirklich meinem System, diesem roten Faden folgt, kann das auch erreichen. Ob es in einem Jahr ist oder in einem halben Jahr oder in 3 Monaten oder in 2 Jahren, kann ich euch nicht sagen, weil jedes Pferd anders ist. Und was ihr lernt, ist eben einerseits wirklich ganz, ganz viel auch über Training, also auch Trainingsdidaktik. Ihr bekommt ganz viel Wissen über ganzheitliche Gesundheit. Ihr bekommt aber auch wirklich konkrete Tipps, wie man richtige Hilfen gibt, zum Beispiel mit der Gerte. Ihr habt vertrauensfördernde Bodenarbeit, ihr habt gymnastizierende Bodenarbeit, ihr habt eben Zirzensik, alle wichtigen Lektionen und eben auch die gerittene Zirzensik. Und ich habe noch ein paar Specials für euch. Es gibt eben Bonusmaterial, einerseits eben nochmal ein eigenes Video zur Übung der Ziehharmonika, wo ich das ganz genau zeige. Andererseits eine witzige Übung, das Kreative wollen wir auch ein bisschen fördern. Oder das ist auch eine gute Übung im Winter, wenn ihr mal nicht so trainieren könnt, weil der Platz nicht so gut ist oder wenn das Pferd mal Boxenruhe hat, dann kann man auch diese Übung wie zum Beispiel das Teppichrollen für den Kopf und für die geistige kreative Förderung des Pferdes nutzen. Es gibt das TCM-Pferdetypenlehre-Seminar als Bonus. Ich verwende das immer sehr, sehr gerne als Bonus, weil es einfach so ein super wichtiges Seminar ist. Und weil das viele schon haben, und da gibt es manchmal so, es ist ein Bonus, das heißt, ich habe es nicht berechnet in dem Preis, aber weil das einfach viele schon haben, das weiß ich, gibt es auch noch einen extra Bonus. Also könnt ihr sozusagen TCM-Lehre in eurem Kopf als Bonus, die es schon haben, einfach streichen. Dann ist für euch der dritte Bonus. Und das gibt es nur hier in dieser Online-Ausbildung. Ein ganz, ganz großer Massageblock in Theorie und Praxis, was euch mit Garantie mega gut gefallen wird. Es ist so, so ein cooles Online-Seminar, allein dieses Massage-Online-Seminar. Und ich kriege immer positive Rückmeldungen von Männern auch, wo die Frauen einfach üben. So wie ich das auch empfehle. Wir zeigen das Mensch zu Mensch und dann können sie erstmal am Mann üben oder umgekehrt. Und ja, genau. Es gibt ein Bonusmodul, das ist sozusagen auch nicht berechnet, wo es eben Anatomie, Biomechanik, Blickschulung und so weiter gibt. Ihr seid, wie gesagt, in einer sehr, sehr modernen Lernoberfläche, inklusive kostenloser Sandra Fenzel Pferdewissen-App. Könnt alles eben auch ohne Internet anschauen. Und ja, ich will euch mal ganz kurz zeigen, was der eigentliche Wert ist, wenn man jetzt sagt, wenn man mal die Kosten von so einer App umlegt, allein schon, was die Programmierung kostet und dann eben auch die weitere Instandhaltung, die muss ja mal abgedatet werden und diese ganzen, oh, so kompliziert ehrlich gesagt, diese ganzen Fees bei Google und so weiter, bei Apple, aber egal.
Genau, es gibt ein Bonusmodul, was extrem lehrreich ist. Das ist eigentlich ein Wochenendkurs, kann man sagen. Es gibt allgemeine Trainingsinhalte, Bodenarbeitsinhalte. Es gibt Gesundheitswissen, was elementar ist. Es gibt Webinar-Aufzeichnungen von dem letztjährigen Jahrgang, also umfassende 7 Stück, wirklich sehr, sehr lehrreich. Es gibt eine ganz tolle Facebook-Gruppe, die jetzt mit 1:1 Video-Coaching auch laufen wird. Das habe ich jetzt neu erfunden, wo ich einfach mit dem Handy auch abfilme, wo Leute ihre Videos eingestellt haben und ich dann Feedback gebe von besonders wichtigen Inhalten einfach für alle als Blickschulung. So kostenlos ist das dann. Und wenn man das mal alles zusammenrechnet, wenn ich zusammenrechne, wie viele Kurse ich gemacht habe, um auf dieses Level zu kommen, weil es ist zirzenzig auf Profiniveau und zwar die 2% der Profis, die es wirklich richtig gut machen, dann ist es das, was ihr lernt. Also man kann sagen, es sind 7.000 Euro, die das wert ist, was ihr lernt. Deine Entwicklung, die Entwicklung von deinem Pferd, die Gesundheit deines Pferdes, deine eigene wirklich Garantie, viel klare Kommunikation mit deinem Pferd ist so, so wertvoll und bringt auch Sicherheit zum Beispiel beim Reiten oder beim Alleine ausreiten. Und es ist eigentlich unbezahlbar, ja, finde ich zumindest. Also wenn mir jetzt jemand beigebracht hätte, in so kurzer Zeit, ich hätte dem sofort 7.000 Euro bezahlt. Ich habe viele Umwege und Irrwege insgesamt in meiner Pferdelaufbahn genommen. Und was kostet das? Die Selbstlernversion kostet 597 Euro für all das. Das wäre sozusagen die Vorjahres, wobei ich habe es, nee, ist es glaube ich schon fast 2 Jahre her, wo es gestartet ist, fast 2 Jahre her. Also das ist sozusagen jetzt die Vorversion, die es gab. Und dann gibt es eine Special Silver Edition. Ich habe mir da was Spezielles überlegt. In der Silver Version, also habt ihr 7 Live-Webinare dabei. Das heißt, so wie heute, könnt ihr in den Chat Fragen stellen. Aber ihr könnt eben auch, wenn ihr wollt, gegen kleines Geld noch extra Trainingsvideos einschicken. Ihr lernt aber mit jedem Video von jedem Teilnehmer. Und das ist super cool. Deswegen bekommt ihr auch so ein großes Wissen, weil viele verschiedene Pferde und Menschenpaare hier drin sein werden. Junge Pferde, alte Pferde, große Pferde, kleine Pferde, so wie auch in meinen Videos ganz unterschiedliche Pferde. Es gibt eine Facebook-Gruppe eben mit dem 1:1-Coaching. Wenn ihr wollt, kann ich euch da auch nochmal gleich ein Beispiel zeigen, wie das so abläuft. So ein direktes Coaching von mir. Das ist, wie gesagt, kostenlos. Es gibt dann für die, die nicht auf Facebook sein wollen, was auch okay ist, ein Modul, wo ich diese Coachings aus Facebook reinlade. Das heißt, ihr müsst nicht auf Facebook sein. Ihr bekommt die Coachings von den Facebook-Leuten auch in eure Lernplattform geladen. Und es gibt ultra coole neue Videos zum Thema spanischer Schritt in der Handarbeit, weil ich euch gerne zeigen möchte, wie ich eben Piaffe Passage, gestreckte Passage, also spanischen Trab, spanischen Schritt, wie ich das in meinem Training eben kombiniere und damit wirklich auch ein Maximum an dressurmäßigem Output wirklich raushole. Also ich möchte euch das gerne zeigen. Das ist ultra wertvolles Wissen. Es sind ganz neue Videos mit neuester Technik. Und ja, ich bin mir sicher, das ist zum Beispiel auch die perfekte Aufwärmmöglichkeit für das Reiten dann auch. Ja. Und eben, wie gesagt, es ist nicht nur für Lusitanus Ibera geeignet, sondern es ist auch für kleine Isländerstütchen, die auf diesem Bild auch schon kolik operiert sind, geeignet, die da trotzdem Freude dran haben. Ich glaube, man sieht es in ihrem Gesicht, dass sie da Spaß dran hat. Und weil es sich so viele gewünscht haben, ich habe ja einen Einführungsmodul in die Freiarbeit in meiner kreativen Balance Online-Ausbildung extra neu gedreht dieses Jahr. Und das kam mega gut an. Das Feedback war wirklich sensationell. Die Ergebnisse waren richtig, richtig gut. Manche haben mich auch vielleicht auf der Messe gesehen. Und ja, weil einfach so viele das so gerne haben wollten, ist in der Silber-Version jetzt auch dieses Freiarbeitsmodul mit drin. Und es ist sozusagen die Weihnachts-Special Edition. Ich glaube nicht, dass ich es das nochmal machen werde. Also das ist jetzt sozusagen die Sonder-Silber-Weihnachts-Edition mit diesen extra Features wie eben 1:1 Video-Coaching in der Facebook-Gruppe, Live-Webinare, dann den spanischen Schritt in der Handarbeit, der super ultra cool zu kombinieren ist, einfach auch mit normaler Handarbeit und Reiten, wer möchte, und eben auch die Freiarbeit. So. Und der spanische Trab wird eben auch in dem neuen Modul auch ein bisschen mehr mit reinkommen. Genau.
So, jetzt möchte ich gerne von euch wissen, wer möchte was lieber? Wenn ihr wählen könnt, was nehmt ihr? Nehmt ihr sozusagen die Vorgängerversion oder nehmt ihr die Update-Version? Silber, okay, manche sind eindeutig für Silber. Cool. Wenn ich das Geld hätte, die Silberversion. Hättest du das Geld für die Selbstlernversion? 200 Euro ist der Unterschied. Okay, cool. So, und jetzt, ihr Lieben, mache ich eine Sache, die werde ich wohl nie wieder machen. Aber ich möchte einfach auch Danke sagen für all diejenigen, die einfach schon vielleicht lange folgen, aber vielleicht auch für diejenigen, die jetzt ganz neu in meinem Adventskalender dazugekommen sind. Und deswegen, weil Weihnachten ist, habe ich mir überlegt, und diese Version wird es nicht lange zu buchen geben, also allerlängstens bis Ende diesen Jahres, 2024, ist die definitiv weg. Jetzt kommt mein Geschenk. Weil es Violas Lieblingstrainingsform ist und ich einfach so froh bin, dass sie immer noch da ist. Ich möchte euch gerne die Silberversion zum Selbstlernpreis schenken. Und ich hoffe, dass ich euch damit eine Freude mache und ja, ihr einfach auch das vielleicht mit eurem Pferd erreicht, was ich mit meinen Pferden erreicht habe. Weil jeder kann das erreichen. Und ich möchte euch einfach jetzt diese Version freischalten. Wie gesagt, ich habe es im Online-Shop eingestellt. Es gibt begrenzte Plätze. Das heißt, die ersten, die buchen, sind einfach fix dabei. Und ich kann nicht sagen, wie viele Tage, deswegen habe ich gesagt, wer dabei sein möchte, ich würde euch empfehlen, live dabei zu sein. Aber nachdem es Silber ist und ihr alle in den Webinaren sein könnt, das Webinar wird 0 Euro für euch kosten, wird es begrenzte Plätze geben, weil ich muss die Facebook-Gruppe alleine betreuen, ich muss die Webinare alleine betreuen und ich möchte es gut und richtig machen. So, ich will euch noch ganz kurz ein Video zeigen, einfach, dass ihr so einen Einblick habt. Das ist schon ein bisschen älter zugegebenermaßen. Es gibt schon schönere Videos, aber ich habe jetzt auf die Schnelle nur das gefunden. Aber ich glaube, einfach gelernt und was ich euch beibringen möchte, auch für eure Pferde. Jetzt auch mit dem Freiarbeitsthema. Für die, die noch Zeit und Muße haben. Gestreckte Passage. Auch hier.
spanischer Galopp fast. Auf euch und ich freue mich, wenn ihr mir sowas auch in einem Jahr oder vielleicht auch in zweien oder vielleicht auch in dreien zusendet. Weil jeder von euch kann das schaffen, egal welches Pferd ihr habt, und es geht nur darum, einfach mit dem richtigen inneren Bild, mit richtiger Trainingsdidaktik, mit individuellem pferdefernen Training sein Pferd jeden Tag ein bisschen schöner, stolzer und gesünder zu machen. Also ihr Lieben, die Gesundheit liegt in euren Händen. Ich freue mich mega, wenn ich euch mein Gefühl für Pferde weitergeben darf. Ich möchte einfach eure Pferdewelt so bunt machen wie meine, weil es macht einfach so Freude. Und die Fiola ist so, ja, sie ist einfach für mich nach ihren 2 Kolik-OPs der Beweis, dass diese Lebensfreude etwas ist, was wir wirklich in die Welt tragen sollten, bei Menschen, bei Pferden. Und ich freue mich einfach so, wenn ihr dabei seid. In der Silberversion ist es so, Pia, dass du in der Facebook-Gruppe, egal wie viele Videos einstellen kannst, in einem Jahr, du kannst Fragen stellen in der Lernplattform, du kannst Fragen stellen in der App, in der Sandra Fenzel App. Das können aber auch, also in einem normalen Kurs auch die Selbstlerner. Ich habe ja jetzt keine Selbstlern-Edition sozusagen freigeschalten, weil ich jetzt erstmal einfach nur diese Special-Weihnachtsedition verkaufe. Und im Endeffekt startest du jetzt gleich. Die Webinare werden in 2 Wochen ungefähr verschickt, der Link dazu. Ich möchte euch einfach die Möglichkeit geben, wirklich auch, wie soll ich sagen, eine bewusste Entscheidung zu treffen. Möchte ich das lernen? Kann ich das lernen? Kann ich das online von mir lernen? Und eben wirklich eure Pferde auch besser zu verstehen. Und zwar wirklich ganzheitlich. Und es gibt so viele Feedbacks. Also ihr könnt gerne einfach auch mal bei Google eingeben oder ihr geht auf die Zirzensik-Seite.
Schaut euch das gerne einfach mal an. Ich möchte aber, dass ihr jetzt das ausprobiert. Und ausprobieren bedeutet auch ein bisschen mutig sein. Aber ausprobieren bedeutet in dem Fall, kein Risiko zu haben. Weil wenn du jetzt, so wie die Sandra, die nicht daran geglaubt hat, sie hat trotzdem die Online-Ausbildung gebucht. Und ich fand das damals sehr mutig von ihr, weil es noch weniger Schüler gab damals. Und heute gibt es so viele und so viele Feedbacks. Ich meine, das Risiko ist null. Und ich habe aber bei all meinen Online-Ausbildungen immer 14 Tage begeistert oder Geld-Zurück-Garantie. Das heißt, du kannst es nur wirklich profund entscheiden, ob das was für dich ist, wenn du jetzt in einen Online-Shop gehst und dir deine Silberversion zum Selbstlernpreis buchst, erstmal alle Videos der Welt anschaust und wenn du nach zwei Wochen sagst, es ist nichts für mich, ist total okay, dann hast du es wenigstens probiert. Ich mache euch hier den Link rein. Ich muss mal schauen, ob irgendwas nicht funktioniert. Aber eigentlich müsste es schon da sein. Doch, da ist sie. Also wie gesagt, ich denke nicht, dass es die Online-Ausbildung, also zu dem Preis schon auf gar keinen Fall, weil es ist wirklich der super Sonder-Special Weihnachts-Selbstlernpreis. Ja, das will ich nochmal betonen. Ihr bekommt eine Silberversion zum Selbstlernpreis. Ja, und das ist mein Weihnachtsgeschenk. Ich habe lange darüber nachgedacht, was ich euch schenken kann. Aber diese Ausbildung bringt so viel Freude in Pferde- und Menschenleben, dass ich mich dafür entschieden habe. Und jeder kann hier mitmachen, egal ob ihr ein junges Pferd habt, ob ihr ein älteres Pferd habt, ob ihr vielleicht ein Pferd habt, mit dem ihr nur mal Bodenarbeit macht, ob ihr ein Pferd habt, mit dem ihr vielleicht auch eben so ein bisschen körperliche Themen habt. Wir machen das wirklich Schritt für Schritt. Und wenn es erstmal nur der Gesundheitsblock ist, wenn es erstmal nur die Massagen sind. Aber wie gesagt, ich kann nichts versprechen. Ihr könnt mir super gerne auch ein Video schicken, wenn ihr euch unsicher mit eurem vielleicht Reha-Pferd seid. Aber ich habe so, so viele Pferde schon über die Online-Ausbildungen komplett rehabilitiert und wieder voll reitbar gemacht. Und das ist einfach so schön, das freut mich so. Und das ist einfach meine Freude, jetzt euch ein bisschen Danke zu sagen. Es wird erstmal, Conny, keine Ratenzahlung geben. Einfach aus dem Grund, weil es eh nur limitierte Plätze gibt, weil ich, wie gesagt, die Silberversion jetzt für den Selbstlernpreis anbiete. Und deswegen, es gibt, Tanja, wenn du in der Freizeitreiter-Online-Akademie bist, wirst du, wenn du heute buchst, einen Rabatt rücküberwiesen bekommen. Genauso, wenn du, Renate, in der Gangpferde-Online-Ausbildung bist, bekommst du einen Rabatt und den überweise ich natürlich zurück. Also da müsstest du, wenn du heute buchen willst, einfach eine kurze E-Mail nochmal schreiben und sagen, hey, ich bin in der Gangpferde-Online-Ausbildung und dann bekommst du morgen den Rabatt zurücküberwiesen. Es überschneidet sich ganz wenig, Tanja und auch Renate. Die sind sehr separat mittlerweile, die Online-Ausbildungen. Was sich überschneidet, ist ehrlicherweise das Bonusmodul. Hilfengebung bleibt Hilfengebung, Biomechanik bleibt Biomechanik, Anatomie ist Anatomie und das ist einfach eine wichtige Basis. Und der Zugang, Yvonne, ist 25 Monate ab dem Zeitpunkt, wo du startest. Also du kannst das Produkt, wenn du jetzt heute mit PayPal oder Kreditkarte bezahlst, kannst du das Grundprodukt sozusagen heute auslösen. Die Special-Videos, die neuen Module, 1:1 Video-Coaching-Modul, spanische Schritthandarbeit, Freiarbeitsmodul, kommt ein bisschen später. Dann eben auch, wenn die... Also kommt einfach ein bisschen später, da bekommt ihr nochmal einen separaten Link, wo ihr das dann auslösen könnt, ja. Danke, Ingrid, dass du dabei warst. Ganz, ganz schönen Abend wünsche ich dir. Und 25 Monate hast du vollen Zugriff auf alles. Und wenn jemand in Raten zahlen will, genau, kann man eben oft mit Klarna, wenn man das auswählt, oder Conny auch mit PayPal-Raten zahlen. Also wenn ihr das mal probieren tut, in den meisten Fällen, wenn man eben diese Bezahlformen auswählt, dann wird einem automatisch ein Ratenzahlungsplan oder auch mehrere vorgeschlagen. Und das sollte dann auf jeden Fall auch klappen. Oh, die Franziska ist schon dabei, wie cool. Das freut mich. Sehr schön. Brauche ich heute gar nicht fragen, welche Version hast du gebucht, weil wir sind einfach alle Silber. Wir sind einfach alle Silber. Sehr cool. Ja, und
Für Wiederholer wird es auch eine extra E-Mail geben, Anna. Ich habe es jetzt nur zeitlich nicht geschafft, aber ihr bekommt natürlich noch eine E-Mail. Ich mache das morgen direkt. Also genau, bekommt ihr eine extra E-Mail. Wiederholer ist natürlich immer deutlich, deutlich vergünstigt. Gerne, Jasmin. So schön, wenn du dabei bist. Freue ich mich mega. So cool. So, ist der Zinsenkurs in der Selbstständigkeit das ganze nächste Jahr buchbar? Nein. Nein, das gibt es so in der Form nicht mehr. Ich hatte ehrlicherweise ein ziemlich durcheinander Jahr, Mara. Es wird auf keinen Fall mehr Selbstinversionen so dauerhaft buchbar geben, wie das teilweise letztes Jahr war. Das möchte ich so nicht mehr, weil das bei uns ziemlich viel Aufwand bedeutet. Ja. Du kannst auch morgen buchen, Ingrid, dann geht dir halt das Gewinnspiel sozusagen verloren um einen extra Goldplatz. Aber du kannst natürlich gerne auch morgen buchen. Wie schaut es aus, wenn man das kreative Balance-Training gemacht hat? Also Sigrid, alle, die große Online-Ausbildungen gemacht haben, bekommen Rabatt. Genau, also ist egal, ob du Bodenarbeit gemacht hast, ob du kreatives Balance-Training gemacht hast, ob du Freizeitreiter bist, ob du Gangpferde-Online-Ausbildung bist. Alle bekommen Rabatt. Ich habe es jetzt nur nicht geschafft, die E-Mails rauszuschicken, weil ja, es ist einfach so viel los gewesen mit dem Adventskalender. Man kann sich das immer nicht so vorstellen, wie viel Aufwand das ist, auch diese Webinare immer vorzubereiten. Ich sitze da wirklich einen ganzen Tag an so einer Präsentation tatsächlich. Aber genau. Gut, Rüden, junges Pferd mit langen Beinen, bist du genau richtig. Ich kann dir gleich sagen, wir werden ein bisschen länger brauchen. Aber das Wichtige ist, das ist mega, mega gut, weil, wie du selber schon festgestellt hast, junge Pferde mit langen Beinen, die tun sich manchmal ein bisschen schwerer. Und ja, ich freue mich sehr, dass ihr dabei seid, weil das ist optimal, weil es ist ganz, ganz wichtig, gerade bei diesen Pferden anzusetzen und gerade bei diesen Pferden wirklich in eine Propriozeption, ein Körpergefühl, in eine gute Beinbewusstheit und Beinkoordination zu investieren. Ja. Kann ich mit mehreren Pferden teilnehmen? Das kannst du, Gisela, super gerne sogar. Also je mehr Pferde du mitbringst, desto besser für dich, desto mehr kannst du natürlich gleich an verschiedenen Pferden lernen und ausprobieren und wirst auch die Unterschiede feststellen. Tschüss, liebe Kerstin, danke, dass du da warst. Du kannst so viele Pferde mitbringen, wie du möchtest. Es ist immer ein Platz, es ist immer ein Zweibeiner. Ja, mein Mann fragt, wie viel man zurückkriegt. Das muss ich jetzt leider nachschauen. Das ist entweder 50 oder 75 Euro. Das habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht im Kopf. Es wird eine eigene Rabatt-E-Mail geben für Wiederholer natürlich. Ihr habt natürlich immer mehr Rabatt. Also vielleicht nochmal ganz kurz für die, die neu sind. Also der Zugriff ist 25 Monate. Ab dem Moment nicht, wenn ihr bucht, sondern ab dem Moment, wo ihr wirklich den Zugriff auf euer Online-Produkt auslöst. Also ihr könnt theoretisch heute starten, wenn ihr wollt. Also wenn ihr heute bucht, ihr könnt auch nach Weihnachten erst starten. Ab dem Moment, wo ihr das PDF aufmacht und da auf diesen Link jetzt Online-Produkt auslösen klickt, ab dem Moment sind es 25 Monate. Das ist aber überhaupt kein Stress, weil nach den 25 Monaten könnt ihr auch ultra gerne verlängern. Nur, dass ihr mal ein Gefühl habt, jetzt zum Beispiel bei der Freizeitreiter-Online-Akademie war es so, die gab es ja in der ersten Version, jetzt gibt es in der zweiten Version. Die haben aber etliche neue Videos bekommen oder bekommen etliche neue Videos in der zweiten Version. Also die kommen erst noch mit Drohne gefilmt, mit GoPro gefilmt, sehr, sehr aufwendige Videos. Es gibt eben nochmal neue Webinare beziehungsweise Webinar-Aufzeichnungen. Es gibt dieses 1:1 Video-Coaching-Modul eben für die Freizeitreiter. Und nur, dass ihr mal ein Gefühl habt, die haben zum Beispiel 95 Euro bezahlt für all diese neuen Inhalte, auch die Möglichkeit wieder über die App und über die Plattform Fragen zu stellen und haben eben 25 weitere Monate Zugriff dann ab dem Moment, wo sie das Produkt auslösen. Also 95 Euro war jetzt zum Beispiel für Freizeitreiter die Verlängerung, aber mit vielen, vielen neuen Inhalten. Also es ist, glaube ich, wirklich super fair. Genau. Genau, Claudia. Also es ist, die Videos sind für 25 Monate, aber wie ich gerade gesagt habe, wird es immer sozusagen eine Verlängerungsoption dann geben für wirklich sehr, sehr faires Geld. Der Hintergrund ist, Claudia, dass ich einerseits gerne möchte, dass die Leute wirklich auch dranbleiben. Und da gibt es wirklich extrem viele Studien, dass lebenslanger Zugriff die Lerngeschwindigkeit und auch den Fokus extrem reduziert.
Also ich habe wirklich auch Leute, die in meinen früheren Online-Ausbildungen teilweise es nie bis ins letzte Modul gemacht haben, weil sie einfach wissen, okay, es ist lebenslanger Zugriff, es ist mega entspannt. Das ist der eine Grund. Ich möchte wirklich gerne euch was beibringen und es funktioniert sehr, sehr gut. Jetzt tatsächlich, dass die Leute das durcharbeiten, weil es einfach sozusagen 25 Monate Zugriff hat. Und das Zweite ist, wie gesagt, Claudia, jeder lernt trotzdem in seinem Tempo. Das ist mir ultra wichtig, weil wichtig ist, dass ihr wisst, wie es geht. Ihr könnt alle PDFs ausdrucken. Ihr habt zu jeder Lektion genaue Anleitungen. Und ihr könnt einfach, wenn ihr Videos schaut, bei eurer Zusammenfassung auch nochmal, wenn ihr wollt, Ergänzungen dazu schreiben. Ihr habt am Ende so einen Ordner mit ganz tiefgründigem Zirzensik Wissen. Und ehrlicherweise, meiner Meinung nach, braucht ihr danach auch die Videos nicht mehr, wenn ihr sie angeschaut habt. Und wenn ihr aber sagt, ihr wollt nach 25 Monaten verlängern, habe ich gerade erklärt, werdet ihr ein ultra faires Verlängerungsangebot geben, okay? Kann man das auch ohne Halle und Reitplatz schaffen, nur im Gelände absolut kleiner Bewegungsplatz vorhanden? Bist du, Petra, ganz optimal in dieser Online-Ausbildung aufgehoben? Das ist super optimal, ja? Also absolut richtig aufgehoben. Gibt es auch einen Rabatt, wenn man das kreative Balancetraining, Pferdeergo und sicheres Verleihen ausbringt? Genau, Martina. Also alle großen Online-Ausbildungen bekommen Rabatt. Das ist korrekt. Ja. Yay! Silber gebucht. Es gibt auch nur Silber zum Selbstlernpreis. Das gab es noch nie und das wird es auch nie wieder geben. Aber ich freue mich, wenn ich euch eine Weihnachts... Wer freut sich, dass er Silber zum Selbstlernpreis inklusive freier Vibe, inklusive neuen Videos und inklusive Video-Coaching in der Facebook-Gruppe und Video-Coaching-Modul gebucht hat? Wer freut sich? Wer ist schon dabei? Wie viele seid ihr? Yay! Oh! Die Tanja hat auch noch gewonnen! Yay! Oh, das sind aber viele. Die Hanna hat sich ein Weihnachtsgeschenk gemacht. So cool. Yay! Die Cornelia, bist du auch dabei, Cornelia? Das würde mich ja mega freuen. Die Cornelia ist auch Therapeutin. Also für Therapeuten freue ich mich auch so riesig. Ja, schreibt nochmal, Milena, genau. Schreibt mir nur eine ganz kurze E-Mail, Betreff, Wiederholer. Du musst nur Betreff, Wiederholer, ich sage jetzt irgendwas, oder nicht Wiederholer, treuer Rabatt, Freizeitreiter und dann Akademie. Also es braucht nur ein Betreff. Wir sortieren das dann morgen. Meine Kollegin hat immer Riesenfreude, wenn ich keine Rabatt-E-Mails rausschicke, weil sie muss dann erstmal einen Tag lang Geld zurücküberweisen. Aber das macht nichts. Das ist jetzt so, weil ich habe es einfach nicht geschafft. Ich bin auch nur ein Mensch. Yay, der Hund steht hinter mir und hat den Mann überstehen. Sehr gut, Tanja, guter Hund. Liebe Grüße auch an den Mann und sag ihm, das ist das, was ich den Männern immer sage, dieses Wissen wird so viel Tierarztkosten sparen, einerseits. Und Achtung, jetzt kommt überhaupt das Allerwichtigste. Lieber Mann von der Tanja, lieber Herr Otten Ahrens, also entweder Ahrens oder Herr Otten, aber an dieser Stelle nicht nur, wie viel Tierarztkosten das sparen wird, sondern, jetzt kommt das Allerbeste, die Frauen sind auch immer noch besser gelaunt. Das ist wirklich so, weil es einfach so eine schöne Trainingsform ist. Und ja, ich freue mich mega, dass die Tanja dabei sein darf. Ich bin mir sicher, sie wird eine Riesenfreude haben. Aber sie hat auch 2 Wochen Begeistert- oder Geld-Zurück-Garantie, kann jetzt über Weihnachten alle Videos anschauen, bis auf die Special-Videos, die kommen mit einem Extra-Link. Und ja, ist auf jeden Fall eine gute Entscheidung. Ich mache noch meine Folien zu Ende. Moment, ich bin noch nicht durch mit meiner Präsentation. Jetzt habt ihr mich da in dem Shop-Bahn auf einmal so gefangen. Also, ganz kurz nur. Es gibt jede Menge Bewertungen auf verschiedensten Plattformen. Gerne einfach mal googeln. Proven Expert gibt es viele Bewertungen. Es gibt ultraliebe Feedbacks. Kann ich mal eins vorlesen? Hier zum Beispiel, das ist ganz interessant. Ich habe mit meinen beiden Pferden, meinem 9-jährigen Wallach Sam und meiner 26-jährigen Stute Franzi mitgemacht und beide hatten total viel Spaß. Franzi, das ist die ältere Stute, hat wieder richtig viel Muskulatur in diesem Jahr aufgebaut. Wir waren total motiviert und ich kann den Zizendik Online-Kurs wirklich nur jedem weiterempfehlen. Also ihr seht, auch für ältere Pferde, und ich kann mich erinnern, sie war ziemlich steif am Anfang, auch für ältere Pferde mega gut geeignet, aber auch für junge Pferde mega gut geeignet. Ich habe am Online-Seminar von Sandra zur Zizendik Gymnastik teilgenommen und 3 lange Tage und Nächte überlegt, ob ich irgendwelche Verbesserungswünsche habe.
Aber am Ende bin ich zu dem Entschluss gekommen, dass ich rein gar nichts an dem Kurs ändern würde. Er ist einfach super und ich habe so viel dazu gelernt, die Eva. So ein liebes Feedback. Und das war noch in der alten Plattform. Also von damals gesprochen, ich hätte eine Verbesserung. Das ist die Technik von heute. Es macht wirklich noch mal mehr Spaß in der neuen Lernplattform, in der Sandra Fenzel App. Ist wirklich richtig, richtig cool. Hier haben wir noch die Petra, die Zezensi bereichert unsere Arbeit ungemein, macht dem Buben und mir total Spaß und hat natürlich so nebenbei auch einen tollen Gymnastikeffekt. Außerdem habe ich schon den Eindruck, dass sich durch dieses gemeinsame Spaß haben die Bindung auch nochmal verstärkt. Einer ist dann frei und mit dem anderen wird gearbeitet, also sind zwei Fälle. Es ist total witzig, dass dann meistens der Freie sich auch dazustellt und mitmachen will, zum Beispiel beim Podest oder auch schon am Anfang bei der Mobilisationsübung. Genau, ich habe mich an der Zezensik-Ausbildung gewagt und was soll ich sagen, es ist einfach unglaublich, wie sehr meine beiden Buben und ich auch davon profitieren. Mein 28-jähriger Warmblut-Oldie, Let's Go, ist quietschfidel. Er ist jetzt der erste Herbst seit langem, in dem ich trotz teilweise feuchtkalter Nacht seinen Rücken keine Empfindlichkeit zeigt. Er fordert jeden Tag in der Früh einen Herdenkumpel nach dem anderen zum Spielen auf und sein allgemein Befinden ist ganz offensichtlich für sein Alter sehr, sehr gut. Und das ist das, was ich sage, ja. Ja, ich freue mich einfach über diese Feedbacks und mit dieser Silberversion zum Selbstlernpreis habe ich einfach euch ein Geschenk und auch wirklich euren Pferden ein Geschenk machen wollen. Und ja, ich könnte jetzt da noch ganz, ganz viele Feedbacks vorlesen. Also wir haben da wirklich, ich weiß gar nicht, wie viele Feedbacks. Das ist jetzt zum Beispiel eine Google-Rezension von der Sandra. Hier sieht man auch nochmal den Snow. Vielen lieben Dank. Mein erster Online-Kurs, so eine tolle Reise. Einfach unglaublich, was ich in einem Jahr alles erreichen konnte. Tolles Seminar, war eher skeptisch, ob mir das Lernwehr-Online-Kurs liegen wird. Aber die Videos und Materialien sind super aufgebaut und der Kurs hat mich und mein Pferd richtig weitergebracht. Also ich würde mich so freuen, wenn du einfach den nächsten Schritt in deiner und auch in deiner Pferdeentwicklung machst. Und wie gesagt, es gibt so, so viele Bewertungen, viele, 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 viele Fotos, viele Bewertungen, viele glückliche Pferde, das ist mir besonders wichtig. Alle Lektionen funktionieren, alle werdet ihr euren Pferden beibringen können, wenn ihr es wirklich Schritt für Schritt nach meinem Konzept macht. Das war auch ein Pferd, was komplett ausrangiert mit Schmerzmitteln auf der Wiese stand. Dieses Pferd ist über meine Online-Ausbildung wieder reitbar geworden. Dieses Pferd ist heute mit Galopp-Seitengängen voll reitbar. Ein Pferd, hochgradige Arthrose, Norica. Und keiner glaubt mir das. Also auch als Therapeutin schon hat mir das niemand geglaubt. Aber ich habe immer gesagt, Pferde können sich ihr Leben lang verbessern. Egal, ob ein Pferd Arthrose hat, egal, ob es Hufthemen hat, egal ob es irgendwelche extremen Schiefigkeiten hat, solange ein Pferd lebt, kann es sich verbessern. Wenn man weiß wie. Everybody needs a coach, hat Bill Gates gesagt. Ich würde mich so sehr freuen, wenn ich euer Coach sein darf, wenn ich euch wirklich zeigen darf, wie Pferde denken. Ich sage immer, when you learn to think like a horse, you will find a soulmate for eternity. Wenn du lernst, wirklich zu denken wie ein Pferd oder wie dein Pferd, wirst du einen Seelenpartner, einen Seelenfreund für die Ewigkeit finden. Und das ist wirklich so. Ich habe so eine tiefe Verbindung. Ich muss manchmal fast weinen, wenn ich die Viola-Fotos sehe, weil ich einfach so froh bin, dass sie immer noch Teil meiner Familie ist mit ihren zwei Kolikopies, wo der Tierarzt sie einfach bei der zweiten Kolikopie direkt einschläfern wollte. Und ein Zitat, das mich persönlich sehr berührt hat, war von dieser Online-Schülerin. Sie hat gesagt, ich möchte mein Pferd zur besten Version seiner selbst machen. Und das ist das, was ich euch beibringen möchte. Also, ihr Lieben, jeder noch so lange Weg, egal wo ihr steht, beginnt mit dem ersten Schritt und ich freue mich riesig, 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 wenn ich eure Fragen noch beantworten darf, wenn ihr meinen Kanälen folgt und wenn wir zusammen Fun haben, weil das ist das, was wir in der Zezensik machen. Wir trainieren die Pferde, Pferde gesundheitsfördernd, aber wir haben ganz, ganz viel Freude und Spaß dabei. Man kann es jetzt auch kaufen und dann später starten. Absolut. Bei den Webinaren würde ich dir trotzdem empfehlen, live dabei zu sein. Die sind ja kostenlos. Die habe ich euch ja geschenkt.
Genau, aber ihr könnt natürlich das Produkt erst später ausliefern und ihr bekommt natürlich auch alle Webinar-Aufzeichnungen in eure Materialien reingeladen, also die gehen auch nicht verloren. Und ja, ihr könnt, wie gesagt, auch erst theoretisch nach der Gangpferde-Online-Ausbildung starten. Das geht genauso, das läuft nicht ab in dem Sinn. Und Podest zum Selberbauen, Gabi, erkläre ich auch in der Online-Ausbildung. Man kann das entweder aus so Paletten machen, da muss man das halt nochmal verstärken. Diese Euro-Paletten, genau, 2 Euro, also erstmal eine Euro-Palette und dann obendrauf nochmal eine Verstärkung. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, das ist die eine Möglichkeit. Man kann aber auch zum Beispiel große Traktorreifen nehmen und da nochmal ein Holz drauf machen. Das geht auch ziemlich gut. Da hat man gleich nochmal so ein bisschen diesen Ergotherapie-beweglichen Untergrundeffekt. Und man kann auch Baumstämme nutzen. Ja, also das ist das auch, was ich super gerne im Wald zum Beispiel mache, Gabi. Natürlich muss man schauen, dass die einigermaßen stabil sind, dass sie nicht gleich irgendwie in sich zusammenbrechen, wenn das Pferd draufsteigt. Aber genau, es gibt Möglichkeiten, sich auch selber Podeste zu bauen. Ja. Mhm. Könnte ein Pferd ohne Cushing-Medikament wieder klarkommen? Aileen, ich habe viele Pferde, die ohne Cushing, obwohl die hochdosierte Medikamente bekommen haben, die ohne Medikamente klargekommen sind. Ich persönlich habe auch sehr, sehr gute Erfahrungen mit dem Stoffwechselbooster gemacht bei Cushing von der Horse Vitality Company. Das würde ich dir unbedingt auch empfehlen, ergänzen, wenn ich darf. Horse Vitality Company. So, sehr, sehr gerne, liebe Jana. Schön, dass du da warst. Hanna, für das TCM-Seminar, das habe ich sozusagen ja jetzt als Bonus für, ja, für offiziell ausgeklammert. Deswegen gibt es jetzt 4 Boni zusätzlich. Genau, also für das TCM-Seminar gibt es keinen extra Rabatt, aber für auf jeden Fall kreatives Balancetraining gibt es extra Rabatt. Ja, ja, schreibst du unbedingt eine E-Mail. Genau. Sehr gut, Aline. Alles richtig gemacht. Langsam hochdosieren, schön schauen, wie sich's entwickelt, aber dann unbedingt auch testen, ja, weil normalerweise nach 2 bis 3 Monaten solltest du unbedingt etwas sehen, ja. Also in der Veränderung des Pferdes und im Blut. Ist Steigen auch dabei? Also es ist so, Steigen ist eigentlich nur die Fortführung vom spanischen Schritt, also kann man sehr, sehr leicht entweder in der Freiarbeit oder auch über den spanischen Schritt erarbeiten. Ich habe das für mich so geregelt mit dem Steigen, weil es trotzdem eine bisschen gefährliche Lektion ist, dass ich alle Fragen beantworte, wenn du Fragen hast. Und ich habe einige Online-Schüler, die über meine Online-Ausbildung das Steigen sozusagen selber weiterentwickelt haben aus den Videos. Ich habe kein dezidiertes Video, weil ich es einfach ein bisschen schwierig finde als Thema in dieser Online-Ausbildung. Aber ich kann dir sagen, Martin, jeder, der die Online-Ausbildung wirklich in der Tiefe versteht und mit seinem Pferd umsetzt, kann das Steigen danach auch selber beibringen. Es ist kein Problem. Das ist tatsächlich keine schwierige Lektion für die meisten Pferde. Man muss nicht auf Facebook sein, Katja. Deswegen gibt es eben die Möglichkeit, dass die Video-Coachings aus der Facebook-Gruppe jetzt auch in einem eigenen Modul reingeladen werden. Allerdings empfehle ich es trotzdem immer, ja, weil es einfach immer ein super schöner Austausch ist. Das hat die eine Teilnehmerin auch gesagt. Es ist immer super motivierend. Man lernt natürlich mit jedem Video von anderen Teilnehmern seinen eigenen Blick, sein eigenes Wissen zu schulen. Und ich würde es immer empfehlen, man kann sich ja kostenlos auch, ehrlich gesagt, mit einem anderen Namen anmelden. Man kann auch eine eigene E-Mail-Adresse dafür anlegen. E-Mail-Adressen sind ja kostenfrei. Und ich würde es immer empfehlen, aber es gibt Leute, die sind einfach grundsätzlich nicht auf Facebook, was auch total okay ist. Und du kriegst das Wichtigste mit, nämlich die Video-Coachings von mir. Die werden, wie gesagt, in einem eigenen Modul hochgeladen. Und ja, von daher muss es nicht sein. Wenn ich jetzt buche und dann schreibe ich morgen eine Rabatt-E-Mail wegen Freizeitreiter online. Genau, Anne, mach das. Du kannst auch erst morgen buchen, dann geht aber die Chance auf einen von 5 Goldplätzen sozusagen verloren. Ich persönlich würde heute buchen, den Rabatt bekommst du sowieso. Und genau, du schreibst einfach nur eine E-Mail mit dem Betreff, bin Freizeitreiter Zirzense gebucht und muss gar keinen Text in die E-Mail schreiben, dann wissen wir schon Bescheid und dann morgen wird dir das gleich zurücküberwiesen.
Die Lena ist auch dabei. Wundervoll. Ich freue mich sehr. Sehr cool. Ich weiß gar nicht, wie viele wir es schon sind, aber irgendwie, glaube ich, sind schon ganz viele dabei. Yay, die Claudia ist auch dabei, so schön. Die Katrin ist auch dabei, cool. Ich freue mich so. Also ich freue mich einfach auch für die Pferde, weil ich habe so viele Pferde, die wirklich in der Zezensic Online-Ausbildung mit ihren Menschen so ein Team geworden sind und einfach wirklich so dieses Strahlen in ihren Augen wiedergefunden haben. Genauso wie der Mustang, der einfach das lustig findet, weil er seinen Körper auf dieser Steilwand ausprobiert und auch fordert und fördert. Und genauso sind ganz, ganz viele Pferde in der Zirzensik so, wenn die anfangen, auf Podeste zu steigen, wenn sie eben auch anfangen, spanischen Schritt zu gehen, wenn sie eben sich mit dem Menschen auch freuen, wenn sie sich ablegen. Also gibt es so viele, das ist so, ja, wirklich auch einfach herzzerreißend, wie die Pferde anfangen, mit dem Menschen zu kommunizieren. Und da freue ich mich einfach riesig. Und ja, wenn wir ein Pferd haben, Katrin, was im Moment nicht so fit ist, ich glaube, du hast wirklich ganz, ganz viele Möglichkeiten, deinem Pferd auch zu mehr Gesundheit in dieser Online-Ausbildung über die Gesundheitsvideos zu verhelfen. Du kannst Fragen stellen. Du kannst, wenn du magst, auch mal einen Gesundheitsplatz buchen. Das kostet ja normalerweise 279 Euro. Und diese Gesundheitsplätze kosten auch mehr, ehrlicherweise, als wenn man jetzt einen Gold-Trainingsplatz zusätzlich fürs Webinar bucht. Aber die kosten 34,95 Euro und die sind wirklich jeden Cent extrem wert. Also man muss nichts dazu buchen, man lernt auch so ultra viel, weil wie gesagt, ihr seid in den Live-Webinaren dabei, ihr könnt Fragen stellen, es wird immer Menschen geben, die Videos zeigen und damit eben auch noch mehr Blickschulung mit euch betreiben oder euch zur Verfügung stellen. Aber es ist schon cool, wenn man einfach die Möglichkeit hat, wenn man sagt, okay, jetzt ich weiß jetzt hier nicht ganz genau weiter, was könnte ich jetzt machen? Wobei ich tatsächlich fast wie eine Glaskugel zu Hause habe, selbst wenn ihr mir nur einen Text als Frage stellt. Ich glaube, ich habe noch nie eine Frage in meiner Lernplattform nicht so beantwortet, dass die Leute auch ohne Video weitergekommen sind. Also es ist tatsächlich so, ich kann so durch die Glaskugel schauen mittlerweile. Ich habe einfach so viel Erfahrung, dass wenn ich einen Text lese, habe ich sofort ein Bild, was das Pferd macht. Und dann sage ich einfach, was ich jetzt weitermachen würde. Also wie gesagt, ihr habt 2 Wochen Zeit, um es auszuprobieren. Bildet euch eure Meinung. Ich würde mich mega freuen, wenn ihr mir eine Chance gebt. Das Pferd sollte mindestens 6 Monate alt sein. Sabine, also man kann, oh, die Moni ist auch dabei, wie cool. Man kann tatsächlich auch schon mit ganz jungen Pferden das machen, weil es ist eine spielerische Form des Pferdetrainings. Und es gibt sowohl am Menschen als auch beim Pferd ganz konkrete Studien, wenn wir nicht übertreiben natürlich, ja, weder physisch noch geistig konzentrationsmäßig übertreiben. Ja, das heißt mit dem jungen Pferd so maximal 10 Minuten Einheiten. Ja. Aber wenn wir ganz gezielt und spielerisch eben die Pferde mit dieser Form des Trainings fördern, und das sind wirklich auch junge Pferde, also auch sehr junge Pferde gemeint, dann sind die sowohl in ihrer Hirn- als auch Intelligenzentwicklung, als auch in ihrer körperlichen Entwicklung anderen Pferden extrem weit voraus. Und mir ist es einfach so wichtig, dass ihr versteht, so wie Pferde heute meistens auch aufwachsen, auf flachen Wiesen, so wie mein Lusitano, der war der größte Körperklaus ever. Deswegen war er auch so schwierig, weil er hatte kein Körpergefühl. Er war extrem schief, er war super vorhandlastig. Er hat nicht mal gewusst, dass er 4 Beine hat, weil hinten links hat gar nicht zu ihm dazugehört. Der ist 1000% auf komplett flachen, vielleicht auch kleinen Wiesen, das weiß ich nicht, aufgewachsen. Aber es ist einfach problematisch, so wie Pferde heute aufwachsen und dann in weiterer Folge gehalten werden. Und das ist auch der Grund, warum unfassbar viele Leute ständig unfassbar viele Tierarztkosten haben. Es ist wirklich so. Und ihr könnt die Gesundheit eures Pferdes selber in die Hand nehmen. Ihr könnt aktiv dazu beitragen, dass Pferde weniger stolpern, dass Pferde weniger fallen, dass Pferde sich nicht vertreten, dass sie andererseits eine kräftige Muskulatur aufbauen. Und ja, das geht nur mit Bodenarbeit. Also ihr habt die Bilder gesehen, da war nichts gefaked. Das sind genau die Bilder, die mir Online-Schüler geschickt haben. Ich habe nichts gemacht an diesen Bildern. Die sind genau so eingetroffen, wie sie da abgebildet waren. Und ich glaube, bei vielen Pferden hat man einen deutlichen Unterschied gesehen und teilweise waren es 3 Monate sogar nur. Also ich bin manchmal selber, ehrlich gesagt, auch krass erstaunt, was da für Bilder bei rumkommen, aber ich krieg die Bilder von den Online-Schülern. Also die werden nicht die Bilder faken. Wisst ihr, was ich meine? Ja, also ich kann euch nur sagen,
nach dieser Online-Ausbildung, nach 25 Monaten, ihr werdet Pferde komplett mit anderen Augen sehen. Ihr werdet euer Pferd komplett anders sehen, anders verstehen, eine ganz andere Bindung mit ihm haben, eine ganz andere Freude und Motivation mit ihm haben. Und ihr werdet einfach euer Pferd aktiv jeden Tag, und das ist meine Mission, schöner, stolzer und gesünder machen können. Und das ist wirklich so. Und dann gibt es tausende Feedbacks dazu. Ja. Aber ihr müsst es auch tun. Erfolg ist immer auch ein Tunwort. Es ist nichts, ich schaue nur Videos, sondern ihr müsst, so wie ich, auch bei Sturm raus. Ihr müsst zu eurem Pferd, auch wenn es vielleicht manchmal auf der Couch bequemer ist. Es ist wichtig, auch zu tun. Es muss nicht ewig sein. Aber Regelmäßigkeit im Training ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt für erfolgreiches Pferdetraining und auch für faires Pferdetraining. Weil denkt immer an mein Beispiel mit dem Tango-Tanzen, ja. Das ist für die Pferde, sind koordinativ schwierige Übungen, auch Lektionen, wo kurze Wiederholungen den größten Lerneffekt machen. Manchmal reichen 5 Minuten. Also zum Beispiel die Piaffe von Rufino. Ich übe das nicht sehr lange, aber ich übe es regelmäßig. Weil wenn ich es nicht regelmäßig übe, dann verliert er gleich wieder an Takt. Er ist als Pferd ein Pferd, was extrem wenig Takt mitbringt. Manche Warmblüter haben einen unzerstörbaren Takt im Trab, im Galopp, unzerstörbar. Das hat der Rufino gar nicht, ja. Der ist so filigran, der ist so sensibel und da kann man nicht mal 1/2 Zentimeter schief sitzen, dann verliert er schon seinen Takt und seinen Rhythmus, ja. Kannst du nicht mal dein Freiarbeitsvideo in Insta posten? Das, was ich gerade gezeigt habe, Katrin, dieses Freiarbeits- und Zertifizierungsvideo, soll ich das mal posten? Okay, das mache ich. Wenn ihr alle das liked und in eure Story teilt und das dann vielleicht ein bisschen viral geht, mache ich das. Aber das stimmt, ich habe noch gar nicht daran gedacht, dass ich das auch mal in Instagram teilen könnte. Das ist eigentlich eine gute Idee. Vielleicht mache ich es ein bisschen kürzer, oder? Ist ein bisschen lang vielleicht, oder? 5 Minuten. TikTok könnte man auch mal machen. In TikTok bin ich auch und irgendwann habe ich wieder aufgegeben, weil ich keine Zeit hatte. Süß, Katrin, vielen Dank. Eine der nettesten Nachrichten habe ich mal, das ist noch gar nicht so lange her, hat mir eine Online-Schülerin geschrieben, die hat sich bei mir per E-Mail bedankt für meine Online-Ausbildung und sie hat mir geschrieben, das hat mich sehr berührt. Sie hat geschrieben, und danke an deine Pferde, die deinen Charakter und deinen Werdegang so stark geprägt haben. Und diese 2 Pferde, die ihr hier seht, ihr könnt sie noch sehen, glaube ich, gell, in der Vorschau, diese 2 Pferde, das eine wie das andere, sind wie Yin und Yang, wie Stute und Wallach, wie Schwarz und Weiß oder wie Braun und Weiß. Sie sind so unterschiedlich. Und deswegen, die Fiola, werdet ihr sehen, in der Zertifizierungsausbildung wird euch ganz viel Freude allein über diese Videos vermitteln, weil sie einfach so ein lustiges Pferd ist und so ein kreatives und so ein kleiner Frechdachs. Man sieht es, glaube ich, auch auf diesem Bild. Sie ist einfach so ein witziges Pferd. Und auch wenn das vielleicht nach außen nicht so wirkt, ich habe auch manchmal meine nicht so guten Tage. Und wenn ich meine nicht so guten Tage habe, dann muntert sie mich immer auf. Sie ist so... Sie merkt es sofort und sie macht immer irgendein Kasperl-Ding dann, um mich aufzumuntern. Und das ist so schön. Ja, die Kim schreibt gerade, ich habe oft über sie gelacht. Ja, ich habe auch schon oft über sie gelacht, Kim. Und ich freue mich, dass wenigstens ein kleiner Anteil bei diesen Lachmomenten auch auf Video sind. Und ja, und der Rufino ist komplett anders und der Rufino hat mich wirklich an meine Grenze gebracht als Trainerin, als Persönlichkeit, als Mensch, weil er mir so oft den Spiegel vorgehalten hat und ich habe den Spiegel am Anfang nicht gesehen. Und deswegen, ich spreche auch in den Webinaren manchmal wirklich zu den Menschen, weil es mir ein Anliegen ist. Pferde können unsere besten Lehrmeister sein. Pferde können uns so viel beibringen, nicht nur irgendwas beim Reiten oder keine Ahnung. Sie können uns so, so viel für unser Leben beibringen. Und ich bin jetzt 44 Jahre alt. Ich habe sicherlich immer noch nicht alles verstanden. Aber jeden Tag mit meinen Pferden verstehe ich mehr. Und jedes Jahr mit meinen Online-Schülern kann ich euch noch, ja, vielleicht besondererer coachen. Und ja,
Das freut mich einfach. Ich habe in deinem TCM-Kurs gelernt, was ein Leber und ein Herz, dass ich ein Leber und ein Herzpferd habe. Hat die mir eine Erleuchtung gebracht, beziehungsweise mehr Verständnis? Das ist so schön, Katrin. Und das ist genau das, was ich sage. Wenn wir unsere Pferde in der Tiefe verstehen, und deswegen verschenke ich ehrlicherweise auch dieses TCM-Seminar so gern als Bonus, weil ich glaube, wenn wir die Pferde wirklich als Typ verstehen, dann sind wir ihnen zum Beispiel auch nicht böse, wenn sie mal krantig reagieren, weil sie einfach ein Lebertyp sind. Oder wenn sie als Erdepferd einfach länger brauchen, bis sie in die Gänge kommen, weil sie einfach eine längere Aufwärmphase haben. Danke, dass du da warst, Manuela. Tschüss, gute Nacht. Und das ist so wichtig, dass wir das wirklich auch verstehen. Und dieses TCM-Online-Seminar geht ja nicht nur über Pferde, es geht ja auch über Reiter und Reiterinnen. Und ich glaube, es ist auch wichtig, dass wir uns selber als Typ erkennen. Finde ich einen ganz wichtigen Punkt auch. Also schön, dass dir das eine Erleuchtung gebracht hat. Ich fand es mega interessant, als ich das damals gelernt habe. Und deswegen wollte ich es einfach auch weitergeben. Danke dir, Katrin. Mir geht es darum, das Vertrauen aufzubauen. Da ich letztes Jahr im Oktober mega doof runtergefallen bin beim Aufsteigen und ich seitdem meine Ängste versuche zu reduzieren. Tanja, das Schöne ist an der Zirzensik-Online-Ausbildung, dass es eine ganz, ganz starke Verbindung schafft. Und was ich vorher gesagt habe, diese Kommunikation. Und ich kann zu 1000% nicht nur meine eigenen Pferde einschätzen, sondern auch andere Pferde, weil ich einfach diese Kommunikation so intensiv gelernt habe über die Zirzensik. Ich konnte das vorher, ich glaube, ich war nie ein schlechter Pferdemensch. Ich glaube, ich habe eigentlich Pferde immer ganz gut verstanden, weil ich einfach meine Kindheit komplett auf der Pferdekoppel verbracht habe. Aber über die Zirzensik habe ich einfach noch diese ganzen Zusammenhänge mit der Schiefe und mit der Vorhandlastigkeit und warum dann das eine Bein nicht vorgeht oder nicht hochgehalten werden kann oder warum im spanischen Schritt dann das andere Bein höher geht als das eine Bein und so weiter. Ich glaube, ich habe erst das in der Tiefe verstanden, wie ich angefangen habe, Zirzensik zu lernen und auch wirklich dann auch an ganz vielen Pferden zu unterrichten. Ich habe ja jahrelang ganz viele Kurse auch offline gemacht, bis ich einfach entschlossen habe, das ist viel zu wenig und viel zu langsam. Und ganz ehrlich, wenn ihr Zirzensik offline, also mit so Wochenendkursen lernen wollt, ihr braucht so viele Kurse, es ist so aufwendig, bei Live-Seminaren Zirzensik zu lernen. Es dauert ungefähr, also ich sage jetzt mal, wenn ihr jedes Jahr 4 Kurse macht, was wirklich viel ist, ich meine, so ein Kurs kostet ja auch 300 € oder so, müsst ihr auch hinfahren, übernachten, das Pferd und übernachten, essen, schlafen, keine Ahnung. Aber wenn ihr sagt, ihr macht 4 Kurse im Jahr, würde ich sagen, braucht ihr 5 Jahre Zeit, bis ihr auf diesem Niveau seid. Ja, die 7 Live-Webinar-Termine, die schicke ich nach sozusagen der Rückgabefrist zu und genau, die schicke ich dann direkt auch mit dem Link. Aber das erste Webinar wird eben ein bisschen später sein, also das wird, ich denke, Ende Januar sein, sowas. So, die Dore schreibt, ich verabschiede mich und bedanke mich sehr bei dir, liebe Sandra. Ich habe eben noch mit meinem Mann gesprochen, ob ich wirklich buchen soll und er hat mich sogar bestärkt. Sehr guter Mann, Dore, den darfst du behalten. Liebe Grüße an den Herrn Seidel. Also ich bin dabei und freue mich mega. Vielen Dank für das tolle Geschenk zu haben und eurem hätte ich jetzt aktuell nicht buchen können. Cool, Dore, das freut mich jetzt wirklich. Also ich weiß, viele hätten es auch so gebucht für die 797 € und das ist wirklich jeden Cent wert. Aber ich freue mich, wenn ich jetzt Menschen wie dir, Doro, einfach diese Freude machen konnte, dass du wirklich die, eigentlich ist es eine Gold-Version, weil es wirklich noch cooler ist, als jemals ja die Online-Ausbildungen waren, weil es einfach nochmal diese Special Features gibt, weil es jetzt eben die Freiarbeit noch dazu gibt. Das ist schon ziemlich cool über den spanischen Schritt. In der Handarbeit freue ich mich auch mega, weil das ist wirklich, ihr seid Stars, wenn ihr das so nacharbeitet und das wird einfach aufs Reiten, auf wirklich die dressurmäßige Ausbildung, auf die Gymnastik, auf die Versammlungsfähigkeit einen ganz, ganz tollen Effekt haben. Schön, Doro, ich freue mich mega. Sehr, sehr cool. Genau, es gibt immer eine Aufzeichnung, Katja, und du kannst natürlich dann auch bei der Aufzeichnung, wenn du dir das anschaust, super gerne Fragen stellen, ist gar kein Problem. Genau.
Also man muss nicht live dabei sein. Man kann live dabei sein. Das ist, wie gesagt, komplett kostenlos für euch alle hier. Und es wird auf jeden Fall immer eine Aufzeichnung geben, wo ihr dann auch nochmal alle Fragen der Welt stellen könnt und eben auch jederzeit unabhängig von den Webinaren auch Fragen, auch nicht zu den Webinaraufzeichnungen, sondern zu allen Videos einfach auch einreichen könnt in der Plattform. Das ist kein Problem. Ist das Seminar sofort nach der Buchung verfügbar? Ich sehe schon einige Videos. Es ist sofort zur Verfügung. Moni, wichtig zu verstehen ist, wenn du PayPal oder Kreditkarte nimmst, dann ist es sofort, bekommst du eine E-Mail aus dem Online-Shop geschickt mit dem PDF und kannst das direkt auslösen. Wenn du mit, was ist das dann, Klarna oder was ist das andere, SEPA-Überweisung oder irgendwie so Bankzeug buchst, dann ist es erst, wird dir diese E-Mail erst automatisiert geschickt, wenn sozusagen das Geld eingegangen ist. Also das dauert dann schon ein paar Werktage. Bin noch in einer anderen Online-Ausbildung, deswegen wird man das zeitlich zu viel. Wie lange kann ich mit dem Start warten? Ich würde jetzt mal sagen, so ein Jahr, Astrid. Also, was sein kann, ist, dass ich das Produkt dann irgendwann sozusagen weggeschalten habe auf Elopage. Da musst du einfach eine E-Mail schreiben, Astrid. Aber das Produkt geht nicht kaputt. Also, das Produkt bleibt da und deinen Zugang hast du bezahlt. Ich denke, so ein Jahr ist auf jeden Fall gar kein Problem. Man kann mich live kennenlernen, Tanja, immer dann, wenn ich Offline-Kurse gebe, die jetzt nicht mehr so häufig tatsächlich sind und immer, wenn ich bei Messen bin. Also bei Messen bin ich schon manchmal oder bei Kongressen oder Veranstaltungen. Genau, also da kann man mich sehr, sehr gerne auch persönlich kennenlernen, ja. Ich wollte auch mal wieder so einen Stammtisch machen. Früher haben wir immer diese Fenster-Stammtische gemacht und dann kam irgendwie Corona und dann haben wir das irgendwie aufgegeben. Die freut sich bestimmt, Heike. Die Leberpferde lieben die zirzensische Gymnastik. Da hast du alles richtig gemacht. Weil das Coole ist, mit der Zirzensik zahlst du immer auch auf alles andere ein. Also es ist eine Ergänzung und es potenziert aber immer auch alles andere. Ich denke, ich bin wieder auf der Pferde International, Sabrina. Allerdings, ich weiß noch nicht, ob mit oder ohne Pferd. Das muss ich mir noch überlegen, aber ich denke wahrscheinlich schon, ja. Genau, Sigrid. Wenn du ins PDF gehst, musst du aktiv, da steht irgendwie sowas drin wie lade jetzt über diesen Link dein Produkt herunter, dann würdest du es auslösen, wenn du auf den Link klickst, genau. Also beziehungsweise du klickst auf den Link, dann kommt das Produkt und dann musst du sozusagen, dann steht da irgendwie jetzt für 0 Euro kaufen, also es wird praktisch ein automatisierter Gutscheincode hinterlegt und angewendet und dann würdest du sozusagen das auslösen. Genau, also es sind 2 Klicks eigentlich. Aber genau, du kannst einfach warten, ab dem Moment, wo du Zeit hast, wenn du sagst, du bist jetzt noch unterwegs, Weihnachten, Silvester, ist kein Problem, dann machst du es einfach danach, ist kein Problem. Habe ich auch Offline-Zugriff auf die Videos? Das hast du, Stephanie, genau. Allerdings nur über die Sandra Fenzel-App. Also das ist das, was ihr ja vorher gesehen habt. Deswegen war das ein bisschen klein tatsächlich am PC, war es jetzt ein bisschen klein. Aber ich zeige es nochmal ganz kurz. Man kann nichts erkennen, ist zu hell. Okay. Also über die Sandra Fenzel App, die kannst du dir kostenlos downloaden. Kann man immer nichts erkennen. Aber findest du entweder beim Apple Store oder beim Google Play Store, Sandra Fenzel Pferdewissen App, die ladest du dir kostenlos down, geht ganz einfach. Und wenn du das Produkt ausgelöst hast, dann ist das automatisch sozusagen dann, wenn du dich einmal in der Sandra Fenzel App angemeldet hast, auch drin. Also da musst du dann gar nichts mehr machen. Und immer wenn du was abhakst, zum Beispiel auf dem PC, dann ist das automatisch auch in der App abgehakt. Also du weißt immer, bei welchem Video oder bei welchem Modul du bist. Wenn du es ohne Internet anschauen willst, dann müsstest du einmal da rechts in dem Modul auf diese 3 Pünktchen klicken und dann steht da irgendwie Inhalte jetzt downloaden oder so. Es gibt aber eine genaue, also es dauert 1,5 Minuten oder 2 Minuten, es gibt ein Video zur App-Erklärung. Also es ist wirklich alles ganz genau erklärt, Stephanie. Und wenn du nicht zurechtkommst, ist kein Problem, schreibst du eine E-Mail oder rufst im Büro an. Wir haben ja auch ein Office-Handy. Schreibe ich vielleicht nochmal hin, falls irgendeiner
dringende Fragen hat. Ihr könnt auch zu normalen Bürozeiten bei uns im Office anrufen. Das ist eine deutsche Nummer, ist ein Handy und genau, das ist unsere offizielle Büronummer und wir können euch auch sonst am Telefon einfach durchleiten. Also es hat bis jetzt noch nie einer Probleme gehabt mit der neuen Lernplattform, die wir nicht lösen konnten oder eben mit der App. Das funktioniert wirklich sehr, sehr gut. Die ist übrigens auch sowohl bei Apple als auch bei Android mit 5 Sternen bewertet. Vielen Dank an dieser Stelle an alle, die sie schon bewertet haben. Wenn ihr sagt, es funktioniert gut, freue ich mich natürlich auch über weitere 5-Sterne-Bewertungen. Aber tatsächlich mit der App sind die Leute super ultra zufrieden, was mich sehr, sehr freut, weil es wirklich also nicht nur viel Geld gekostet hat und immer noch kostet, sondern weil es einfach ja ein Heidenaufwand war, die zu bauen. Aber ja, es ist auch cool, seine eigene App zu haben irgendwie. Und ja, ich freue mich, dass es so viel nettes Feedback dazu gibt. Ihr Lieben, wer hat noch eine Frage an mich? Viele sind nicht mehr übrig. Es ist auch schon 11, Wahnsinn, 23 Uhr ist es schon. Hat noch jemand eine Frage an mich? Das haben wir doch ein bisschen überzogen. Sehr gerne, liebe Sigrid, schlaf gut. Ich gehe jetzt dann auch gleich, glaube ich. Viel geredet heute Abend. Liebe Cornelia, ich freue mich mega, wenn du dabei bist. Sehr, sehr gerne. Bis bald, Moni, schlaf gut. Dankeschön, Sabrina, ist lieb. Ja, schlaf eine Nacht, Katja, unbedingt, ganz, ganz wichtig. Stress dich nicht, ganz entspannt. Aber schön, genau. Besprecht es mit euren Männern ganz in Ruhe. Lasst sie noch mal im Office bei mir anrufen. Ich spreche auch mit denen. Wie gesagt, ihr habt auch 2 Wochen Geld-Zurück-Garantie und ja, das ist ganz unkompliziert. Ich war total pünktlich, Kim. Die letzten 2 Webinare habe ich mich so angestrengt. Aber ja, die zisterzienserische Gymnastik ist einfach so meine Lieblingspferdetrainingsform und da artet es dann leider doch aus, obwohl ich mir echt Mühe gegeben habe, es kurz zu fassen. Aber ja. Ich hoffe, es hat euch trotzdem Spaß gemacht. Sehr gerne, liebe Katrin. Ich freue mich, wenn ihr das Geschenk nutzt. So cool. Cool. Schön. Und nicht vergessen, 28.12. Ich schreibe es nochmal hin. 28.12. Wie gehabt um 19.30 Uhr ist unser letztes Adventswebinar. Yes, cool, Stefanie, das freut mich. So schön, so viele von euch sind dabei, mega. Das freut mich wirklich. Also schön, dass ihr das Geschenk so annehmt. Ich finde wirklich, die Silberversion ist einfach noch viel cooler als die Selbstlernversion. Und ich weiß, dass einfach der Unterschied, ich verstehe das, dass es sich dann einfach viele nicht mehr leisten können, ist auch total okay. Aber deswegen habe ich halt gedacht, für die, die es einfach wollen, schenke ich euch jetzt dieses Upgrade. Es ist sozusagen wie ein Businessflug. Es ist jetzt wie wenn ihr Glück habt beim Flieger und der ist überbucht und ihr bekommt die Business Class dazu geschenkt. Das ist heute Abend sozusagen jetzt mein Business Class Zirzensik-Flug. Genau. Schön, ihr Lieben. Hat noch jemand eine Frage an mich? Deswegen habe ich auch extra mein Goldblüschen angezogen, was eigentlich ist es eine Goldversion. Übrigens gibt es auch viele Reitbeteiligungen. Oh, da hätte ich noch ein Video, das zeige ich euch auch noch schnell, für die, die noch kurz wegen Reitbeteiligungen überlegen. Hallo, liebe Sandra. Reitbeteiligung in meinen Online-Ausbildungen. Ich will euch mal kurz die Birgit zeigen. Die Birgit sind auch, wie es geht. Der Leo und ich wollen uns bei dir für diesen tollen Online-Zirzensik-Kurs bedanken, den wir bei dir machen durften. Ich gebe ja zu, ich war gar nicht so skeptisch, ob das online funktioniert. Ich war mehr skeptisch zum Thema Zirzensik. Aber du hattest in deinem Podcast mal was erzählt, eine schöne Geschichte, in der es dir genauso ging anfangs und du hast dann gemerkt,
dass man mit der Zirzensik die Pferde richtig gut gymnastizieren kann. Und weil mir dein Bodenarbeits-Online-Kurs schon so gut gefallen hat, oder uns, ja, ich glaube, dem Leo gefällt die Zirzensik noch besser, der kann gar nicht genug davon bekommen. Also dann habe ich mich dran getraut und ich bin so froh, und ich glaube, der Leo auch, dass wir diesen Kurs gebucht haben und gemacht haben. Es war so toll mit dir und den anderen Teilnehmern, dieser Austausch und alles, was wir gelernt haben. Und der Leo hat wirklich richtig Spaß dran und ich auch. Ich sage immer, wir gehen Pferde-Yoga machen, wenn wir diese Übungen machen. Und ich glaube, wir werden weitermachen bei dir. Wir werden noch viel Gutes erleben. Ich weiß ja, du hast noch einiges in petto und ich freue mich schon riesig drauf. Also ganz lieben Dank. Na, Leo, hat sie fein gemacht, oder? So süß. Also auch die Reitbeteiligungen haben immer Freude an den Online-Ausbildungen. Gut, ihr Lieben. Also, ich glaube, jetzt habt ihr einen guten Überblick erhalten, wie es vielleicht so sein könnte, bei mir unter meinen ganzheitlichen Fittichen zu sein. Wenn ihr überlegen wollt, überlegt gerne. Es wird bestimmt morgen noch Plätze geben. Wie gesagt, die Online-Ausbildung in dieser Version wird es zukünftig mit großer Wahrscheinlichkeit nicht mehr geben. Ich denke auch nicht, dass das Freiarbeitsmodul da drin bleiben wird. Ich wollte euch einfach eine Freude für Weihnachten machen. Ich hoffe, mir ist es bei einigen von euch gelungen. Und ja, ich freue mich sehr auf alle, die dabei sind. Ich werde die Online-Ausbildung freigeschalten lassen, bis eben diese limitierten Plätze weg sind und maximal bis Ende diesen Jahres wird sie buchbar sein. Ja? Sollten wieder erwarten, nicht alle Plätze weggehen, wird sie trotzdem Ende des Jahres aus dem Online-Shop für sicherlich mindestens, ja, kann ich jetzt gar nicht genau sagen, wie lange. Weil wenn ich was sage und dann ist es länger, dann kriege ich wieder Schimpfe. Also die letzte ist, nur dass ihr mal eine Idee habt, die letzte war im Mai 2022 buchbar. Also es sind mehr als anderthalb Jahre jetzt gewesen. Genau, Kim, ich schicke euch wiederholend gerne ein Upgrade-Angebot. Ihr könnt ja auch später auslösen dann, also deswegen, ihr könnt ja jetzt eben bis Mai wahrscheinlich euren Zugang noch nutzen und könnt dann auch später auslösen, wenn ihr wollt, das ist kein Problem. Beziehungsweise bei euch kann ich einfach den Zugriff verlängern, stimmt eigentlich, da kann ich es einfach händisch verlängern, weil ihr habt ja schon den einen Teil vom Produkt, den anderen, der kommt mit einem separaten Produkt, alles was Neues bekommt ihr separat. Es ist so, Katja, das habe ich vorher kurz erklärt, weil der Hintergrund ist, normalerweise habe ich generell nicht alle Online-Ausbildungen buchbar, also in den seltensten Fällen. Ja, es ist so, dass ich lieber mit Leuten gemeinsam starte, dann ist es eine feste Gruppe und dann kann ich eben diese individuellen Leute auch wirklich kennenlernen, persönlicher betreuen und speziell jetzt auch in der Silberversion, in den Webinaren, in der Facebook-Gruppe und so weiter immer wieder sehen. Ja, und wenn Leute dann so spät dazukommen, dann ist das für mich auch immer so ein bisschen mehr durcheinander. Plus es macht viel mehr organisatorischen Aufwand, weil wir teilweise händisch E-Mails nachschicken müssen, weil wir Webinar-Links dann nochmal kreieren bzw. nachschicken müssen. Es ist einfach sowohl für euch unpraktischer als auch für mich aufwendiger, als auch bei uns im Backoffice deutlich aufwendiger. Deswegen machen wir normalerweise eigentlich fast immer so dezidierte Kursstarts. Mein letztes Jahr war komplett durcheinander und deswegen gab es manche Sachen, weil ich es einfach auch nicht geschafft habe, Katja, ehrlicherweise, das mit einer ordentlichen Infoveranstaltung oder mit einer ordentlichen Infoseite. Ich meine, ich habe ehrlicherweise jetzt dieses Mal auch nur das Datum geändert auf der Infoseite, weil ich habe es einfach zeitlich nicht geschafft. Mein ganzes Jahr war wirklich... Es war ein wilder Ritt, kann ich dir sagen, aus diversen Gründen. Und ich freue mich mega auf 2024. Und ich glaube, das ist auch ein bisschen der Grund, warum ich jetzt dieses Geschenk euch machen wollte, weil ich ein sehr spezielles, für mich sehr schwieriges Jahr hinter mich gebracht habe, aber gemerkt habe, was für eine tolle Community habe und wie sehr diese Community auch hinter mir steht.
Und es ist nicht alles gut gelaufen für mich persönlich in diesem Jahr. Nach außen, glaube ich, bekommt man das vielleicht nicht alles so mit. Aber am Ende des Jahres kann ich sagen, ich merke, dass irgendwas da oben und irgendwas in dieser Welt es gut mit mir meint. Weil alles, was ich so an Themen hatte, ich wünsche es niemandem. Aber ich habe es hinbekommen, ich habe es gemeistert. Und ja, deswegen wollte ich jetzt einfach nochmal Danke sagen, auch mit den Gratis-Webinaren. Ich hoffe, dem einen oder anderen haben die gefallen. Und auch das letzte Webinar, ich werde mir Mühe geben, dass ihr da auch wirklich was mitnehmt und für euch was Wertvolles einfach bekommt. Weil ich glaube immer, wenn man was Gutes tut, dann kommt einem auch Gutes zurück. Und trotz aller Schwierigkeiten habe ich gemerkt dieses Jahr, ganz viele Menschen wollen mir was Gutes. Wenn ich wirklich Hilfe gebraucht habe, und ich habe wirklich Hilfe gebraucht dieses Jahr, weil ich zwischenzeitlich gar keine Unterkunft hatte, weil mein Umzug so komplett katastrophal gelaufen ist. Ich habe 2 Monate auf einer Matratze am Boden geschlafen. Also ich habe mit meinen 44 Jahren noch nie so gehaust, ehrlicherweise. Aber ich hatte wenigstens ein Dach über dem Kopf und das auch nur, ja, weil es Menschen gut mit mir gemeint haben. Deswegen, ich wollte einfach jetzt mit diesem Adventskalender auch ein bisschen Danke an euch, an die Welt, ans Universum sagen. Und ja, das ist vielleicht auch ein gutes Schlusswort für dieses Webinar heute. Ich sage auf jeden Fall Danke an alle, die ja, mir das Vertrauen einfach erweisen, die es einfach ausprobieren wollen. Wie gesagt, ihr habt kein Risiko. 2 Wochen könnt ihr es ausprobieren, könnt ihr jetzt Videos hoch und runter schauen. Es sind, ich glaube, 5 oder 6 Module für euch freigeschalten. Ich habe es nicht nacheinander freigeschalten. Ich habe es euch den Grundkurs jetzt sozusagen komplett freigegeben. Und ja, also ihr Lieben, vielen, vielen Dank, dass ihr heute dabei wart. Und ich wünsche euch eine ganz, ganz frohe Weihnacht. Wir werden uns nicht mehr vor dem 24. sehen, sondern wie gesagt, unser nächstes Webinar ist danach, nach Weihnachten. Habt eine schöne Zeit, genießt die Zeit mit eurer Familie, nehmt euch auch Zeit für euch, das ist so wichtig. Manchmal vergessen wir ganz vor lauter Familie, Events, auch Pferden auf uns. Es ist so wichtig, immer wieder auch mal für sich selber einfach in die Ruhe, in die Stille, einfach mal auch eine Zeit für sich zu haben. Und ja, in diesem Sinne, ihr Lieben, frohes Fest, frohe Weihnachten und ich freue mich auf den 28.12. und auf alle, die in meiner Zezensik-Online-Ausbildung demnächst oder vielleicht auch heute schon starten. Also ihr Lieben, habt eine gute Nacht, schlaft gut.